Herzlich willkommen zum zweiten Saisonspiel des 2023 hier in der Grotenburg in Krefeld gegen die Aachen Vampires. Ich sitze hier heute mit Glenn Holloway und Sven Schaljo. Freue mich natürlich, diesmal von Anfang an dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, wir haben auch heute das erste Mal wirklich gutes Wetter hier in der Grotenburg, richtig? Ja, also wir haben eigentlich Ravenswetter, ich sag mal für Original Ravenswetter vielleicht noch 5 Grad zu kalt, aber es geht in die richtige Richtung. Es ist sonnig, leicht bewölkt jetzt gerade, eben war keine Wolke am Himmel. Also beste Voraussetzung, der Boden ist super. Wir waren ja eben auch unten auf dem Spielfeld. Ich glaube, Standprobleme sollte es heute nicht geben. Es sei denn, es kommt gleich noch irgendein Regenschauer oder so, aber das ist, soweit ich weiß, nicht gemeldet. Also von daher, beste Voraussetzung für ein richtig tolles Spiel, oder Glenn, wie siehst du es? So ist es. Hallo nochmal von mir auch. Und wir haben Ravenswetter. Fast, sag ich mal, ein bisschen Wolken. schöne Sonne, gute Temperaturen, aber es wird wohl heute auf jeden Fall trocken bleiben. Platz ist super. Team scheint gut drauf zu sein. Wir können uns auf ein gutes Spiel freuen, denke ich. Absolut. Und ja, erstmal natürlich einen Gruß an den Alex, den wir heute nicht hier haben, der weilt im Urlaub. In diesem Sinne, hab einen schönen davon und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich würde sagen, wir gucken so ein bisschen erstmal zurück. Vergangene Woche, die Ravens dominant. Man hat natürlich auch so ein bisschen von Geschenken des Gegners profitiert, muss man auch sagen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Trotzdem 81-0. Höchster Sieg der Ravens-Geschichte, war schon Statement, Glenn, oder? Definitiv. Also klares Statement an die Liga. Mit uns ist zu rechnen, definitiv. Ja, also wie gesagt, Geschenke ist das eine vom Gegner, klar, Dortmund hat viele Fehler gemacht, gerade in der ersten Halbzeit haben wir viele schlechte Snaps gesehen, die dann zu Punkten geführt haben am Ende, aber andererseits auch eine ganz starke, solide Leistung, gerade von der Defense, die immer wieder die Offense in eine gute Feldposition gebracht hat und daher, abgesehen von den Fehlern, auch gute Punkte generieren konnten. Ja, gucken wir noch ein bisschen auf die Liga insgesamt, also die Aachen Vampires 6-36 gegen die Minden Wolves verloren. Eigentlich ein bisschen besser als vielleicht die Vorwetten, auch wenn der Coach, wir werden es gleich im Interview hören, nicht so 100% zufrieden war. Münster Mammuts, Remscheid Amboss, das ist ja fast ein Fußballergebnis, 0-6. Mhm. Also das ist schon beeindruckend. Ja, Krefeld haben wir gerade angesprochen. Dann die Giants gegen die Münster Mammuts, ein relativ enges Spiel, 16-21. Und heute eben unser Spiel. Wie bewertest du das bisher so, Glenn?
Ja, schwierig. Sagen wir, erster Spieltag ist immer schwierig zu sagen, wo man tatsächlich steht. Also klar, wir haben jetzt einen Gegner gesehen, haben die anderen Ergebnisse gesehen. Gut, wir können jetzt schlecht abschätzen, okay, wie stark ist tatsächlich Minden oder auch Aachen. Im direkten Vergleich hat man es gesehen. Gut, Minden eigentlich ein klarer Sieg in Anführungszeichen. Auch wenn man gedacht hätte, okay, der könnte vielleicht ein bisschen höher ausfallen. Ja, klar. Remscheid-Münster. Ja. Kann man eigentlich fast gar nichts zu sagen. Also entweder haben beide sehr starke Defenses oder die beiden Teams fällt es ein bisschen schwer, Punkte zu sammeln. Aber gut, vom Ergebnis von Münster und Dortmund kann man zumindest ein bisschen rückschließen, dass Münster wohl in etwa die Stärke der Dortmund Giants hat. Pi mal Daumen, ohne das Spiel gesehen zu haben jetzt. Hört sich tatsächlich so ein bisschen so an. Cassie, wie hast du das Spiel letzte Woche dann erlebt, nachdem du da warst? Ja, also das war total verrückt, weil ich kam ja rein, da stand es glaube ich schon ungefähr 42 Punkte. Und ich dachte so, okay, ich habe doch nur das erste Quarter verpasst. Aber so schnell kann es bei den Ravens gehen. Eigentlich hätte es mich glaube ich nicht überraschen müssen. Trotzdem waren natürlich auch die letzten Minuten, die letzten drei Quarter dann trotzdem noch ein bisschen spannend und aufregend, aber die Entlastung ist dann gefallen mit Spielende und der erste Heimsieg war in der Tasche, ne? Absolut, ja, und dann wollen wir jetzt mal gucken, du hast dich vorhin zusammengesetzt mit Jason Kane Ushudin und Musa Keita und das Interview spielen wir jetzt ein. So, ich stehe hier gerade mit zwei jungen Top-Talenten, die aus Düsseldorf zu uns gestoßen sind und die mit ihrer Erfahrung natürlich schon so ein bisschen gewohnt sind, vor viel Publikum zu spielen und die Atmosphäre hier wahrscheinlich nichts Neues für sie ist. Ja, Jungs, wie war es denn für euch beim Season-Opener hier im Stadion zu spielen? Also das Stadion ist auf jeden Fall atemberaubend. Es waren so viele Fans da und es war einfach ein geiles Erlebnis. Genau. Für dich, Jason, wie war es? Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. Auf dem Vergleich zu stand mit dem Junior Bowl, den wir letztes Jahr mit den Düsseldorf Panthers gewonnen hatten. Da waren auch 3000 Fans, diesmal glaube ich 1500. War echt ein schönes Erlebnis und hat echt Spaß gemacht. Musa, als Receiver hattest du natürlich im letzten Spiel schon einige hervorragende Momente gehabt. Du hast drei Pässe für, schau mal kurz, 48 Yards waren es, glaube ich, ein Touchdown gemacht und zweimal Return für 52 Yards. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung? Also zufrieden bin ich nie. Also geht auf jeden Fall noch besser und noch Luft nach oben, aber war schon mal ein ganz guter Anfang, würde ich sagen, ja. Als Returner, wenn man den Ball fängt, ist das natürlich ein krasser Moment. Du hast den Ball gefangen, du schaust hoch, schaust auf ein Feld vor dir. Wie fühlt sich das an? Das Gefühl ist wirklich nice, aber ich vertraue da ganz auf meinem Team, dass jeder seinen Mann hat und dann wird das schon. Deswegen danke ich auch meinem Team, dass ich so viele Yards machen konnte. Außer dem Team, also ohne die Team wäre das gar nicht möglich gewesen. Ja. Und als Receiver, ich habe dich jetzt schon das ein oder andere Mal echt lange Dinger fangen sehen, so kurz vor knapp. Machst du lieber die langen oder bist du dann doch lieber kurz und sicher? Also ich bin eigentlich mit beiden offen. Ich mag lang sowie kurz, weil ich beim kurzen Ball halt noch meine Moves zeigen kann. Aber lange Bälle habe ich auch nichts gegen. Ist auf jeden Fall nice, ja. Das heißt, du bist auch schon relativ gut eingespielt mit Lukas, weil wenn beides ankommt, dann passt es einfach, ne? Ich kenne ja Lukas schon ziemlich lang. Wir haben in der Jugend ja schon zusammen gespielt. Genau, deswegen, die Chemie ist auf jeden Fall da, ja. Jetzt hast du nochmal die Möglichkeit, ein bisschen Overseas-Erfahrung zu sammeln. Und zwar habe ich vorher gehört, du gehst auf eine Camp-Tour. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, genau. Ich bin im Sommer eine Woche in Amerika und da bin ich auf College-Camps, um mein Können unter Beweis zu stellen vor den ganzen Augen von den Coaches. Und ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und ja. Ja, dein Bestes wollen wir natürlich auch heute sehen, aber auch von dir, Jason. Als Stevie, du warst lange verletzt, hattest letztes Spiel deinen ersten Auftritt wieder. Wie war es für dich? Ja, halt die lange Verletzung hat mich echt zurückgeworfen. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder da. Das Spiel hat echt Spaß gemacht, mal wieder auf dem Feld zu stehen. Die zwei Preseason-Games hatte ich leider trotz wegen der Verletzung halt aussetzen müssen, aber war auf jeden Fall wieder schön, auf dem Platz zu stehen. Ja, und du bringst auch nicht nur GFL-J-Erfahrung mit, sondern du warst auch Nationalspieler. Hast du da irgendwelche bestimmte Erfahrungen gesammelt, die dir heute oder vielmehr bei uns bei den Ravens weiterhilft? Ich würde schon sagen, halt der internationale Beweis bzw. die Competition international gegen Tschechien und die Schweiz hat echt Spaß gemacht. War auch echt ein cooles Erlebnis. Mit Deutschland haben wir halt beides echt hoch gewonnen. Ich hatte auch gute Plays da, war echt schön und
würde ich sagen, hilft den Ravens auf jeden Fall weiter. Auch das erste Spiel hier gegen Dortmund habt ihr natürlich hoch gewonnen, 81-0. Was erwartest du heute von dir und vom Team? Von mir würde ich sagen, erwarte ich auf jeden Fall persönlich jetzt ein paar Highlights. Ich schätze mal mehrere gute Tackles. Ich hoffe auf 1 bis 2 Picks. Ich hoffe, ich kann dem Team da echt weiterhelfen. Vom Team erwarte ich auf jeden Fall einen Sieg heute. Es wird nicht so leicht wie letztes Mal. Wir müssen sowieso jedes Spiel Step für Step gucken. Aber ich hoffe auf jeden Fall auf einen Sieg und dass wir dieses Jahr unser Ziel erreichen. Und den Gegner habt ihr da euch voll mit beschäftigt? Siehst du eine besondere Herausforderung mit dem Gegner? Ich würde sagen, die Gegner kommen auch aus dem Spiel gegen einen anderen guten Gegner, der auch ein direkter Konkurrent gegen uns ist, würde ich sagen. Und wir haben halt gut gescoutet und werden heute zeigen, was wir gelernt haben. Ja, als letzte Frage, wir haben natürlich eine sehr starke D-Line, die wir auch letztes Spiel gesehen haben. Das macht dir gar nicht so viel Arbeit in der Tiefe. Erwartest du da heute trotzdem ein bisschen mehr Trouble? Ich würde sagen, die Defense sowieso, es muss halt zusammenhalten, es ist eine Unit. Und wir halten die Leute, der Quarterback sieht keinen freien Mann, die D-Line kann sacken. Das ist halt ein System der Defense und würde ich sagen, dadurch gewinnen wir Spiele. Sehr gut, dann hoffe ich, dass wir das heute auch so machen und sag bis später. Ja, und jetzt haben wir eine kleine kurzfristige Planänderung noch, denn wo wir bei den DBs sind, sehen wir jetzt ein kleines Video, glaube ich, noch und die Clarissa wird dazu 2, 3 Worte erzählen. Breaking News. Genau, Breaking News. Ich kam gerade ganz überrascht vom Platz, nämlich hier zum Media Desk, mit einer Nachricht von Dino, der sich diese Woche nämlich mit dem lieben Nash an einen Tisch gesetzt hat. Der hat ja letztes Spiel auch ordentlich abgeliefert. Wir sehen hier gerade nämlich sein Highlight-Tape. Und genau um so einen Spieler bei uns in den Ravens zu halten, hat er Dino mit dem lieben Nash den Vertrag für weitere 2 Jahre dingfest gemacht. Das heißt, Tinashe Nash-Gonese bleibt uns noch ein bisschen hier in Krefeld erhalten. Ja, und das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Nachricht. Nash seit Jahren eigentlich ein dominanter DB bei den Ravens ist ja in dieser, da sehen wir seine OBJ-Interception, sensationelles Ding. Ich habe ihn vorhin auch, als wir hier ankamen, auf dem Parkplatz betroffen und habe ihn erstmal mit OBJ begrüßt, hat er gegrinst. sensationeller Spieler und war letztes Jahr Defense MVP. Ist jetzt in der neuen Position sogar noch ein bisschen stärker, ist jetzt Safety, war vorher Corner. Da kann er jetzt noch mehr Einfluss aufs Spiel nehmen, also eine riesen Verpflichtung oder Verlängerung, die den Ravens da gelungen ist und ein ganz, ganz wichtiger Spieler fürs Team. Ja, die Cassie verabschieden wir jetzt in Richtung Spielfeld, weil da wird sie natürlich wie immer uns die Eindrücke von dort liefern und ja, Glenn und ich wollen ein bisschen auf das Spiel gegen Dortmund zurückgucken. Jawohl. Und ja, da gab es ja einiges zu berichten, was wir eben schon gesagt haben. Ein auf der einen Seite sehr dominanter Auftritt, keine Frage, aber wir gucken uns jetzt gleich auch ein paar Highlights reden darüber, gucken uns die an und da war schon auch sehr viel Fehler der Dortmunder, die Ravens dann aber natürlich eiskalt auch ausgenutzt haben, auch zu punkten. Trotzdem, wie viel eigene Leistung war das eigentlich tatsächlich im Endeffekt? Ja, ich glaube, jetzt sieht man es gerade auch noch ein bisschen. Gerade der Max Emmerich, einer der Outside-Linebacker, der sogenannten Edge-Rusher. Also wir spielen ja mit einer Dreier-Line, heißt sehr viel Druck in die Mitte. Ja. Somit haben außen die Linebacker richtig Platz oder Luft von außen rein zu rushen. Und da hat man gerade gesehen, ob jetzt ein Fehler war oder auch nicht. Die Jungs waren so schnell im Backfield. Hier sieht man es nochmal. Gerade der Max oder auch der Justin. Top-Leistung. Also wie gesagt, richtig schöner Druck in der Mitte. Das heißt, die binden zu dritt mit 3 D-Linern fast 5 Offensive Linemen der Dortmunder. Und dementsprechend haben die Jungs einfach Platz, dann außen vorbei zu rushen. Und So macht man Quarterback-Sacks oder auch Forced Fumbles. Ja, also von allein dieses Play jetzt hier, ne, da kriegt er eine Wahnsinnsschelle, überschlägt sich einmal, steht wieder auf und forst einen Fumble. Also sensationell das Spiel einfach von Max Emmerich. Und Ähnliches gilt auch für Lukas Wefelsieb. Hat sehr, sehr stark gespielt, hat 2 Interceptions dann im Endeffekt geworfen. Das eine war vielleicht so ein bisschen, er wollte zu viel, wobei da auch
habe ich eben mit Steffen gesprochen. Er hätte sich da eigentlich gewünscht, dass JT da noch ein bisschen mehr dann in die Passverteidigung geht. Ja, der Ball war ein bisschen unterworfen, der Ball war zu hoch, war natürlich gut abzufangen, aber man kann dann natürlich auch als Receiver dann zum Verteidiger werden und den runterschlagen. Das muss keine Interception sein. Er sagt, im Notfall nehmen wir halt die Pass Interference, das sind 15 Yards, aber kein Ballverlust. Genau, ja genau, ist manchmal ein bisschen schwierig als Wide Receiver. Ich kenne es tatsächlich auch noch aus meiner Anfangszeit so ein bisschen, da war ich auch noch teilweise auf Wide Receiver. Dieses schnelle Umschalten ist hier manchmal... Hier sehen wir deine Kernkompetenz. Genau, laufen. Also kurz zum Lukas, der Lukas an sich... sehr, sehr schönes Spiel gemacht, sehr ruhig gespielt, strahlt eine super Autorität aus auf dem Platz und ja, gibt dem Rest der Offense einfach die Ruhe, die man braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Ja, und hier sehen wir jetzt Stormy, Dennis Storm, Perfect Game als Kicker, 10 von 10 im PAT, ist in dieser Liga auch alles andere als selbstverständlich. Wir sind hier nicht in der NFL und da gibt es durchaus den einen oder anderen PAT, der mal verloren geht. Auch da übrigens Lukas natürlich sehr, sehr wichtig als Holder. Gehört auch dazu. Und dann eben auch ein relativ langes Field Goal. Ich glaube von der 30-Yard-Linie, also 40-Yard Field Goal, das ist für die Liga schon ein echtes Brett. Ganz, ganz sicher verwandelt. Und ja, insgesamt die Special Teams, da merkt man auch die Arbeit von Rosi, ne? Genau, also ob es jetzt nur das Field-Goal-Team ist oder das Hands-Team oder auch, sagen wir mal, Kick-Off-Return, Punt-Team, da wurde ganz gute Arbeit geleistet vom Rosi, muss ich zugeben. Und ja, also so ein Kicker, der safe ist, ist einfach wichtig. Gerade in so Spielen, gut, es war jetzt nicht gerade ein enges Spiel, aber gerade in Spielen, wo es ein bisschen enger wird, kommt es tatsächlich darauf an, okay, geht der Kick rein oder geht der Kick nicht rein? Und da einfach ein sicheres Field-Goal-Team zu haben, ist natürlich dann sehr wichtig. Ja, und hier sehen wir Akiva Wedge, da hatten wir gerade noch die Einblendung Subway. Er ist der Spieler, der von Subway gesponsert wird. Ja, und hier sehen wir einfach ein unglaublich explosiver Runner und da wird er am Fuß gehalten und macht danach noch 10 Yards. Das macht einen Top-Running-Back aus, ne? Ja, also wie gesagt, allein vom Körperbau her ist klein, kompakt, sehr viel Speed, richtig Power, also sowohl als Powerback als auch als Quick Running Back. Hier sieht man es gerade, der lässt da 3, 4, 5 Mann aussteigen. Bricht ein paar Tackles, zündet nochmal den Afterburn und ja, einfach sehr kompletter Spieler. Ja, und er kann auch Quarterback spielen. Er ist längst nicht nur, wie wir es jetzt da gesehen haben, ein Running Quarterback. Ich habe ihn eben beim Walkthrough gesehen und da hat er selbst beim Walkthrough einen Wahnsinn-Zip einfach auch in seinen Pässen. Also sehr, sehr stark. Und dann haben wir hier einen, ja, der statistisch noch gar nicht so wahnsinnig in Erscheinung tritt, aber gerade Kai Schreckenberg, der Head Coach, selber früher D-Liner, ist unglaublich beeindruckt von ihm. Der sagt, der nimmt seine O-Liner einfach mit auf die Reise, nimmt die teilweise wirklich am Pad hoch und nimmt die mit. Also ein ganz, ganz starker Spieler, der eben auch deshalb nicht in so große statistische Erscheinung tritt, weil er andere glänzen lässt, weil er zwei Leute bindet. Genau, das ist halt aber so, ist aber ein bisschen auch der, ja, der Aufstellung einfach geschuldet. Wenn du mit einer Dreier-D-Line spielst, ist die Chance relativ klein, in Anführungszeichen, dass mal ein D-Liner durchgerusht kommt, weil halt, wie gesagt, nur drei da gegen fünf sozusagen stehen. Aber hier sieht man zum Beispiel hier dieser Bull-Rush. Ja. Unfassbar. Also der Junge hat so viel Power. Ein schöner Pancake hinten dran. Genau, also der, daran sieht man, wie gesagt, man sieht halt gerade bei der Aufstellung, wenn von außen die Jungs richtig schnell durchrushen, dass die Jungs in der Mitte eine richtig gute Arbeit machen. Ja, und hier sehen wir die Wide Receiver, da gibt es ein bisschen Probleme heute. Nicky Tenwinkel ist nicht dabei, ich glaube, der ist im Urlaub. Alessandro Peduzzo hat sich im Training verletzt und trotzdem, wir sehen hier Musa Keita, wir sehen da hinten eben Alessandro, wie gesagt, hat sich einen Bänderriss geholt. War der MVP unter den Receivern. Der gibt es jetzt seit diesem Jahr so eine kleine interne Competition. Ein Towel, das derjenige kriegt, der MVP des vorherigen Spiels war. Und ja, das kann er jetzt nicht verteidigen, weil er eben auf Krücken unterwegs ist. Aber hat ein Riesenspiel auch gemacht, Alessandro. Auf jeden Fall. Also ich habe vorhin mit dem Alessandro noch vorm Spiel gesprochen. Habe ihn auch dafür gelobt, dass er, sag mal, seinen Kopf da hatte, wo er hin soll. Wie gesagt, wir hatten letztes Mal vorm Spiel schon drüber gesprochen. Alessandro ist ein super Wide Receiver. Und sobald er wirklich mit dem Kopf da ist, wo er sein soll, läuft's. Ja, hier JT bei seinem Touchdown. Also insgesamt wahnsinnig sichere Hände. Es gab eigentlich
ich weiß gar nicht, ob es überhaupt wirkliche Drops gab in dem Sinne. Also es war mal irgendwo ein Pass, der nicht angekommen ist, wo vielleicht man auf unterschiedlichen Seiten des Playbooks stand, zum Beispiel bei der zweiten Interception, die gefallen ist, wo Musa die Comeback-Route läuft und der Pass eigentlich auf die Go-Route geht. Aber grundsätzlich, von solchen Missverständnissen abgesehen, wahnsinnig stabiles Receiver-Core. Auf jeden Fall, also starke Hände. Juju. Also durch die Bank. Also ich habe auch keinen Drop gesehen, wo man sagt, okay, den muss man wirklich fangen zu 100%. Da waren ein, zwei Pässe, die waren meinen Rücken geworfen vom Lukas, ein bisschen unter Druck. Aber sonst kann man da tatsächlich nicht viel kritisieren. Ja, und wir kommen jetzt weiter. Nämlich, ich habe mich eben mit einem der Receiver, Siad Rausch, und mit Ramon Franco unterhalten. Viel Spaß. So, bei mir jetzt Siad Rausch, unser neuer Receiver, und Ramon Franco, den wir schon aus der vergangenen Saison kennen, diese Saison aber in neuer Position. Ja, Siad, für dich ist das heute sicherlich ein besonderes Spiel, denn du hast die vergangenen, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Jahre, glaube ich, in sechs Jahre sogar, in Aachen gespielt. Ja, wie motiviert bist du heute? Ich bin mega motiviert. Ja, das ist das alte Team, da sind viele Jungs bei, die ich noch kenne, gerade auch als ich aus der Umkleide gekommen bin und die angekommen sind, habe ich die natürlich alle per Handschlag begrüßt. Das sind Freundschaften, die da entstanden sind, und ich bin jetzt aber auch froh, hier in Krefeld wieder zurück in meiner alten Heimat zu sein, und merke auch hier schon viele neue Jungs kennengelernt, Freundschaften geschlossen, also ist halt Footballsport, ist super. Und du bist ja auch Krefelder, muss man dazu sagen, du hast in Aachen dann eben studiert. Aachen, wir hatten ja vor der Saison mal kurz auch gesprochen, als Experte sozusagen für Aachen, für unseren Season Guide, haben viele neue Leute bekommen von den Düren Demons. Wie schätzt du dieses Team jetzt im Vergleich zur Vorsaison ein? Also zu den Düren Demons kann ich gar nichts sagen. Da ist nur ein Spieler bei, der auch schon mal bei uns in Aachen gespielt hat. Damals aber noch als Running Back, jetzt als Linebacker. Ansonsten weiß ich da nicht so viel zu. Ansonsten sind da noch einige andere Jungs, die früher mal 2018, 2017 und auch die Jahre davor in Aachen gespielt haben, da auf jeden Fall performt haben. Sind jetzt zurück in Aachen. Mal schauen, was die auf dem Feld zeigen werden. Aber ich denke, unsere Defense wird da vor allen Dingen gut gegenhalten können. Wir haben uns vorhin nochmal das Spiel angeguckt, Highlights vom Spiel vergangene Woche. Das war ja ein reines Big Play Spiel eigentlich. Es gab eigentlich kaum wirklich einen strukturierten Drive mal, wo man im dritten Versuch vielleicht noch 2 Yards braucht oder so. Wie erwartest du das heute? Also von dem, was ich jetzt von der Aachener Defense vor allen Dingen auch gesehen habe, denke ich schon, dass die besser dagegen halten werden als Dortmund. Ich weiß nicht, wie es dann aussehen wird mit Big Plays. Wir haben gute Jungs, gerade in der Offense. Da ist sicherlich einiges möglich. Ich werde es nicht einschätzen können, aber ich werde auf jeden Fall persönlich mein Bestes geben. Ich habe Bock, auch gegebenenfalls hier ein Big Play rauszuhauen. Wir werden sehen, was passieren wird. Und sicherlich auch Bock auf deinen ersten Ravens-Touchdown. Ja, dann würde ich das Mikro mal kurz weitergeben. Vielen Dank dir, Ramon. Please hold it higher. Ja, like this. Letztes Jahr hast du hier noch als Defense-Liner gespielt, jetzt auf deiner Stammposition als Linebacker. Was bedeutet dir das? Last year you played here as a D-Liner, now you're back to linebacker, which is your normal position. What does that mean to you? Last year, so I accepted the board request to play as a D-line, because we were like lack of people, only 4 D-lines, I guess. And this year I'm back to the middle linebacker, where I play for the last 10 years. So for me, is where I feel comfortable, is where I can see everything, like I can be everywhere in the field. So for me, it's much better to play as a middle linebacker. Also er sagt, er hat letztes Jahr eben für das Team auf Coach Request diesen Wechsel gemacht, aber er fühlt sich sehr viel besser als middle linebacker, und da ist er jetzt zurück und ja, freut sich auch da wieder zu spielen. Letzte Woche gegen Dortmund war eigentlich sehr wenig, was durch die Mitte kam. Du hattest noch nicht so wirklich den Impact. Was erwartest du heute für ein Spiel? Last week, the play was not so much through the middle. You didn't have that much of run to stop and so on and so on. What do you expect as a game today? Last game, I think, watching the videos, we saw that if we were closing the middle gaps and all the runs are going outside, even the QB and the running back. I watched the Aachen videos, and I think we can expect a bit more of middle runs.
And they have a few players from GFL 1, from Cologne. I don't know if they're playing or not, but I think that today will be a good game. Ja, also er sagt, letztes Spiel war es tatsächlich die Läufe, die gingen sehr viel über außen. Da ist er natürlich als Mittellinebacker nicht so sehr im Spiel gewesen. Diese Woche, er hat sich die Videos eben von Aachen auch mit den Coaches auch angeguckt und sagt, naja, also sie kommen schon sehr viel mehr durch die Mitte. Sie haben auch Leute, die aus der GFL zumindest im Kader stehen. Ob sie heute spielen, weiß er jetzt noch nicht, aber aus Köln. Und da erwartet er eben, dass mehr Arbeit auch auf ihn zukommt. Letzte Woche war ein Linebacker, Outside-Linebacker, Max Emmerich, der große Star des Spiels. Ist das für dich auch so ein bisschen Anreiz zu sagen, hey, das ist eine Rolle, die ich für mich beanspruche? Last week, Max Emmerich just tore it up completely. Does that push you a little bit to say, hey, I want to be the go-to guy on linebacker, on defense. Does that push you? And if another guy steps up like that? Of course, especially when he's a linebacker, that is my position. But I was joking around with Max and I told him, like, you just shine last game because I closed the middle gaps and they run outside and you are there. But yeah, of course, Max is an amazing player. Especially for me, he's one of my closest friends in the team. I speak with him a lot. And yeah, he's still young and he's fast. And for me, it's pushed me much more to become a better player. Ja, also er sagt, das pusht mich tatsächlich. Das ist halt mein Anspruch, eben der Go-To-Guy, der Top-Spieler zu sein. Und er hat dem Max gesagt, naja, also du konntest ja nur deshalb so scheinen im vergangenen Spiel, weil ich in der Mitte alles zugemacht habe und dann mussten die über außen laufen, ja, und da konntest du sie dir packen. Und nein, aber er sagt, ist einer meiner besten Freunde im Team und er hat ein super Spiel gemacht, ganz junger Hüpfer noch. Und ja, dann wollen wir jetzt mal sehen, wie das heute läuft. Dir vielen Dank, sie hat ja auch good game. And talk to you soon. Okay. Sein Assistant oder seine Vertretung da geschult hat, aber so ein, ja, ist ein fester Defense-Coordinator oder auch ein fester Offense-Coordinator in einem Team, der sieht natürlich Dinge ganz anders als jemand, der es nicht tagtäglich macht. Ne? So, also, ja, Eric Maddox, der frühere Jugendcoach der Vampires, ist auch DC und dementsprechend ist aus Düren eben auch nach Aachen zurückgekommen, also schon eine Schwächung auch für das Team. Übrigens, wenn wir gerade dabei sind, es gibt den Season Guide der Ravens seit der vergangenen Woche und da findet ihr alle Informationen auch zu den Aachen Vampires, derer wir oder ich so habhaft werden konnte. Also das auch nochmal so nebenher. Und ja, letzte Woche Aachen gegen Minden. Minden
ja, ich habe eben das Gespräch auch noch mit dem Head Coach oder dem heutigen Head Coach, dem eigentlichen OC, eben gehabt. Das werden wir gleich noch sehen. Er sagt, naja, bei Minden sind es natürlich die Imports, die eine große Rolle spielen, die auch dann so ein Spiel entscheiden. Was kann man aus dem Spiel jetzt als Krefeld, aus dem vergangener Woche, dem Aachen-Spiel herausziehen an Informationen? Ja gut, also Importspieler oder sogenannte Keyplayer, ob es jetzt Imports sind oder nicht, sind natürlich immer wichtig für ein Spiel. Da kommt es immer ein bisschen darauf an, wie ist die Grundqualität vom Team. Ne? Also ist immer bei den Krefeld Ravens ist es zum Beispiel so, ja, wir haben auch Keyplayer im Team, die sehr, sehr wichtig sind, aber da ist zumindest die Tiefe, also die Qualitäten der Tiefe sehr, sehr groß. Und wie tief es jetzt bei Minden genau ist, konnte man ein bisschen schwer sehen im Video, weil man sieht jetzt nicht, okay, wie viel wurde da genau ausgewechselt. Aber man hat da auf jeden Fall schon gesehen, die haben ihre Go-To-Guys, genauso wie andere Teams auch. Ja, und dann wollen wir jetzt vielleicht mal gucken auf Alex Highlights oder Alex Analyse des Spiels Aachen gegen Minden. Moin, moin aus Ostfriesland, liebe Zuschauer. Ich bin zwar im Urlaub, aber habe es mir doch nicht nehmen lassen, nochmal das erste Spiel unseres Gegners, der Aachen Vampires, gegen die Minden Wolves anzuschauen. Ja, erstmal kurz zum Spielergebnis. 36-6 hat Aachen verloren, aber gegen den doch sehr, sehr stark eingeschätzten Gegner aus Minden war das jetzt für uns keine allzu große Überraschung. So, zum Spiel an sich. Aachen war die, wie vermutet, so ein bisschen eine Wundertüte durch die ganzen Zugänge von den Düren Demons. Hat man auch einige noch nicht mal umlackierte Helme gesehen. Dadurch war die Offensive vor allem anfangs auch ein bisschen fehlerbehaftet. Insgesamt 5 Interceptions auf Aachener Seite, also die Aachen geworfen hat. Dadurch, dass der QB so ein bisschen zu fehlerhaften weiten Würfen geneigt hat, haben dann dazu geführt, dass Minden relativ häufig kurzes Feld hatte und so ihre Gelegenheiten genutzt hat. Ja, in der zweiten Hälfte haben sie dann mit einem anderen QB gespielt, wenn ich mich recht erinnere, und dann auch gleich in einem der ersten Drives, vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, ob es der erste war, sind sie auch zum Touchdown gekommen. Da wurde dann so ein bisschen mehr auf den Run gesetzt, im Gegensatz zur ersten Halbzeit, wo wirklich viele, viele mittelweite, weite Pässe versucht wurden, gelang das dann ein bisschen besser. Die Defense der Aachener arbeitete eigentlich relativ stabil, hatte natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass sie durch die Turnovers oftmals auch kurzes Feld hatten, immer wieder mal drauf waren, aber haben ansonsten auch Minden zu echt einigen Punts gezwungen. Also das ist eine Defense-Unit, mit der man schon rechnen muss, wo wir offensiv auf jeden Fall fit auf der Höhe bleiben müssen, unseren Stiefel runterspielen sollten. Dann sollte es auch was geben. Ansonsten war das wirklich eine Reihe, mit der man zu rechnen hatte. Also insgesamt würde ich sagen, als so Key Takeaway, wenn wir eine stabile Pass-Defense haben und unser Pass-Rush so gut funktioniert wie im letzten Spiel und wir damit den QB der Aachener wieder zu weiten Würfen oder zu so Notwürfen zwingen könnten, dann könnte das ein Mittel der Wahl sein. Insgesamt Fehler nutzen. Also die Fehler der Aachener nutzen, weil davon sind doch einige passiert. Minden konnte nicht alle nutzen. Natürlich passiert sowas im Spiel mal, aber wenn wir das schaffen, vor allem auch aus möglichen Turnovern Punkte zu generieren, dann sollten wir hier die Oberhand behalten. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Spiel, beim Stream oder ob ihr im Stadion seid. Und ja, go Ravens! Oh, bei mir ist jetzt Marcel Krott, der eigentliche OC und heute Interims HC der Vampires, denn der normale HC bald im Urlaub und ja, dementsprechend bist du heute der Verantwortliche. Ja, wir hatten eben die Begrüßung, da hast du Coach Kai gesagt, naja, also noch geht's mir gut und wenn ihr es unter 80 lasst, bleibt's auch so. Das heißt, ihr habt schon großen Respekt hier vor den Ravens. Ja, ist natürlich ein ganz anderes Setting. Allein von der Atmosphäre, von dem, was hier aufgeboten wird, ist das natürlich nichts, was wir in der Menge haben. Trotzdem wollen wir dem Ganzen natürlich
schon noch einen Kampf bieten. Ne? Also wir gehen jetzt hier nicht mit dem Gedanken rein, 80 ist unser Ziel, aber alles werden wir schon so kurz oder so gering wie möglich halten und so gut uns anstellen, wie es geht. Ich gehe davon aus, du hast das Video der vergangenen Woche dir angeguckt. Gibt es irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat bei den Ravens? Ja, also ich meine die Kadertiefe und allein die individuelle Klasse, die einzelnen Spieler haben, ist schon für die Liga auch, denke ich, gut. Hat man in den ganzen Testspielen vorher auch gesehen. Da haben sich die oberen Ligen auch deutlich schwerer mitgetan. Da ist schon klasse Footballer dabei. Ne? Ich meine, zuletzt auch der Seat, der aus Aachen natürlich kommt. Das sind super Leute. Ja, bei euch, ihr habt jetzt relativ viel Verstärkung bekommen, unter anderem von den Düren Demons. Ist euer Team im Vergleich zur Vorsaison deiner Ansicht nach einzuschätzen? Ja, ich denke, wir haben viele bekommen, die einfach an den wichtigen Stellen nochmal den Input geben, den wir brauchen. Viele junge Leute, die jetzt einfach dann durch die Veteranen aus Düren einfach unterstützt werden. Muss mal gucken, wo es hinführt. Muss nicht einspielen, hat letzte Woche noch nicht so gut geklappt. Müssen mal gucken, wie es heute läuft und dann werden wir in den nächsten Wochen, denke ich, in den Rhythmus kommen. Ja, vergangene Woche, du hast es angesprochen, habt ihr gegen Minden gespielt, die eigentlich auch so als Mitfavorit gelten, obwohl sie Aufsteiger sind, aber das heißt ja nichts. Im Endeffekt war das Spiel gar nicht so deutlich, zumindest vom Ergebnis her. Wie hast du es wahrgenommen? Ja, Minden hat auch wieder die Imports mitgehabt und kommt dann durch die Imports früh irgendwie ins Rollen, wo wir dann einfach irgendwann ein bisschen den Anschluss verloren haben, auch wie gesagt nicht ganz in den Rhythmus reingefunden, aber ansonsten, ja, war okay. Also wir haben deutlich verloren, aber ich glaube, die Leistung im Spiel ist das Ergebnis nicht wert. Also da waren wir deutlich besser, als das Ergebnis darstellt. Ja, wie gesagt, und das Ergebnis fand ich persönlich sogar vergleichsweise knapp im Vergleich zu den Vorwetten. Also, ne, ja, muss man ja mal ganz einfach sehen. Minden gilt einfach als einer der Top-Favoriten in der Liga. Bei euch, Offense hat gegen Minden jetzt noch nicht so richtig gut funktioniert. Du bist OC. Werdet ihr da jetzt Adjustments machen, ohne jetzt natürlich ins Detail zu gehen? Also ganz klar. Nee, also wir haben unsere Offense. Wir wussten von Anfang an, dass das Krefeld und Minden zwei Gegner werden am Anfang der Saison, die gut spielen, die eine harte Defense haben. Da werden wir jetzt nicht in Panik geraten und irgendwas ändern. Der Plan steht für die Saison. Wir werden ja in den nächsten Spielen sehen, gegen die jetzt nicht Aufstiegskandidaten, was wir in der Liga reißen können mit der Offense. Und ich glaube, dass unsere Offense da schon auch gegen Minden gezeigt hat, was sie kann. Fehlte hier und da noch eine Kleinigkeit, aber ja, dann. Du hast gerade eben auch zu Kai gesagt, ihr habt 9 Leute, die vergangene Woche gespielt haben, die jetzt nicht dabei sind, trotzdem 46er Roster. Das heißt, viele Backups jetzt dabei oder ist das schon? Ja, generell haben wir sehr viele Spieler dieses Jahr, das ist gut. Also ich glaube, wir sind für die Liga auch super aufgestellt, was die Menge an Spielern angeht. Ja, einige Spieler, die sich jetzt verletzt haben, einige Spieler, die im Urlaub sind, weil das Spiel nochmal verlegt wurde. Das ist einfach der Rhythmus. Wir werden gucken, wir werden die besten 22 im Endeffekt aufs Feld stellen und dann werden wir schauen, wer reinrotieren kann und wer da auch das Niveau halten kann, ja. Ja, dafür alles Gute, vor allen Dingen natürlich keine weiteren Verletzungen. Vielen Dank und ja, danke auch. Ja, bis dahin, ciao. Ciao. So, ich stehe jetzt mit OC Steffen Breidenbach und O-Liner Justin Kort. Ja, und wir wollen noch mal so ein bisschen auf das Spiel letzte Woche schauen, was ja ziemlich klar ausgegangen ist. Wie stolz ist man da auf seine Offense, Steffen? Man ist zufriedener. So. Zufriedener, okay. Ja, nee, also das hört sich jetzt nicht arrogant oder ist nicht arrogant gemeint. Ich meine, das ist der erste Step der Saison und die Kunst auch heute wird sein, den Fokus beizubehalten und über die Saison das weiter abrufen zu können und nicht überheblich zu werden und nicht Gegner zu erschätzen. Ich glaube, du wirst hier schon wieder gefordert. Du klingelst nämlich. Hat niemand bekommen. Am Spieltag ist man als Coach, glaube ich, heiß begehrt. Jetzt hat man natürlich trotzdem diese 81 Punkte mitgenommen. Welche Ziele nimmt man da dann die Woche mit ins Training? Kann man da dann noch ausbauen? Klar. Also an sich, was ich gut fand, war, dass wir eine ausgeglichene Offense hatten, also sowohl Pass als auch Run. Gefährlich waren, unterschiedliche Looks gegeben haben und beides im Prinzip relevant gemacht haben für Gegner, so nenne ich das jetzt mal. Und aufbauend ist das so geplant, dass wir halt immer weiter, immer mehr daraus machen und die ganze Saison als Lernprozess weiterhin sehen und auch weiterhin das abrufen, was wir können, aber noch weiter Spielzüge kreativ werden und so Gegner weiterhin fordern.
Jetzt sagst du, wir haben natürlich viel gezeigt mit Run, mit Pass. Hast du denn auf jeder Position, so wie Receiver, Running Back, O-Line und so weiter, unterschiedliche Qualitäten bzw. Talente, oder würdest du sagen, das doch reiht sich irgendwie alles ein? Also natürlich hat man ein von der Leistungstiefe ein bisschen Unterschiede drin, aber wir, das ist ja das Ziel auch im Prinzip, dass wir umso breiter und tiefer wir aufgestellt werden im Kader, auch von der Offense her, sowohl O-Line als auch Receiver als auch Running Backs, dass wir so gesagt die zweite Reihe in Anführungsstrichen besser machen und so halt unberechenbarer werden. So, das ist das Ziel. Ich habe mich jetzt tatsächlich vorher gefragt, wie gehst du da dran? Hast du schon vorab für jede eventuelle Situation den perfekten Spieler parat und sagst, okay, ich habe jetzt noch das und das zu erledigen, ich stehe kurz vorm Touchdown, ich weiß genau, ich bringe dann immer Leon Hoffmann? Das kann natürlich mal beim Gameplan abhängig so sein, aber nein, so ist nicht mein Vorgehen aktuell. Ich vertraue den Jungs so, die das Vertrauen ausgesprochen bekommen, dass ich im Prinzip willkürlich vom Personal abhängig, meine ich jetzt, das Play reingeben kann und trotzdem der Spielzug funktionieren sollte. Sehr schön. Jetzt stelle ich noch mal so ein bisschen die Frage an euch beide drumherum. Wir haben ja heute eine besondere Situation, weil wir stehen quasi direkt vor unseren Fans. Das heißt, im Hintergrund passiert ein bisschen mehr Trouble als die letzten Male. Wie geht man damit als Coach oder als Spieler auch um? Seht ihr darin eine neue Herausforderung? Erstmal nicht. Die Jungs wissen Bescheid, dass wir diszipliniert auf uns und fokussiert auf uns einen Fokus doppelt gemoppelt, aber haben sollen. Aber andersrum bekommt man halt mehr Stimmung mit. Und das ist die Fans halt umso wichtiger, dass man auch merkt, okay, sagen wir mal, wir würden irgendeine Situation strugglen, Defense, Offense, wie auch immer, dass man dann die Fans direkt im Rücken hat, ist halt super zu wissen. Und sobald das ein Synergieeffekt erzeugt wird, ist das Hammer zu wissen als Spieler und als Coach auch. Ja, wie siehst du das denn, Justin? Ich glaube, für euch ist das natürlich auch nochmal besonders cool. Ihr habt ja mittlerweile so Aktionen etabliert wie die Glocke bei einer geilen Aktion. Darf man da irgendwie dran gehen? Glaubt ihr, das bringt euch nochmal das direkt vor den Fans hier abzureißen? Ja, selbstverständlich. Also ich persönlich habe das auch mit den Fans. Ich glaube, das ist gar nicht die Frage. Man hat so einen Tunnelblick, man kriegt das gar nicht mit, dass sie da so ausrasten. Klar, nach einem Play, wenn ein Touchdown passiert ist oder irgendeine Interception. Du darfst ein bisschen das in das Mikro sprechen, Justin. Du bist es ja eigentlich schon gewohnt, so oft wie du bei uns im Interview warst. Stimmt, ne? Gar nicht. So oft bin ich gar nicht hier. Ja, es ist auf jeden Fall eine geile Situation mit den Fans im Nacken. Ja, auf jeden Fall, klar. Also wenn was gefeiert wird, wenn man hier einen Touchdown läuft, eine Interception bekommt oder hat, dann feiert man mit den Fans mit und umso geiler, wenn die wirklich ausrasten da oben. Ja, jetzt noch ein bisschen was zu dir, zu deiner Person. Du bist nur noch die Hälfte quasi. Ja. In dem letzten Interview, was wir letzte Saison geführt haben, warst du noch ein bisschen mehr. Was ist denn da passiert? Ja, ich war bei meinen 145 Kilo und in der Offseason habe ich mir einfach gesagt, das geht so nicht mehr. Ich habe halt auch Probleme mit den Knien gekriegt, mit der Hüfte, mit dem Rücken. Und durch meinen schweren körperlichen Beruf habe ich halt auch generell gesagt, oder körperlich harten Beruf, dass ich gesagt habe. Denn dass du trotzdem die Aggressivität hier heute auf dem Platz zeigen kannst, die wir von dir gewohnt sind? Ja, aggressiv bin ich immer. Also da scheint das nicht dran. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die mit der Umstellung das Problem, dass ich zu leicht war, um zu driven. Aber jetzt hat man mittlerweile die Technik, man steht anders, der Fokus liegt ganz anders und dadurch klappt es genauso wie letzte Saison. Cool. Jetzt noch so ein bisschen zu Aachen. Du warst ja auch im letzten Spiel dabei, wo wir die 62-0 gemacht haben. Was erhoffst du dir heute? Was erwartest du vom heutigen Spieltag? In Bezug darauf, dass Aachen natürlich auch so ein bisschen was am Kader geändert hat, ne? Ja, selbstverständlich. Also viele Kölner sind wohl gewechselt nach Aachen, aber ich persönlich habe da jetzt keine Angst vor. Erwarten tue ich, dass wir gewinnen. Und erhoffen tun wir, dass wir haushoch gewinnen. Na gut, dann bin ich mal gespannt, ob wir das heute auch zu Gesicht bekommen. Vielen Dank euch beiden und viel Spaß.
ob ich es jetzt bin, der gerade ein Jahr raus ist oder ein halbes Jahr raus ist oder beispielsweise so einer wie der Bolle, der schon ein paar Tage länger raus ist, irgendwo kribbelt es immer ein bisschen. Ne? Man hat immer so ein bisschen Bock, gerade wenn man sieht, geiles Wetter, die Hütte ist voll, wird ein geiles Spiel, aber andererseits freut man sich auch, wenn man dann morgen keine Knieschmerzen hat, wenn man jetzt ein bisschen älter ist. Nee, aber ist immer so ein bisschen weinendes und lachendes Auge. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich hier oben bin, mal so ein bisschen stressfrei so ein Wochenende genießen kann, tatsächlich morgens aufstehen, einfach ins Stadion fahren, einen schönen Tag haben und dann abends entspannt auf der Couch sitzen. Ja, und jetzt waren wir gerade überraschend im Bild, da habe ich ein bisschen Product Placement für den Ravens Sponsor Brauerei Königshof gemacht. Da übrigens noch ein kleiner Fun Fact, es gab vergangene Woche so ein bisschen Probleme, plötzlich war das Bier leer und da haben sich auf Social Media auch ein paar drüber beschwert. Ich habe eben mit Mirko gesprochen, der sagt, ja, es ist hier ein komplett anderes Trinkverhalten als in der an der Glockenspitz, also am Quatsch, am Schröntalplatz. Und er sagt, hier wird viel, viel mehr konsumiert und ich habe eine richtige, ein Excel-Spreadsheet, wo ich nach Wetter, nach Zuschauerzahl und so weiter meine Bierbestellung mache. Und das war hier einfach viel, viel mehr und die Leute haben statt einem Bier fünf geholt. Dementsprechend, er hat dann nachher nachgeholt. Aber heute ist mehr Bier da und er ist auf alles vorbereitet. Und ja, wir gucken immer noch, sind die Ravens, glaube ich, nicht bereit. Oder da sind Jugendspieler im Helm, aber ich glaube, das Team ist noch nicht da. Eigentlich war jetzt für 45 der Einlauf geplant. Der verzögert sich also ein kleines bisschen, aber das werden wir gleich auch noch haben. Ja. Und mittlerweile auch das Stadion hat sich gut gefüllt. Also wer Bock hat, der kann doch kurzfristig herkommen. Es gibt noch Karten auf jeden Fall. Aber der Vorverkauf, habe ich gehört, hat in den letzten zwei, drei Tagen nochmal ordentlich angezogen. Also wir erwarten heute auch wieder einen guten Besuch hier im Stadion. Und ja, dementsprechend auch eine richtig gute Stimmung. Und das ist dann auch so ein entscheidender Moment, nochmal so ein kleiner Push. Ne? Genau, also gerade jetzt erste Mal die Fans im Rücken. Ich weiß genau, was der Justin vorhin meinte, wenn man tatsächlich auf dem Feld steht, man ist tatsächlich in so einem Tunnel. Also ob da jetzt 10 oder 10.000 Leute sind, ist in dem Moment völlig egal, wenn man wirklich so einen kompletten Tunnelblick hat. Aber an der Aber, Sideline. Genau, gerade an der Sideline. Also wenn man da, ich sag mal, für mich jetzt persönlich als Offenspieler damals, die Defense macht ein Play und die Leute hinter einem, die rasten völlig aus. Das ist so ein geiles Feeling und ich freue mich richtig für die Jungs. Also es wird heute richtig, richtig geil. Ja, und tatsächlich, die Cassie hat ja auch die Glocke angesprochen, die die Ravens übernommen haben von so verschiedenen NFL-Teams, die sowas auch haben. Und das kriegst du natürlich hier auch als Fan viel, viel besser mit, dass dann eben die Jungs dastehen und sich feiern. Und da kannst du natürlich dann nochmal so richtig das Feedback kriegen auf, hey, das war gerade eine geile Aktion, das war eine Interception, genau. Das war ein Touchdown, das war irgendeine Art von Big Play. Und das ist eben die Glocke für Big Plays und da wollen wir mal sehen, wie oft wir die heute erleben. In der vergangenen Woche hat die eigentlich in einer Tour durchgeläutet. Ja. Und ja, es war ja tatsächlich, vergangene Woche war ja ein Spiel, es gab ja eigentlich keinen oder kaum einen wirklich strukturierten Drive, wo man sagt, erstes Down, 3 Yards, zweites Down, vielleicht nochmal 5, im dritten Down holen wir dann wieder das neue First Down, sondern es war im Prinzip First Down, 30 Yards, First Down, 45 Yards, Touchdown. So gefühlt zumindest. Genau, also ist teilweise einerseits natürlich schön, ne, gerade für die Fans, ne, so Big Hier Plays, Big Plays, Big Plays. Ist natürlich immer eine geile Sache fürs Publikum. Allerdings, man hat als Offense-Coordinator auch mal gerne so einen sogenannten Spielfluss, ne, dass man einfach sagen kann, okay, wir marschieren übers Feld. Ne, das ist das, was man will. Ne. Big Plays sind immer toll, aber man will immer, okay, wir laufen übers Feld, egal was der Gegner uns da hinstellt an Defense. Wir gehen für 1 Yard, wir gehen für 3 Yard, wir gehen für 10 Yards. Dass man einfach so einen Spielfluss drin hat, dass man sagt, okay, wir können den Ball auch so bewegen ohne Big Plays. Ja, und da wollen wir gleich dann auch nochmal bei unseren Keys to Win drauf kommen. Aber die haben wir nach dem Mannschaftseinlauf. Und der scheint sich jetzt langsam anzudeuten. Die Ravens sind im Helm. Und jetzt wird es hier gleich soweit sein. Alles gut. Also, ich habe gerade gehört, wir haben die Grafiken nicht für die Keys to Win, aber das ist auch nicht so wichtig, denn wir wissen ja, was wir da haben. Und
Ja, jetzt erwarten wir, dass die Ravens gleich einlaufen in wenigen. Da haben wir Clarissas Bild aus dem Tunnel. Das ist natürlich immer ein ganz, ganz besonderer Moment auch für Spieler dann, oder? Ja, genau. Also es ist sehr, sehr geil. Also man steht da wirklich so eng an eng. Die Stimmung wird warm, ne? Man hört die Musik draußen, man ist richtig heiß, aber man will einfach nur raus. Genau, das ist halt geil, ne? So, also kann man gar nicht anders beschreiben. Es ist wie so ein Rennpferd, das da in seinem Startstall, genau. Startbox da steht, ne? Und trippelt und trabt und los will. Genau. Und vorneweg natürlich die Jugendspieler, für die das natürlich auch immer ein richtig geiles Event ist, haben übrigens auch, ich glaube, durch alle Altersklassen abgeliefert, die U16. Hat der Enkel von Conny direkt mal 4 Touchdowns hingelegt und da hat sie auch ein paar Videos auf Facebook gepostet. Auch ganz, ganz nett. Also der Junge hat auch Talent, ne? Ja, auf jeden Fall. Macht Spaß zuzuschauen, aber so, da gucken wir jetzt mal, ob die Jungs reinkommen. Dann würde ich sagen, genießen wir einfach mal ein bisschen. Genau, lassen wir das auf uns wirken. In wenigen Momenten werden die Ravens hier durch den Helm auf das Spielfeld stürmen. Und da sind sie, vorneweg die Jugend und dann die Seniors. Ja, und Ramon immer gut zu erkennen an der brasilianischen Flagge, die er da umgehängt hat. Haben wir jetzt gerade nicht im Bild, aber wir sehen es hier. Da nochmal Cassis Kamera, glaube ich. Die Coaches auch voller Tempo. Ja, Coach Kai, mit dem habe ich eben auch nochmal gesprochen. Er sagte auch so, boah, ich hätte so Bock, gerade nochmal so ein bisschen zu ballen. Aber naja, gut. Der Körper macht dann halt irgendwann mit Mitte 40 doch nicht mehr ganz so mit wie mit Mitte 20. Ja. Und ja, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Keys to Win. Und auch wenn wir keine Anwendung haben, was sind für dich die entscheidenden Punkte? Ja, also was für mich grundsätzlich fast immer ein Key to Win ist die Control der Line of Scrimmage. Wer die Line beherrscht, beherrscht das Spiel, habe ich letzte Woche schon mal gesagt. Und so ist es und so wird es für immer bleiben. Ganz klar. Dann Quarterback Pressure, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Der Quarterback ist ein guter Werfer. Wenn er unter Druck gerät, fängt er an zu strugglen. Also dementsprechend der Pressure sehr wichtig. Und was mir persönlich aufgefallen ist, einer der größten, in Anführungszeichen, Schwächen der Aachener ist für mich das Special Team, wo wir sehr viel gut machen können, gerade bezüglich Field Position und ja, gut, dadurch dann schnell Punkte. Ja, und für mich, also das erste nach den Eindrücken der Vorwoche, als es 15 Flaggen für 135 Yards gab, also über 100 Yards, ist halt schon echt ein Brett und da war auch Kai sehr, sehr unzufrieden mit. Das heißt, für mich die Disziplin ganz, ganz entscheidend. Ja, dann ist einer meiner Keys to Win wirklich mal strukturierte Offense-Drives. Natürlich nimmt man Big Plays mit, wenn man sie hat, aber man muss eben so langsam auch in den Flow kommen, auch auf die Saison gesehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir heute mal ein paar wirklich strukturierte Drives haben, wo man so in 8 oder 10 Plays über das Spielfeld geht und dann eben auch zu Punkten kommt. Und was hatte ich jetzt noch als drittes? Jetzt ist gerade der Gedanke weg, weil leider hatte ich das nur dem Daniel aufgeschrieben. Und Moment, jetzt muss ich gerade überlegen. Defense, nee, was hatte ich noch gemacht? Ja, da kommt jetzt der Daniel, hat seinen Zettel, sagt es mir jetzt gleich. Nee, alles gut. Egal, ich habe jetzt gerade nur 2. Ich werde sicherlich gleich den Gedanken wieder haben und dann kann ich es auch wieder nennen. Aber im Endeffekt, man muss einfach jetzt dieses Spiel konsequent spielen, konzentriert spielen und einfach das abrufen, was man drauf hat. Im Prinzip ist es auch dasselbe, was ich in der vergangenen Woche gesagt hatte. Fokus, wenn das Team das abruft, was es kann, dann gibt es nicht so richtig viele Teams in der Liga, die da ja wirklich eine Bedrohung sind. Ganz klar. Also wir haben die Qualität des Teams letzte Woche gesehen. Und ja, wenn die das auf den Turf bringen, was die Jungs können, dann wird es heute schwierig für die Vampires. So, und jetzt sehen wir hier... Sieht nach Kickoff Krefeld aus. Bereit. Das heißt, man beginnt mit der Defense.
wie man es haben möchte. In Krefeld, gerne, ja, immer. Sehr, sehr gerne, weil man hat eben auch traditionell einfach eine sehr, sehr dominante Defense, die vielleicht in diesem Jahr nochmal durch ein bisschen mehr Variabilität, die Navi da reingebracht hat, nochmal stärker ist, als in den vergangenen Jahren schon war. Und natürlich nicht zuletzt auch durch einfach gerade in der Secondary richtig starke Zugänge. Ja, man macht es auch grundsätzlich gerne, weil man einfach dann in der zweiten Halbzeit einfach den Ball kriegt. Heißt, man kann, wenn man jetzt den Ball hat, kurz vor Ende der Halbzeit nochmal auch mal gern für einen tiefen Schuss gehen, weil, ja, gut, wir kriegen den Ball ja eh wieder. Ja, und einer, der das auch immer schon so gehalten hat, ist ein nicht ganz unbekannter Bill Belichick. Der möchte auch immer mit der Defense anfangen und dann in der zweiten Halbzeit den Ball kriegen. Und der Typ hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Super Bowls mittlerweile gewonnen. 7 sind es, glaube ich. Also so, los geht's. So, der Ball fliegt und die Vampires, oh, direkt mal mit dem fallen gelassenen Ball und da sind sie sofort zur Stelle. Und wer ist es? Max Emmerich. Max Emmerich. Sofort wieder da, auch im Special Team, knüpft nahtlos an das an, was er in der vergangenen Saison gezeigt hat. Ja, und das ist erstmal eine relativ schwierige Feldposition. Ja, was heißt aber 20? Ist okay, aber man hätte aus der Situation sicherlich 10 Yards mehr rausholen können. Ja, genau wie angesprochen. Ne? Also Special Team habe ich, wie gesagt, im Spiel gegen Minden schon gesehen. Da können wir tatsächlich gut Feld machen. So, und jetzt sehen wir da Isaiah Ward in der Mitte der D-Line. So, einfache Spread Formation, 2 Wide Receiver pro Seite, einmal eine Backfield, bestimmt ein Lauf über links. Ja. Und da ist Isaiah direkt durch mit dem Tackle for Loss. Hat direkt mal seinen O-Liner mit auf die Reise genommen und nimmt 4 Yards den Vampires direkt mal ab. Und ja, einen haben wir heute, der in der vergangenen Woche zwar da war. Einfach mal durch. Ja, also der drückt seinen O-Liner einfach nach hinten. Also das Nose-Tackle auf der Seite, Tackle zu machen, ist schon stark. Ja, und tatsächlich, Jan Köhler ist heute wieder Starter. Der war in der vergangenen Woche, hat er nur irgendwie 15 Plays gehabt, weil er 2 Wochen krank war. Und ja, dafür sah das dann auch schon ganz gut aus. Hatte auch ein Fumble Recovery, also schon ein ganz guter Auftritt. Und jetzt also die Liederlauf Vampires hier. Lieder Lauf, die rechte Seite, jetzt ein Dive für 3, 4, 5 Yards. Ja. Ja gut, jetzt Dritter und Lang, riecht nach Pass, Trips Formation, rechte Seite. Schauen wir mal. Pass über die rechte Seite, der ist gefangen und dürfte kurz sein. Der könnte knapp drüber sein, ja. Meinst du es drüber? Ja, langen Arm gemacht oder? Nee. Na, ich würde sagen, der war kurz, der war ein knappes Yard kurz. Ich glaube, die geht auf 4. und 1. Ja. Ja. Würde ich auch so sagen. Ja, war ein bisschen unsicher, weil er das nicht nur einen langen Arm hat. Aber das ist halt, was ich sage. Der Quarterback, wenn er ein bisschen Zeit hat, hat keinen schlechten Arm. Spielen den offenbar aus. Da steht Quarterback Sneak drauf. Steht sehr dick drauf. Aber das ist natürlich, haben wir vergangene Woche gesehen, gegen die Ravens D-Line schon ein Wort. Also ich glaube, da hat er, ne? Also Sneak aus der Shotgun gibt es nicht. Ah, jetzt geht er nach vorne. Ah, doch. Okay. Ah doch, natürlich. Und der geht sogar durch. Der ist erfolgreich. Der ist erfolgreich. In der vergangenen Woche war der Sneak sogar for lost. Ja. Diesmal Flagge. Erfolgreich. Flagge kommt jetzt. Vielleicht illegale Formation. Jan Köhler. Jan Köhler kriegt eine Flagge für Unsportlichkeit. Habe ich jetzt nicht gesehen. In dem Gedränge. Aber gibt da nochmal 15 Yards oben drauf, ne? Ja. Ja, und das ist jetzt dann plötzlich schon eine ganz gute Feldposition für die Vampires, die sie sich da geholt haben. Ja, genau. Also 15 Yards sind immer blöd. Gut, man konnte jetzt tatsächlich nicht sehen, was da war. Aber schauen wir mal. Jetzt stehen sie schon kurz vor der Mittellinie. Wieder Trips Formation auf der langen Seite. Und aus der Shotgun. Ja, schlechter Snap und auch da der schnelle Tackle für 0. Ja. Ja, auch
Der Basti als Stadionsprecher sagt, Erinnerung an Dortmund, Snap nicht erfolgreich. Ja, das ist ja richtig. Gut. Der war jetzt ein bisschen versetzt. Ja, gut. Ja, ist okay, aber kann passieren. Hat natürlich dem Spielzug ein bisschen Tempo genommen einfach. Ne? Wenn er nochmal nachfassen muss, egal. Jetzt also. Wieder Chips, gucken, ob sie das nochmal versuchen. Also sah im Anfang aus wie ein Run nach links. Hier sehen wir gerade mal eingeblendet noch die Defense der Ravens. Ja, Pass. Oh. Und da ist Nash und der hat den Ball! Interception! Ja. Von Nash, der hier direkt mal zeigt und jetzt zur Glocke geht. Und da feiert er seine Interception. Starkes Ding. Also gut, das Ding da war und ich werfe als Quarterback voll in die Coverage rein. Sieht man, also der, ja, nein, nein. Aber auch gut vorgegangen dann von Nash. Der Receiver wartet noch auf den Ball. Alle und drei. Er macht den Schritt nach vorne. Ja, die Coverage war perfekt. Also da war tatsächlich keiner frei. Den hat er wahrscheinlich ein bisschen blind reingeworfen. Ja, 2 Jahre verlängert und wir haben es gesagt, ein wirklich überragender Spieler, eine mittlerweile eine Integrationsfigur wirklich auch bei den Ravens und auch ein absolut sympathischer Typ. Oh. Und jetzt die Lauf überlegen. Motion. Nee. Play Action, und langes Ding direkt. Pass lang und... Ah, es gibt eine Pass Interference. Ich weiß noch nicht für wen. Ja, könnte beide sein. Ja, war tatsächlich von beiden war ein bisschen 50-50. Viel. Könnte aber gegen die Offense sein für einen kleinen Push-Off. Ja, oder für Defense für einen kleinen Holding. Ne? Also schauen wir mal. Oben rein, sieht man es. Ja, also ich würde es laufen lassen. Ich hab da gar nichts gesehen tatsächlich. Offense. Puh. PI-Offense. Ja gut, vielleicht einen kleinen Push-Off, den man nicht gesehen hat. Aber ja, aber ja, gut, für mich war es relativ wenig. Und vor allen Dingen, weil es eben... Du kannst es in beide Richtungen geben. Und jetzt hast du natürlich, ja, jetzt will die Kette da. Nein, nicht die Kette mitgehen, Leute. Nee, das ist nicht gut. Warum geht denn die Kette mit? Da hinten geht gerade die Chain Gang. Wo rennt der jetzt hin? Ja, der Schiedsrichter schickt sie jetzt auch wieder zurück. Also, das war jetzt von der Chain Gang nicht so ganz richtig. Die bleiben natürlich da stehen und damit ist es jetzt der 1. und 25 nach einer 15-Yard-Strafe. Oder? Nein, das ist 1. und 25. Ja. Irgendwie. Das war ein Fehler der Chain Gang. Ich glaube, da gibt es gleich eine kleine Auszeit. Ja, Official Timeout. Ja, also klar, also die Kette bleibt stehen. Ja, aber das sind halt auch Jugendspieler, die das dann bei solchen Spielen machen normalerweise. Und da kann das mal passieren. Die sind natürlich auch nervös und wollen alles richtig machen. Und manchmal ist man dann eben auch einfach im falschen Film. Alles was gut. Passiert. Und jetzt alles wieder geregelt. Ja, meine Key to Win. Zwei Strafen. Ich meine, gut, jetzt die erste habe ich tatsächlich nicht gesehen. Kann ich nicht sagen, was da passiert ist. Vielleicht einfach irgendein Spruch. Okay, der zweite muss man nicht zwingend werfen, finde ich jetzt oder finden wir beide. Ja. Dementsprechend okay, aber es bleibt halt trotzdem 9 Plays gespielt, 2 Strafen. Oh, schöner Pass. 30 Yards jetzt Juju. Oh, und er macht ordentlich Wiese. Und wir haben einen 2. und 8 ungefähr. Schönes Play. Also dementsprechend 17 Yard Play. Sehr, sehr stark gemacht. Genau, sieht man schön, der Juju hier. Ja, kommt schön rüber, so eine sogenannte Drag Route. Kommt von Tight End Position links quer übers Feld gelaufen. Und ja, durch die Linebacker-Reihe ist dann völlig blank und macht dann natürlich dann noch ein paar Meter. Ja, und jetzt haben wir 2. und 8, also aus dieser schwierigen Situation mit 1. und 25 sehr, sehr gut befreit. Und das ist jetzt ein normaler 2. Versuch mit einer normalen Distance. Also ja, da kann man jetzt tatsächlich gucken. Das ist ein relativ weit offenes Playbook. Läuft man Ball, den kann man laufen. Ja. Oder in den Jetsweep geben. Oh ja. Und das passiert auch Musa Keita. Da ist Platz. Und der hat richtig Wiese. Geht da über die linke Seite und holt mehr als das First Down. Ist da ungefähr an der 26, 27 ins Ausgegangen. Also auch ein Big Play von der 49, also ungefähr 22 Yards.
sieht man hier vom Akiva, mega Block. Ja. Also lässt den Edge-Player tatsächlich in der Mitte und dann ist natürlich der Platz außen. Dann hat er noch einen super Vorblocker und da kann er ein paar Meter machen. Ja, und da haben wir jetzt aber trotzdem einen strukturierten Drive schon mal, ja, genau. Wo wir jetzt eben den guten Pass auf Juju haben. Ja, sicherlich sind das auch alles an der Grenze zu Big Plays, aber ein sehr, sehr guter Drive, jetzt mal normaler Run und das ist Leo Volkov, der da jetzt früh getackelt wird, aber das passiert halt mal. Übrigens, Leo Volkov, sein Vater Leon ist hier Videocoach, der ist im Moment krank, ich habe gehört, im Krankenhaus, guckt uns mit Sicherheit zu, also da erstmal schöne Grüße und da wollen wir dann noch dazu sagen, die Ravens, ich glaube sogar alle Spieler sind dem Aufruf gefolgt, bei einigen habe ich es auf jeden Fall gesehen, haben LV für Leon Volkov auf den Arm geschrieben, also das Spiel heute auch für ihn, für den Videocoach, der hier einen richtig, richtig guten Job macht, oder guter Druck, befreit sich gut und der Pass kommt aber nicht an. Ja, da war aber durchaus auch nicht einfach nur weggeworfen. Da hat tatsächlich schnell einer runtergerusht. Ja. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, wo er durchgekommen ist. Ob das ein Blitz war oder... Ja, außen im Blitz. Ja, war ein Blitz. Ja, genau. Da hat der Justin tatsächlich, da hat die Übergabe nicht ganz gestimmt. Ja. Außen zwischen Left Tackle, Left Guard. Ja. Und ja, da kommt dann außen sehr... Und dann der Blitz nicht aufgenommen. Ja. Und dann der Linebacker eben durchgeflogen. Aber auch gut gemacht von Lukas mit einem Schritt zur Seite, den erstmal auf den Hosenboden gesetzt und dementsprechend kein Raumverlust. Aber jetzt Dritter und 10,5. Also eine Pro-Eye mit einem Fullbock in der Mitte. Da müsste es eigentlich durch die Mitte gehen wahrscheinlich. Oder, oh, Play-Action. Und der lange Pass auf Moussa Keita und der ist gefangen! Touchdown Ravens! Starkes Ding. Was ein Pass von Lukas Refensiv und perfekter Catch von Moussa Keita. Und es steht 6:0 für die Ravens von 30 Yards ungefähr. Starkes Ding. Ja, und wie schon letzte Woche oft gesagt, natürlich ist der Touchdown wieder präsentiert. Nee, nein, ist er diesmal nicht. Ist er diesmal nicht. Diesmal aber nicht. Wir trinken trotzdem einen auf die Brauerei Königshof. Letzte Woche hast du, diesmal mache ich's. Ein Schluck für den Touchdown. Oh, der Snap war nicht gut, aber trotzdem gut aufgenommen und drin der Fisch. Jawohl. Stark gemacht da auch von Lukas, der den gut wieder hinstellt, obwohl der Snap tatsächlich verrutscht war. Und ja. Ja, schönes Play. Also klassisches 1:1 außen. Der Musa, ja, schlägt da, Speed, ne? Genau, schlägt seinen Mann da außen. Ja, richtig geiles Zuckerpässchen und ja, genau einfach, da muss der Ball hin. Einfach also, 1-2 Yard Separation hingekriegt mit Speed und dann der perfekte Pass von Lukas. Genau, der Lukas legt das Ding genau dahin, wo nur der Wide Receiver hin kann. Genau auf die Außenschulter, fast schon im Aus tatsächlich. Und ja, schöne Abstimmung. Also sehr, 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 sehr schönes Play. Ast reingemacht und damit... Ja, auch wieder ein sehr, sehr starker Auftakt für die Ravens. Erst eine Interception, dann trotz zwei großer Strafen, ja. Also ich meine 30 Yards, das ist ein Wort in zwei Strafen. Marschiert man über das Feld mit einem tatsächlich strukturierten Drive, wenn auch mit langen Plays. Und dann ein richtig schöner Touchdown. Er ist weg. Und das ist ein Touchback und damit geht es an der 25 los. Ja, also man sieht jetzt schon, im Gegensatz zu letzter Woche, da steht eine Defense, die ein bisschen mehr Druck macht als letzte Woche, die Dortmunder. Und ja, aber dafür schöne Drives. Ja. Wirklich sehr, sehr schöner Auftakt hier. Und ja, wir haben eben Moussa Keita im Interview gehabt. Er wird so eine College-Tour machen, wird eine Woche in den USA sein im Sommer. Geile Chance. Und da hat man gesehen, warum, ne? Ja, auf jeden Fall. Sehr viel Talent, echt ein sehr junger Spieler noch. 19, glaube ich. Und Fumble. Fumble und der ist recovered von den Ravens. Die Ballübergabe klappt überhaupt nicht. Und dann wirft sich Tom Möffler drauf. Da ist er wieder. Der alte Mann. Er hat ein bisschen rumgemeckert, weil wir ein bisschen...
auf sein Alter angesprochen haben, aber da ist er. Der Mann mit der Glocke. Schön. Und ja, jetzt man konnte tatsächlich gar nicht so gut sehen, woran es da tatsächlich lag. Ob ein Option Play war. Ja. Ich glaube, das sah fast aus, als wäre es ein Option Play gewesen. Ja. Der Quarterback wollte noch mal rausziehen. Kann sein. Ja, also ist tatsächlich ein bisschen schwierig, tatsächlich manchmal bei so einem Option Play. Man darf als Running Back tatsächlich nicht richtig zugreifen. Ja. Das ist ein bisschen wie halt das Vögelchen fest. Ja. Und jetzt erinnert das so ein bisschen an die vergangene Woche gerade. Direkt ist man an der gegnerischen 21 hier in Ballbesitz. Ja. Und Pass schönes auf Ding. Die rechte Seite. Nein, und da ist der Keeper Witch! Touchdown! Easy Play. Und was ein schöner Spielzug hier. Schöne Separation auch. Genau, also auch ein sehr, sehr, sehr geil designtes Play. Das sieht man gleich in der Wiederholung. Alle Wide Receiver rennen auf die linke Seite und einer kommt nach rechts und der ist dann völlig alleine. Ja. Ja, und der, und dann 1 gegen 1, gut, für einen Aktiver, ja, müssen wir nicht drüber sprechen, den rennt er einfach locker weg. Ja. Ja, so, ich meine, da ist er ja untouched und in die Endzone getrabt. Ja. Also, und Storm. Wieder der Kick und der ist erneut gut. Weiterhin perfekt, Dennis Storm. Ja, also die Defense rollt. Absolut. Klar, also die, wie gesagt, Offense macht einen super Job, haben wir gerade gesehen, trotz der Strafen, einen schönen Drive hingelegt, da sieht man es, ne? Alle laufen rüber, da ist natürlich dann totale Unordnung in der Defense, gerade wenn es da irgendwo in eine Mannverteidigung geht, die retten sich quasi fast selbst über den Haufen und genau das will man haben. Ja klar, und wenn man dann so einen schnellen Mann hat wie den Akiva, der läuft da rüber, ja, der ist dann blank. Ja, und jetzt haben wir hier früh wieder ein 14-0 und jetzt wollen wir mal sehen, wie das hier weitergeht, aber die Ravens, also den Fokus haben sie. Auf jeden Fall. Gut, das haben wir im letzten Spiel ja auch gesehen, gerade in der Defense, die Jungs sind so gallig, das macht Spaß zuzuschauen. Absolut. Und jetzt der Kickoff gut aufgenommen. Kommt die graue Wand. Und geht an die 25, also, oder an die 26 ungefähr. Ja. Also fast dasselbe Ergebnis wie ein Touchback. Wie siehst du das eigentlich jetzt, diese neuen Regeln, die es so gibt? Hier sehen wir nochmal die Interception, stark gemacht da von Nash. Die neuen Regeln, die es jetzt in der XFL und in der ELF gibt, beim Kickoff, dass man bisschen weiter vorne dann losläuft, dass nicht so dieser ganz lange Anlauf ist. Siehst du da, findest du das gut? Ja, teils. Also klar, die NFL und die XFL, es wird natürlich immer mehr in den letzten Jahren drauf geschaut, dass die Spieler sich weniger verletzen, gerade in den Special Teams. Und gerade Kopfverletzungen. Genau, da ist die Verletzungsgefahr sehr, sehr hoch. Einfach, und weil man da, ich sag mal, mit 80 Meter Anlauf, mit Vollgas angerannt kommt und ich sag mal, die Jungs aus der NFL, die sind nochmal einen Tacken schneller als die Jungs hier. Und ja, selbst mit Helm. Also wer mal mit Helm von der Wand gelaufen ist, der weiß, dass genau, gerade so Nackenverletzungen, sowas alles, ist immer so teils. Ja, es gab in den späten 90ern oder frühen 2000ern, gab es mal einen Spieler bei den Tampa Bay Buccaneers, Warren Sapp, der ist da mal von so einem Physikalischen Institut untersucht worden. Mhm. Damals durfte man doch mit dem Helm zuerst in den Tackle gehen. Und wenn der eingeschlagen ist, und ist der Tackle voll los. Boah. Und diesmal ist Isaiah Ward eben Jan Köhler. Und bei dem war das so, als wäre irgendwie, als würdest du von einer, ich glaube, 15 Kilo Stahlkugel aus 20 Metern Höhe getroffen. Ja, also das ist lebensgefährlich. Genau. Wie gesagt, also vom Unterhaltungsfaktor her finde ich es ein bisschen schade, weil da immer schöne Big Plays rausgekommen sind, aber aufgrund der Schutz der Spieler. Wobei, es gibt auch die Big Plays in der XFL. Ja? Ja. Es gibt auch da Punt oder Kick-Off-Return-Touch oder Punt sowieso, das ja, bleibt aber Kick-Off-Return-Touchdowns. Genau, aber gut, da muss man sich im Prinzip durch 20 Meter durchkämpfen und dann ist einfach nur eine grüne Wiese etwa da. Ja, du brauchst halt gute Blocks. Ne? Also so, wo sind wir denn jetzt? Dritte vom Parkplatz fast. Da steht eigentlich Pass drauf, aber der Quarterback der läuft selber und bleibt auch am Parkplatz. Ja, kommt nicht mal von der Ausfahrt runter. Sah ein bisschen aus wie eine Speed-Option. Ja.
Oder bleibt einer liegen? Ja. Sieht aus wie Nikolai Königs, 15, kann das sein? Ja, vielleicht einen auf den Fuß gekriegt. Ja, bleibt weiter liegen. Mal gucken, mal sehen, was hier. Ja, ich glaube, Nikolai könnte gut sein. Ja. Kann nicht richtig aufstehen. Kann man mal sehen. Da sieht man also, wie gesagt, die beide reden raus. Sieht ein bisschen nach Speed Option aus. Und da schießt er raus. Aber ja, gut. Ja, dreht so ein bisschen. Ja, der kann eigentlich nur nachher noch was gekriegt haben. Also ja, eigentlich entweder einer draufgefallen, ja. Verdreht. Im Tackle war es eigentlich sauber. Ja, könnte. Aber er hat richtig Schmerzen. Oh ja. Sieht man hinten. Ja, jetzt gerade nicht im Bild. Wir sehen es. Er hat da richtig, richtig Schmerzen. Ja, sieht fast aus. Also der Fußgelenk rechts. Ja, vielleicht im Boden, ja, hängen geblieben. Bisschen verdreht. Müssen wir sehen. Ja. Warten wir ab, ob er gleich nochmal wiederkommt. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wünschen alles Gute Nikolai Königs. Also wir glauben, dass er es ist. Wir meinen, die 15 erkannt zu haben. Ja, guck mal. Wäre auf jeden Fall ein herber Verlust, denn er ist ein absoluter Top-Corner. Mega. Der seinem Receiver eigentlich nie Raum lässt. Hat das Problem, er tritt eigentlich nie statistisch in Erscheinung, weil er so eine gute Coverage hat, dass es fast nie Targets gibt auf seinen. Also das ist eigentlich die einzige Statistik, in der er wirklich in den ersten Spielen glänzen konnte. Null Targets. Genau. Naja, also das ist so unüblich, sag ich mal, für andere Sportarten. Wenn man nicht in Erscheinung tritt, ist es super bei einem, ja, Cornerback. Gibt es teilweise, ich mal als Beispiel, für viele aus der NFL kennen zum Beispiel hier Richard Sherman. Ja. Damals von den Seattle Seahawks. Legend, den hat man nie gesehen. Einfach, ja, der hat halt seinen Mann unter Kontrolle gehabt. Ja, jetzt kann er wieder laufen zumindest, ja, mal. Wird jetzt der liegt aber direkt wieder. Ja. Ja. Wird jetzt aber weiter untersucht. Vielleicht blöd umgekehrt, aber sieht nach Fußgelenk aus, Schuh ist aus. Ja, wir hoffen das Beste. Gute Besserung. Kann so natürlich auch immer ein Schlag sein oder sowas. Punt Return. Und erstmal der Punt aus der eigenen, oder gut, knapp vor der eigenen Punt. Endzone, relativ kurz und deshalb kein Return. Ja, kriegt doch einen Lucky Bounce. Ja, sehr lucky. Und damit geht es dann bis zur 32. Yep. Na gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Feld. Aber Jason Oschedin als Returner aufgestellt und der stand aber sehr viel weiter hinten und dementsprechend kam der Punt dann relativ kurz und wäre nicht mal über die Mittellinie gegangen, aber dann eben mit einem guten Bounce geht er dann halt bis an die 32. Geht für gute 50 Yards knapp, der Punt. Joa. Ist okay. Das ist völlig in Ordnung dann im Endeffekt. Und es ist dann eben auch richtig, dass Jason da nicht hingeht, weil wenn er den berührt, ist ein freier Ball und so ein springenden Football, genau, das ist halt keine Kugel. Ne? Das, nee, muss man halt sehen. Das ist was anderes, als einen Fußball aufzunehmen, der springt und rollt. Der macht, was er will, je nachdem, wo der gerade drauf fällt, auf welchen Teil. Oh, und schöner Pass da auf Akiva und der macht nochmal ein Yard extra. Und hat ungefähr 5 Yards jetzt rausgeholt für den ersten Versuch. Schönes, sehr, sehr gut, aus 6 Yards sogar. Schönes Playdesign, ein Tight End auf der linken Seite und ein Wide Receiver. Sieht man jetzt, kommt noch rüber geschiftet für die Trips. Dementsprechend haben wir quasi, ja, eine Empty Left. Nur mit einem Tight End. Und ja, guter Pass. Jetzt haben wir 2. und 4. Da kann man jetzt im Prinzip schauen, was man macht. Laufen wir den Ball oder. Also viel offener kann es Playbook nicht sein. Gehen wir für ein Tief. Oh, 3 Mann im Backfield. Und da haben wir die Motion hinten und. Ja, 2 Yards ungefähr. 2 bis 3. Ja. 3. und 1. Akiva war es. Ja, und auch bei 3. und 1 ist natürlich jetzt viel, viel möglich im Playbook. Ja. Da ist von Quarterback Sneak bis tiefen Pass eigentlich alles drin. Und das ist sogar kurz vor der Mittellinie fast ein Force Down Territory. Ja, also da kann man, also ich würde fast auf den Lauf gehen. Ich würde auch sagen, den nimmst du oder, eigentlich im Lauf. Oder ein Play Action, wobei gut, wir haben eine starke O-Line. Wer steht da hinten drin? Der Leon. Leon ist hinten. Ja, oder tatsächlich einen ganz kurzen Pass. Ja. Oh. Und oh, der war riskant, aber dann der reißt er sich da los, der Keeper Wedge, und macht nochmal ordentlich Meter, immer noch auf den Füßen und wird jetzt erst ins Ausgebracht. Ungefähr an der
28, sowas würde ich sagen, ist er rausgesteppt. Also, Riesenplay davon, Akiva Wedge für, ja, von der eigenen, ja, 41. Enges Ding, also wahre Schand, aber da gut gelesen. Lässt er zwei Tackle aussteigen und ja, das ist einfach jetzt Füße bewegen und dann nochmal 10 Yards extra. Das ist dann individuelle Klasse am Ende einfach, ne? Und ist jetzt, war es doch vorher wohl schon rausgetreten, also an der 31 haben sie ihn gedownt, aber es war von der eigenen 41, glaube ich. Jetzt zweimal im Backfield. Also waren 28 Yard. Und jetzt Leon Hoffmann, ebenfalls mit dem First Down. Oh, boah, da bügelt er nochmal drüber. Ja, lowering the helmet vielleicht. Ah, nee. Also er ist schon runtergegangen, allerdings also fand ich das jetzt in Ordnung. Du darfst die Schulter nehmen. Also wenn das ein Targeting gibt, tut mir leid, ohne jetzt irgendwem was Böses zu wollen, ab in die Schiedsrichterschule. Ja, also ich würde sagen, wo soll er denn hin? Du darfst die Schulter runternehmen, du darfst in den Mann reingehen. Ja, also der Aachener Spieler geht runter. Ja, was soll er machen? Ja. Gar nichts. Er kann, also, kann ja schlecht den Kopf abschrauben. Und der Aachener hat den Kopf ja auch unten. Genau, er geht halt runter und... Ja? Holding? Holding. Okay, Holding. Okay, Holding. 10 Yards zum Spotter-Foul. Okay, also vorher irgendein Holding, das haben wir nicht gesehen. Weil da ist er einfach nur robust in den Kontakt gegangen. Und ja, das Holding war dann schon nach dem First Down. Ja, genau. Wahrscheinlich hinten einer der Wide Receiver. Und so sind dann aus, keine Ahnung, 18, 16 Yards sind es dann doch nur 2 geworden. Ja, genau. Das ist dann vom End of Run geht es dann zurück. Ja, nicht vom End of Run, vom Spot of Foul. Vom Spot of Foul. Ja, doch. Ja, nee, ist richtig. Also von da, wo das Foul passiert ist, geht es zurück. Oh, super Block da. Und ein bisschen überworfen. Ansonsten hätte Musa Keiter da mehr als locker das First Down gemacht. Ist dann aber auch gut, den eher ein bisschen höher zu werfen, weil dann ist natürlich die Interception-Gefahr sehr viel geringer. Ja, also ich muss sagen, also die Defense von Aachen steht gar nicht so schlecht. Trotz Abwesenheit des Defense-Coordinators. Offenbar hat er da seinen Assistenten oder Vertreter ganz gut geschult. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, kurz mal zu der Ausstellung stehen. Zweiter kann noch nicht, muss eigentlich Dritter sein, oder? Auf dem Marker steht noch Zweiter, aber das war ja... Nee, der wurde wiederholt. Ja, der wurde ja nicht wiederholt. Das war ja vom Spot of Foul und damit, ja, Zweiter. Oh, und jetzt der schöne Pass durch die Mitte, Juju, mit dem Touchdown. Was ein Taster von Lukas Wefelsieb. Der reißt heute mal richtig ab. Sensationelles Ding durch die Mitte. Gucken wir uns jetzt nochmal in Ruhe an. Er hat doch ein Zuckerärmchen. Und dann ist es auch egal, ob Zweiter oder Dritter. Touchdown durch Juju Minute. Der da perfekt das Ding fängt. Schönes Ding. Also sah jetzt am Ende fast aus wie so eine Post-Route oder so eine Drag-Route. Schauen wir mal gleich drauf. Stormy, hauen rein. Und auch der ist gut. Na klar. 100% Stormy. Ja, also Stormy hat im Winter echt viel gearbeitet. So, schauen wir mal drauf. Der Dude hinten auf der Trips. Genau, einer geht raus, einer geht flach, schöner einer geht Dropback tief. Ja, perfektes Ding. Genau, so eine Post-Route. Ja. Ja gut, und dann ist er einfach stärker als sein Gegenüber. Und da klingelt schon wieder das Glöckchen. Es ist wie Weihnachten hier. Also, ja, solider Aufbau. Sieht gut aus. Ach, da haben wir unsere Crew. Ja, die Jungs machen auch immer mächtig Alarm. Die Ravens-Supporter. Ja, 21-0. Ähnliches erstes Quarter wie vergangene Woche schon. Rein von der Punktzahl her, ja. Ja, das Spiel ist anders. Genau, ja. Vom Spiel her anders. Definitiv, also da haben wir mehr Gegenwehr, zumindest in der Defense. Offense, schwierig. Aber gut, spricht auch nur für unsere Defense. Absolut. Ja, die machen tatsächlich einen echt guten Job. So, Quarter? Jetzt also Quarterende. Ah, ja.
Ja, jetzt wird's gewechselt. Also Seitenwechsel, das erste Quarter ist vorbei. Ein bisschen weniger also als vergangene Woche. Ich glaube, da waren es 34. Nee, 34. Ja. 31. 31 im ersten Quarter. Ja, genau. Erst hat tatsächlich sehr lange gedauert, die erste Halbzeit. Und mal gucken. Ich glaube, wir hatten doch hier irgendwo auch. Ja, dann gehen wir einmal zur Clarissa. Ja, noch guckt sie nicht. Sie guckt noch auf ihr Handy. Postet gerade wahrscheinlich was. Ja, muss noch kurz den. So, ich glaube, ich bin wieder drauf zu hören. Ja, was war das für ein erstes krasses Quarter? Ich glaube, die Punkte sprechen für sich. 21-0. Es ist wahnsinnig stark losgegangen, aber wir sind es ja fast nicht anders gewohnt von den Ravens, muss man ja auch leider so sagen. Lustige Geschichte vorneweg. Als Media-Teamlead man hier nämlich auch nicht so ganz ungefährlich. An dieser Stelle liebe Grüße an unseren Teamfotograf Jotti. Der hat sich nämlich beim Einlauf schön mit dem lieben Fabrice, der 61, getackelt. Die Fotos werden wir euch nachher dann noch schön in der Story zeigen. Die sind auf jeden Fall echt und authentisch geworden. Ja, so viel dazu. Ich will euch gar nicht weiter aufhalten, weil ich komme hier schon fast nicht hinterher mit dem Posten. Also liebe Grüße und zurück an die Jungs. Ja, da bin ich gespannt auf die Bilder. Jotti in Gefahr. Und dann wollen wir mal sehen, was das im Endeffekt für Traffic dann auch auf unseren Plattformen gibt. Guckt auf jeden Fall mal rein. Facebook, Insta. Da sind wir ja überall präsent und dementsprechend. Ja, lasst uns auch gerne Likes da. Gerne natürlich auch hier unterm Stream kommentieren. Wir haben zwar heute den Alex nicht da, der das so aufnimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Daniel das nebenher so ein bisschen begleitet. Also wenn es interessante Fragen gibt, kriegen wir die weitergeleitet und werden sie natürlich auch beantworten. Lieber her damit. Und ja, gerne natürlich auch den Kanal abonnieren und ein Like dalassen. Wir wollen auf jeden Fall die 1000 Abos in dieser Saison voll machen und das wäre dann schon mal eine schöne Hausnummer. Also verfolgt uns auf Social Media, auf YouTube, auf allem, was wir so haben. Und wir versorgen euch mit allem. Da fliegt dann schon wieder Isaiah Ward durch. Und dann im Endeffekt der Tackle von, ich glaube, Justin Kleckers ist es. Kann das sein? Das ist die gelbe Schiechen. Nein, es ist die, ja, es ist Justin Kleckers. Mit dem Tackle dann da. Guter Lauf eigentlich über außen vom QB. Da war schon richtig Druck wieder da. Da kommt Isaiah geflogen und dann muss er flüchten und dann gut aufgepasst von Justin Kleckers und bringt ihn da ungefähr 3 Yards vor dem First Down aus dem Feld. Ja genau, also ist wirklich wichtig, sieht man wieder Druck auf den Quarterback. Oh, schöne Bunch Formation. Und jetzt der Lauf und der bleibt hinter der Line of Scrimmage sogar. Tackle for loss, Team Tackle, also da könnte ich jetzt nicht sagen, wer es war. Schwierig. Ja, genau, aber interessante Formation. Gehen in eine Bunch-Formation. Haben wir dies Jahr auch noch nicht gesehen. Also auffällig da auch ein O-Liner, der aus Köln, glaube ich, gekommen ist. Mit einem gelben Helm spielt er immer noch. Ich glaube, das wäre bei den Ravens spätestens in diesem Jahr absolut undenkbar. Da ist selbst im Training verboten, dass du mit irgendwelchen Sachen von anderen Teams aufläufst, weil Kai halt sagt, Identifikation ist ganz, ganz wichtig. Und dem wird wieder guter Bounce. Nimmt er den? Nee. Pieder. Nein, nein. Wegbleiben. Vielleicht gab es am letzten Spiel ein bisschen Ärger. Ein bisschen Haue. Die Dinger nehmen wir nicht mehr auf. Na gut, hat auch wenn es gut geklappt hat. Genau. Also er hat, Jason Oschedin hat in der vergangenen Woche einen ähnlich springenden Ball dann noch aufgenommen und returniert. Für 30 Yards oder so. Also war ein richtig guter Return. Aber sehen Trainer nicht so gerne, wenn du das Risiko gehst, so einen springenden Ball aufzunehmen. Und genau das hat er jetzt nicht gemacht, hat ihn auslaufen lassen. Und jetzt können wir mal wieder einen hoffentlich schönen, strukturierten Drive sehen. Jo. Genau, kurz mal zu dem Look von Aachen. Spielen so einen Cover-2-Look mit 2 Safeties tief. Haben eine, lass mich lügen, eine 3-4 spielen sie, glaube ich, in der Box. Ja, genau, 3 Defensive Linespieler, 4 Linebacker und dann 4 Defensive Backs. Ja. Spread Formation, 2 Receiver pro Seite, einmal im Backfield,
Motion. Und Handoff Fake. Der Handoff und der geht an der Keeper Wedge und der hat auf rechts richtig Platz. Hat jetzt noch einen Schritt dann auf die Linie. Schade. Oh, da gibt es noch eine Flagge. Wahrscheinlich gibt es die Flagge gegen Aachen für... Ja, für Late Hit. Late Hit. Wobei das nicht viel war. Ja, weiß ich nicht. Also sehr, sehr... Ja, gibt ihm ein Schipserchen mit. Also, ja, genau. Also sehr, sehr enge Regelauslegung hier. Ist aber, wenn er jetzt ein bisschen die Tribüne gekloppt hätte, hätte ich gesagt, ja. Okay, kann man mal geben. Aber so ein Schipserchen... Wie gesagt, wir spielen halt kein Hallenhalmer. Ja, ja, also da tritt er jetzt auf die Linie. Und dann da war ich gar nichts. Also, wenn er nicht hingeht, dann rennt er halt noch vorbei. Also ich glaube, die wird doch ja aufgehoben. Schon, klar, also, war da schon abgepfiffen, aber das ja, würde ich ja, genau, aufgehoben. Ja, genau. Genau, sehr, sehr gut. Also, so ganz fein. Normaler erster Versuch jetzt für die Ravens. Also ein Whitehead aus der GFL. Hier. Dirk Schrader. Schrader, ja. Und gut gesehen. Ja, sehr, sehr gut gemacht. Auch ein ganz erfahrener Schiedsrichter. Und wieder Kiefer Wedge und wieder über die rechte Seite und wieder mit richtig Wiese und im First Down auf jeden Fall. Oh, war der so früh schon im Aus? Ja, ja, er war auf die Linie getreten, aber 15 Yards waren es dann auch. Ja, und so kann man dann die Kette gut bewegen. Man gibt der Kiva Wedge den Ball und der macht mal 15 Yards plus und dann bewegt sich automatisch die Kette. Also ich persönlich bin auch sehr, sehr froh, dass er... Rushing Stats einmal, Kiva Wedge, also 3 Catches, 3 von 3, 55 Yards, 18,3 Average und Touchdown. Genau, die sind die also Receiver auch als Receiver Stats, kriegen wir gleich schon noch die Rushing sehr, sehr Stats. Erfolgreich. Oder vielleicht warten wir nochmal, weil er kriegt nochmal den Ball. Ja. So, und der nächste Lauf und wieder ist es das First Down. Dreht sich nochmal raus 12, und macht nochmal 4 Yards. Richtig stark. Ja, genau. Also ich persönlich bin auch sehr, sehr froh, dass der Akiva dieses Spiel mehr auf Running Back steht als letztes Spiel. Da war tatsächlich sehr viel auf Wide Receiver oder mal auf Quarterback in der Wildcat beispielsweise. So, das jetzt sind die Rushing Stats. 4 Rushes, 53, 13,3. Ja, genau. Also man sagt, ein guter Rusher sind so 3,5 Yards im Schnitt. Genau. Also wie gesagt, da sieht man, deswegen sage ich, stellt den Jungen ins Backfield, gib ihm den Ball und lass ihn laufen. Das ist seine ganz große Stärke. So, und jetzt mal der Pass auf die linke Seite. Und JT macht da auch Platz. Ja, ist jetzt rausgetreten. Schöner Stiffarm. Ja. Das ist ein einfacher X-Screen oder Tunnel-Screen oder wie man es auch immer nennen mag. Sieht man, macht einen Schritt nach vorne, macht sofort auf. Genau, der Slotback geht außen auf den Cornerback. Und guter dann, Block da auch. Von Musa, glaube ich. Ja. Ja, ein bisschen halbherzig am Ende. Also, ja gut, aber der Gegner kommt ja zu Fall, der muss ja nicht mehr blocken. Ne? Ja, also. Aber wie gesagt, wenn er den Stiffarm dann nicht mal auspacken muss, macht er vielleicht nochmal 3, 4, 5 Yards. Aber JT, auch er ist ein Import, ist natürlich relativ spät gekommen, hat jetzt aber tatsächlich Probleme, auch wirklich sich die Starterrolle erstmal zu holen. Und da geht Lukas gut verkauft da, geht selber, geht über die rechte Seite, Touchdown! Wieder schönes Play. War, glaube ich, das gleiche Play wie letzte Woche. Genau. Frage ist wieder, war es ein Option oder war es ein Design-Play? Ich denke, es war Design. Sehr, sehr stark verkauft. Ich glaube, von Leon war das. Geht da voll in den Verkehr rein. Müssen wir tatsächlich mal gucken. Gucken wir es nochmal an. Das sieht man immer wir machen erstmal den Kick und dann gucken wir es uns an. Genau, das sieht man immer ganz gut, wenn der Quarterback so richtig starr auf die Edge guckt. Also auf die Seite, wo er dann eventuell hinläuft, auf die Ecke, ob da einer kommt. So, Stormy, be perfect. Und auch der ist gut, mit der Mitte. Jawohl. Und damit steht es hier 28 zu 0. So, schauen wir mal. Schaut rüber. Gut angetäuscht. Ja, Leo, ich glaube, Leo Volkov ist das, ne? Genau. Und dann, ja, gut, also wirklich super verkauft. Ja, sie sah stark nach Option aus. Sieht man, der Defensive End kommt rein, geht auf den Running Back. Ja gut, dann zieht der Lukas Ding raus und dann in aller Ruhe. Was ich schön finde, er rennt nicht sofort los wie, ich sag mal, ein Geisteskranker. Genau, er guckt, sondern ne? Genau, so ein schönes Tempo, 75, 80%
guckt, wie entwickeln sich die Blocks und dann haut er kurz den Afterburn rein und dann, ja gut, dann läuft das Ding. Ja, ist auch gerade, ich meine, Quarterback unterscheidet sich ja da auch ein Stück weit von einem Running Back, dass er eben noch mehr schauen muss, dass er eben sich nicht verletzt und zur Not mal aufs Knie geht. Ja. Das Einzige, wo ich oder auch so einer wie der Bolle früher einen Schlaganfall kriegen, ist, wenn ein Quarterback läuft, der hält das Ding halt immer fest, als würde das Ding gleich nochmal wegwerfen. Handtäschchen. Also wenn ein starker Return bis an die 38 ungefähr. Sehr, sehr guter Return. Ich habe jetzt nicht gesehen, wer ist das? Gucken wir nochmal auf die Nummer. Ich jetzt nicht drauf geachtet. Wer ist es denn? 27. Die 27. Ja, die haben wir nicht. Oder 87. Ja, 87 haben wir auch nicht. 37. Vielleicht. Collier Gefke. Konnte es schlecht erkennen. Ja, also war schwer zu erkennen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Return. Ich meine eigentlich eine 27 gesehen zu haben, aber die haben wir in unserer Aufstellung nicht. Ach, jetzt mal der Versuch, einen langen Pass zu spielen. Stormy kriegt da noch den kleinen Push von hinten, aber der war deutlich überworfen. Ja, ja gut, da haben sie versucht. Klar, man spielt dann die Trips auf der rechten Seite, schiebt den Running Back nur rechts raus, so dass man ein klares 1:1 auf der linken Seite dann hat. Ja gut, dann kann er den natürlich reinwerfen, aber gut, da muss der Wide Receiver dann einfach das Spiel machen am Ende. Ja. Haben wir ähnlich gesehen wie bei dem Touchdown vorhin von Musa. Ähnliches Ding, 1:1 hinten rein und dann 1:1 gewonnen. Ja, Musa hat den vielleicht gehabt, der hat den Speed. Genau. Jetzt, oh, Blitz. Oh, danke schön. Also gerade kam der Kommentar, wer sind die Moderatoren, die machen das gut. Vielen, vielen Dank dafür. Also das ist Glenn Holloway neben mir und mein Name ist Sven Schaldio. Also vielen Dank für das Lob. Wir tun, was wir können. Und gerne könnt ihr uns natürlich auch Kritik geben, aber genauso gern natürlich Lob hören wir immer wieder gerne. So, jetzt dritter Versuch und 12. Oh, ein Rheinfire-Fan hat sich verirrt, in Anführungszeichen. Ja, habe ich eben tatsächlich auch schon gesehen. Der geiler ist Helm. Gut vorbereitet hier. So, mal dritter und lang. Ja, 12 ist schon eine Menge. Steht's, oh, schöner Rush. Dick Pass und jetzt ist da Kiva Wedge und muss dann nur noch den Touch-Up machen, ja, weil da der Quarterback Philipp Wallraff sich auf den Hintern gesetzt hat. Genau, da kam, glaube ich, ein schöner Blitz vom Hannes Sell, glaube ich, durch. Und die Box ist innerhalb von, ja, da sieht man es genau, der Hannes blitzt rein, haut 2-3 Mann weg. Ja gut, der Isaiah, der geht dann einfach durch. Und jetzt haben wir vierten und ein halbes Lichtjahr. Das bedeutet mal wieder den Punt. Ja, gucken, wer steht da hinten. Das ist der Musa. Ja, ich glaube, der Musa steht hinten drin. Oh, schlechter Snap. Aber der Punt kommt trotzdem. Ah, Musa kann den nicht auf Null. Oh. Und das ist das, was wir meinten. Genau. Und das ist die Eroberung. Nee. War gedownt. Nee, das ist, aber, oder? Das war es, Musa Keter. Da wollte er zu viel. Sagt, klopft sich auf die Brust, sagt, oh, mein Fehler. Ja, genau, das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Peter. Finger weg bei so einem Ding. Ist halt sehr, sehr riskant, so einen springenden Ball aufzunehmen. Der, ja, kriegt jetzt da von Rosi. Ja, genau, entweder muss er ihn sofort nehmen. Ja, das ist, ja. Haben wir drüber gesprochen, ist halt kein Ball, ne? Also ja, aber man darf halt eins nicht vergessen, ne? Musa ist, glaube ich, 19 Jahre alt. Ja. Da muss eben noch auch viel Routine und Erfahrung. Du hast irgendwie so viele Gedanken im Kopf, du willst jetzt was zeigen, es läuft sehr gut. Und dann willst du eben mal einen Schuss nehmen. Genau, das Ding wurde, glaube ich, sofort abgepfiffen, als er den Ball gekriegt hat. Ist, glaube ich, dann war, glaube ich, auch richtig, ne? Weil der Spieler am Boden war und Musa ihn berührt hat. Ja. Und jetzt Ballübergabe, der Lauf durch die Mitte und dann wird er mal richtig gebügelt. Ja, wie gesagt, ist eigentlich sehr schade nach dem guten Defense-Play. Hannes Sell fährt den immer richtig zusammen. Hat eine ordentliche Stelle kassiert. Ja, wie gesagt, schade nach dem guten Defense-Drive jetzt. Aber gut, jetzt mal sammeln. Und vielleicht jetzt nochmal ein Big Play raus.
Ich könnte mir vorstellen, er versucht gleich das Ding mal hinten tief reinzuhauen. Bei 2. und 6. Ein guter. Ja, da geht noch einer Möglichkeit rüber. Möglichkeit auf jeden Fall. Die Motion. Ja, und jetzt geht Speed er Option. Nach. Raus da. Oh, und. Dürfte nicht ganz gereicht haben. Nee. Dritte und kurz. Ja. Dritte ganz und Jahrte oder so. Ja, da haben sie, hat er mal einen guten Block gekriegt da. Von dem Ex-Kölner. Von dem O-Liner. Ja. Ja, genau. Also ich habe gerade mal geschaut. Also ich glaube, er ist, glaube ich, von Aachen, nicht von Köln. Tatsächlich okay, der Michael Held. Mock. Aber ich habe eben mit Kai ja. gesprochen. Der sagte, oh, und er versucht da wieder zu gehen. Und das hat gereicht. Glaube ich. War zwar knapp, aber müsste gereicht haben. Da gab es einen ordentlichen Einschlag dann bei Hannes Sell, glaube ich. Der steht aber sofort dann wieder auf, humpelt ein bisschen. Ja. Erstes selbst erspieltes First Down, was keine Flagge war der Ravens. Und jetzt sind sie in der Red Zone. Ja, genau. Also wie gesagt. Mit einem First Down. In der Red Zone war sie vorher schon. Blöden Fehler gemacht. Gut. Schauen wir mal. Ja, und jetzt kann die Ravens Defense halt auch mal zeigen, was sie wirklich drauf hat. Genau. Mal ein bisschen unter Druck. Wir haben das im Testspiel gegen Troisdorf gesehen. Da hat man einen Fumble kurz vor der eigenen Endzone gehabt. War eine ähnliche Situation. Und dann ist Jan Köhler mal kurz aufgetreten, hat 2 Tackles for Loss. Jetzt haben wir wieder eine Bunch Formation auf der kurzen Seite. Könnte auch ein 1:1 hier auf der rechten Seite geben. Ja, oder kurzer Screen, aber sofort gefressen. Und sofort. Ja, Flagge da. Könnte entweder ein Offside oder eine Illegal Formation geben. Die Flagge kam sofort. Ja. Also ich würde fast auf Offside tippen. Ja, Defense Offside. Das kann sein. Dass sich da der Corner zu schnell bewegt hat. Wäre wieder unglücklich. Ja gut. Also der war sehr schnell da auf jeden Fall. Mal gucken. Nee. Also außen war gar nichts. Also wenn, dann war es sogar ein Vollstart. Ja, geht gegen die Offense. Vollstart wahrscheinlich. Nee, Vollstart wird sofort abgepfiffen. Stimmt. Also es wird... Hören wir irgendwas? Holding dann? Ich weiß es nicht. Illegale Formation. 5 Yards auf jeden Fall. Ja, illegale Formation wird auch sofort abgepfiffen. Nee. Da kommt nur sofort die Flagge. Aber gut. Na gut, egal. Ist ja wurscht. Wird nicht angesagt. Wir haben eine 5 Yard Strafe. Soweit sind wir klar. Oh, und jetzt war aber sehr viel Bewegung. Aber von allen Seiten. Aber geht dann tief. Was? Und das ist... Da waren ja alle außer der Center. Ja. Also da hat sich die komplette O-Line und dann in der Folge die komplette D-Line bewegt. Also für mich ein klarer Vollstart. Also da ich glaube, ja, da war erst die O-Line. Aber da waren ja alle Wide Receiver unterwegs. Ja, ja. Ja, und da geht es jetzt nach hinten. Ja, also ja. Also, die Wide Receiver rennen aber schon sofort los. Also. Ja. Und ob jetzt... Ja, Vollstart-Offense. Ja. Weiterhin erster Versuch. Und wenn wir so weitermachen, spielen sie den ersten Versuch gleich aus der eigenen Endzone. Ja. Jetzt haben wir 1. und 20. Da kommen wir doch her, oder? Ja. Ja gut, ist aber gut. Jetzt Aachen macht sich jetzt das Spiel ein bisschen selber schwer. Jetzt haben sie mal eine gute Chance auf einen Schuss in die Endzone. Also 3 für 25, Krefeld allerdings 3 für 40 Yards an Flaggen. Und jetzt mal tief da war ja gar nichts. Nein. Also da waren sie auf völlig unterschiedlichen Seiten des Playbooks irgendwie. Ja, entweder gab es da eine ganz grobe Abstimmung, also sah ein bisschen hektisch aus tatsächlich. War wohl ein Quick-Pass-Play, weil er hat tatsächlich auch nur einen Step nach hinten gemacht, der Quarterback, aber da war einfach keiner. Wahrscheinlich so ein Double-Slam-Play, sowas in der Art. Übrigens, Nikolai König, sehen wir da vorne gerade, hat den Schuh aus, ist getaped, läuft aber relativ normal. Ja, glaube ich, so Mittelfuß oder Zeh oder sowas. Ja. Ne? Ist getaped aus, ja. Also er läuft aber wieder relativ normal, also vielleicht sehen wir ihn gleich sogar nochmal wieder. Zweite Halbzeit oder so. So, nochmal Spread Formation. Jetzt zweite und lang. Nach links. Und sofort wieder Tackle for Loss. Da fliegen sie durch mit 2 Mann. Boah. Justin Clickers und Isaiah Ward.
Und mit zwei Mann greifen sie in sich. Und jetzt haben wir Dritten und 26 oder so. Da sind sie jetzt sogar aus dem Field Goal Territory wieder kommt raus. So der langsam. Junge da durchgeschossen. Hammer, also, oder? Isaiah macht heute ein Bombenspiel. Also sein Bull Rush unfassbar. Also ich sehe tatsächlich nicht mal viel Technik-Moves, sogenannte Swim- oder Rip-Moves. Ne? Ja. Also, Falle, die es noch nicht wissen, so ein Swim-Move heißt tatsächlich so, weil es aussieht wie, halt. Genau, wie so ein Kraulen von einem von einem oben Spieler. Auf den Arm schlagen und wegschlagen. Genau, ist halt optimal, was so Defensive-Liner machen. Aber der Isaiah, der sagt sich einfach, ja gut, der Junge wiegt vor mir nur 140 Kilo, den nehme ich mal kurz mit auf eine Reise. schiebt ihn kurz zur Seite. Nehmen wir mal kurz auf den Arm wie einen Säugling und ab dafür. Genau, ja, da haben wir gerade ein Bild gehabt. Genau, ich weiß nicht, ob wir irgendwie vielleicht nachher nochmal eine Statistik dazu kriegen oder so, aber ich glaube, der müsste auch schon 3-4 Tackles hinten drin gehabt haben im Backfield. Also, super Spiel. Also, Tackles kommen immer erst im Nachgang. Ja. So viele Statistiken haben wir dann halt einfach nicht. Und das ist der nächste Tackle for Loss. War natürlich vorher eigentlich auch schon zu Fall gekommen, aber da sind dann auch wieder drei Leute sofort drauf. Und selbst wenn er nicht zu Fall gekommen wäre, hätten die ihn kassiert. Yep. Und da hat er sich nur eine Schelle erspart dadurch. So, jetzt haben wir wieder vierten vom Parkplatz. Schauen wir mal. Das ist auch nicht mal Field Goal Territory. Also, wenn kann man mal machen? Ja. Aber gut, am Ende der Quarterback kann ja nur einen Schuss tief hinten reinnehmen. Ich sag mal, das sind 42 Yards plus das, was, ich glaube, 7 Yards geht es dann nach hinten oder so. Genau, was man sonst oft spielt, dann in der NFL unter anderem, ist eine sogenannte Prevent Defense. Das heißt, man spielt mit 5 Defensive Backspielern, die alle tief stehen. Machen wir jetzt hier nicht. Wir haben jetzt hier trotzdem so ein bisschen Nickel. Da ist aber auch das Vertrauen einfach. Und da ist der Zion Ward schon wieder durch. Wieder ordentlich Druck. Ja gut, lass das Spiel, genau. Lass das Spiel. Und da ist aber noch der Fumble. Oh. Und der ist aufgenommen. Der ist durch. Und jetzt ist er weg. Und lauf, das Forrest. Ist Jason Rasudin. Der ist viel schneller als alle anderen. Und da holt den Touchdown. Deiner und hat er nicht eben angekündigt, er möchte eine Interception haben. Jetzt war es nur ein Fumble Recovery, aber den zum Touchdown. Geiles und Ding, Jason. Jetzt hast du dein Highlight. Jason darf auch an der Glocke läuten. Und ja. Vierter und keine Ahnung, 32 war die Situation. Ja, genau. Und dann also, Fumble. Wie gesagt, war smart gespielt. Gib ihn doch durch die 10, 20 Yards, die sie da werfen sollen. Ja, und dann Haushalt rein. Gut, dann noch ein Fumble. Und zurücklaufen ist natürlich dann, die Kirsche oben auf dem Sahnetörtchen sozusagen. Aber da hast du auch mal gesehen, was Jason Oshudin für ein Speed hat. Ne? Ja. Da ist ja keiner auch nur ansatzweise rangekommen. Der hat die ja alle ausbeschleunigt. Ja. Und der nächste Kick und der ist diesmal nicht gut, weil der Hold nicht gut war. Ja, da war der Snap ein bisschen. Der Snap ein bisschen tief, der Hold dann dementsprechend nicht gut. Der Ball stand dann nicht richtig auf. Und dann hat Stormy zwar noch verzögert, versucht dann noch was raus zu machen, aber da kannst du dann als Kicker nichts mehr tun. Ja genau, da sieht man es. Schön Druck auf den Quarterback. Und dann gut da losgerissen. Ja, ob der jetzt complete war, sei mal dahingestellt. Kann man vielleicht sogar als incomplete geben. Kann man, muss man nicht. Aber war 50-50, ob das jetzt ein Football-Move war. Aber ist auch egal. Im Endeffekt ist es dann eben Jason Kane Oshedin mit dem nächsten Big Play für die Ravens. Und dann zum ersten Mal Stormy nicht erfolgreich in der Saison, aber da konnte er, wie gesagt, selber überhaupt nichts für. Er hat noch rausgeholt, was ging aus einem nicht ganz perfekten Snap und dann in der Folge holt. Yep. Schönes Ding. Ja, 34-0. Ja, solide. Sehr, sehr solide auch wieder der Start der Ravens und man hat jetzt Aachen mal einen Drive gegeben mit dem eigenen Muff-Punt. Ja, vor allem, wenn man jetzt mal guckt, das Ergebnis Minden, Aachen. Und da fliegen sie sofort wieder heran, aber gut ausbeschleunigt da und macht er gut und dann schön. Der Tackle wieder vom neuen Safety. Von Nash. Genau, also wenn man jetzt mal ein bisschen Vergleich zum Ergebnis oder Endergebnis Aachen-Minden. Gut, da war quasi, was hatten wir, 36-6, 32-6? Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, 36-6. Genau, und da sieht man schon,
wo die Qualität ist. Also es wird schon ein heißer Tanz. Also ja, und was ich gerade noch sagen wollte, wir haben es ja gerade gesagt, war es an der eigenen 18 oder sowas oder 12 sogar, weiß gar nicht mehr, wo jetzt gerade der Ball dann war. Das ist jetzt was, wo die Ravens Defense zeigen muss, was sie kann. 3 Tackles for Loss und dann den Fumble geforced und in die Endzone getragen. Also das ist halt echte Qualität. Genau, also gerade in der Red Zone, wie gesagt, dieses Jahr, letztes Jahr oder das Jahr davor war es auch schon ähnlich. Man kann immer mal ein bisschen strugglen. Ne? Gut, es ist auch schwierig, über ein ganzes Spiel, ne? So eine Offense irgendwo im Zaum zu halten, ja. Ne? Dass man jedes Play platt macht, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, ist schon schwierig. Aber gerade dann in der Red Zone, in den letzten 20 Yards vor der Endzone, da kommt es drauf an. Ja. Ja, also da ist dann wirklich Primetime sozusagen. Und da sind sie dann bärenstark jetzt Auszeit, glaube ich. Und wir müssen auch schon 2 Minutes wahrscheinlich haben. Kannst Oder eine Kann normale auch sein. Auszeit. Ich habe es nicht gesehen jetzt. Ich habe es jetzt auch nicht mitgekriegt. Wir haben es jetzt gerade ein bisschen unterhalten. Auszeit Aachen, sagt Daniel, den wir hier auch immer gerne mal lobend erwähnen, denn er macht einen Riesenjob auch gerade mit Live-Statistiken, verantwortlich hier für den kompletten Stream. Also einfach ein Riesenjob. Danke dafür. Und da darf auch gerne das Lob mal über den den Chat kommen. So. Ja. Ja. Ist halt immer ein bisschen mehr im Hintergrund, als wir das hier vor der Kamera tun. Wie gesagt, und also ich kann halt auch nochmal sagen, ne, für den Chat, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ob es jetzt zum Spiel ist, ob es zum Verein ist oder allgemein ein paar Regelfragen oder so, schubst ruhig alles rein. Wir helfen da gern. Absolut. So, was haben wir da? 2. und 6. Das Spread Formation. One Man Backfield. Und ja. Und da fliegt sofort wieder Kanari durch und weggeworfen den Ball. Genau, wie gesagt, das ist genau das, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Also wie gesagt, einer meiner Keys to Win, der Pressure auf den Quarterback. Man sieht wirklich, okay, wenn er keine Zeit hat, er muss halt weg. Ja, und da siehst du auch den Unterschied zu Lukas Wefelsieb. Der hat dann in dem Moment die Ruhe. Der macht einen Schritt zur Seite, lässt den Wien Torero aussteigen und bringt trotzdem noch den Pass an. Genau, wie gesagt, wir haben leider noch nicht die Situation gehabt, aber ich glaube, der Lukas ist zum Beispiel auch ein Spieler, der frisst auch mal einen Hit. Also tatsächlich sieht man auch öfter mal in der NFL oder auch im College. Man wirft den Pass noch und man weiß genau, man kriegt jetzt so richtig eine drauf. Auch das. Und das ist auch eine Qualität von einem Quarterback, dass einfach für das Team tatsächlich mal so ein Hit frisst. Jetzt ist da Ramon in die Line gegangen und oh, Screenplay. Schöner Tackle sofort. Ja, also Screenplay, man sieht mal alle durchgelassen. Ja, aber dann, da hat gar nichts mehr gepasst von der Offense Line. Ich glaube, dann hatte im Endeffekt Tristan Nuber den Tackle gemacht. Ja. Da hatte ich letztes Jahr noch ein schönes Play gegen Münster, falls du dich daran erinnern kannst, mit dem schönen Screen über 50, 60 Yards. Den haben wir dann auch zu Tode analysiert hier. War 3 oder 4 Mal bei uns in der Analyse einfach als, so muss ein Screen aussehen. Und jetzt müssen wir gucken, gehen sie für 4. Wenn sie so viel sprechen. Oder 4. und 3 sind es, glaube ich, aber egal. Ja, könnte ein Trickplay, nochmal ein Screen. Also kann natürlich auch immer sein, dass man jetzt sagt, wir versuchen da mit einem Hardcount über die Flagge das First Down zu kriegen. Oder so, genau. Ne, also da muss jetzt die Defense Line auf der Hut sein, nicht zu früh zu springen. Ja. Und das war nämlich an der Grenze und das ist die Flagge. Ja. Genau das darf nicht passieren. Es war der Fumble, aber obwohl das wird zurückgehen. Obwohl ich sagen muss, das müssen wir vielleicht nochmal in der Wiederholung sehen. Ja, also ein Offense Liner kommt sehr, sehr früh hoch tatsächlich. Ja, es war sehr knapp. Aber die geben es trotzdem. Also die geben die Flagge wahrscheinlich als Offside gegen Ramon Franco, glaube ich. Schauen wir mal rein. Aber er muss reagieren auf die. Also ich glaube schon, dass das in Ordnung war, dass man das Defense also, gibt. Wenn man es jetzt, sage ich mal, tatsächlich in der NFL sehen würde oder da in der Wiederholung sehen würde, würde man ganz klar von einem False Start ausgehen, weil der rechte Guard tatsächlich rüberkommt, bevor einer der Defense-Line-Spieler in der neutralen Zone ist.
Aber ja, gut, aber, ist aber halt ein bisschen Live-Action da oben. Ich habe es gerade angesprochen, eigentlich das ist eine Situation, in der muss die D-Line ja, und dann natürlich auch die genau, Linebacker einfach konzentriert sein, fokussiert sein und darf eben nicht spekulieren, sondern muss einfach sagen, okay, wir, und da haben wir schon wieder ja, den Fallstart und wieder, ich glaube, nee, diesmal ist es Torben Höffler, glaube ich. Ja, oder? Wobei, nee, da hat nee, einer... Tristan Nuber. Ja, okay, zumindest hat der Kahn Ari was Kahn angezeigt. Kahn Ari hat das gezeigt, ja. Aber der... der allerdings der ist das jetzt auch... ja, da, der, ja, 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 ja. Der rechte Guard, schon wieder. Schon ja, wieder der rechte Guard mit dem weißen Helm. Also eigentlich ein Fallstart, klar. Also auf jeden Fall hat, hat der Janis Völker sich auch bewegt. Ja, weiß ich nicht. Oh. Also... Da gehe ich jetzt wieder gegen die Ravens. Das finde ich jetzt tatsächlich falsch, weil da haben sowohl der rechte Guard als auch der linke Guard sich in meinen Augen bewegt. Ja, genau. Und also Uhr läuft weiter. Also da, da war auch nichts mit einer Neutral Zone Infraction. Nee. Überhaupt nicht, null. Ja, vor allen Dingen war das Wenn nach der Bewegung der O-Line. Aber gut, ich meine im Endeffekt, Schiedsrichter ist da auch ein verdammt also, schwerer jetzt Job. Jetzt sehen wir es mal ganz genau. Genau. Und nee, wieder viel Bewegung. Ja, also da versucht die D-Line gerade ein bisschen zu viel in meinen Augen. Ein bisschen wie Rennpferde, jetzt, die sie nicht unter Kontrolle haben. Jetzt versuchen sie es über der ja, ja, genau. Ja. Jetzt wollten sie es über den Hardcore versuchen. Ja. Jetzt nehmen sie die Auszeit. Ja, genau. Jetzt wollten sie es ein bisschen locken. Ja. Ja gut, wenn die D-Line zweimal zu früh gesprungen ja, ist, dann nochmal den Hardcore nachzulegen, ist durchaus gar nicht so dumm. Ja, aber da ja, wird es gleich eine Ansage geben. An der Sideline. Ja. Oh, Halbzeit? Oh, Halbzeit. Okay, also, ach so, Halbzeit. Ja. Ja, 34 zu 0. Ich glaube, aus Ravens Sicht kann man mit dem Auftritt mehr als zufrieden sein. Man hat im Prinzip vielleicht ein bisschen zu viele Strafen genommen zwischendurch. Ja. Aber ansonsten war es eine sehr konzentrierte Leistung. Beim einzigen echten Fehler, diesem Muff-Punt von Musa Keita, ist die D-Line oder die Defense sofort da gewesen, hat mit 3 Tackles for Loss in der entscheidenden Situation, die nicht nur aus der eigenen Red Zone, sondern auch komplett aus dem Field Goal Territory getrieben. Und das zeichnet einfach eine starke Defense aus, dass sie in der Situation dann eben da ist, dass sie den Mitspieler auch raushaut und die Offense ganz strukturiert. Viele längere Plays, aber jetzt nicht so dieses komplette Big Play Spektakel, sondern wirklich strukturierte Läufe, strukturierte Pässe, 15, 20 Yards teilweise, aber trotzdem. Genau, also in der Offense haben wir wenig Fehler gesehen. Wie gesagt, gut, 1-2 Strafen, okay, sei dahingestellt. In der Defense auch eine sehr gute Leistung, klar, gut, dieses eine Play da von Musa, gut, Schwamm drüber. Passiert, junger Spieler, wie macht gesagt. Macht er die Saison nicht nochmal? Nee. Versprochen. Glaube ich auch nicht. Will er sich auch noch 2 Worte zu anhören. Genau, aber sonst, wie gesagt, solide Leistung. Das, was du gesagt hast am Anfang. Ein strukturierter Aufbau von der Offense. Run reingebracht, Pass reingebracht, Play-Action gespielt. Ja. Mal ein Screen reingestreut. Also der Steffen macht, wie schon letzte Woche im Spiel, ein schönes Play-Calling, ein schöner Mix. Zeigt verschiedene Looks. Und gut, man sieht dementsprechend auch das Ergebnis dann am Ende. 34-0. Und ich finde, Lukas wirkt einfach unglaublich ruhig, fokussiert, guten Zip in den Pässen, guter Lauf, also macht Spaß und ja, wir machen jetzt auch mal ein bisschen Pause, trinken mal einen Schluck, auch wenn ich zwischendurch immer mal wieder am Bier nippen kann und sind dann gleich rechtzeitig zur zweiten Halbzeit wieder da. Bis gleich. Bis dahin, ciao. Saisonauftakt für die Krefeld Ravens gegen die Dortmund Giants in der Grotenburg der neuen Heimat. Ein Spiel gab es hier ja schon, der Ravens. Und ja, sie laufen hier ein und wollen gegen den Gegner zeigen, dass sie halt eines der Top-Teams dieser Liga sind. Der Cointoss ergab, dass der erste Ballbesitz an die Gäste ging. Und erstmal ein kurzer Pass und dann kommt er da geflogen. Elias Yassai schlägt den Ball raus, er wird recovered. Die Ravens kommen allerdings nur zum Field Goal und das macht Dennis Storm ganz, ganz sicher.
Und so stand es 3:0 für die Ravens. Nächster Ballbesitz für die Gäste und der Snap viel zu lang. Ja, die Refs downen den ganz kurz vor der Endzone. Kein Safety, sagen sie. Aber nach dem folgenden Punt dann Akiva Wedge und der gibt mal richtig Hardgas im Jet Sweep und verletzt da noch einen, bleibt immer noch auf den Füßen und ist dann kurz vor der Endzone gestoppt, ungefähr an der 7-Yard-Linie. Und dann der kurze Pitch von Lukas Wefelsieb auf Leo Volkov und der geht mit einem kurzen Move in die Endzone und es ist der erste Touchdown der neuen Saison, Leo Volkov. Und ja, es ging weiter, die Gäste mit verpatzten Snaps und dann Max Emmerich nimmt den hier auf und es ist sein erstes von, ja, gefühlten Dutzenden Big Plays. Und weiterhin, nein, es ist keine Wiederholung, es ist wieder ein verpatzter Snap. Diesmal ist es Jan Köhler, der erst kurz vor der Endzone gestoppt wird und an der 5 kommt dann der Ball gleich an Leon Hoffmann. Hier sehen wir es, Lukas Wefelsieb, die Ballübergabe und Leon Hoffmann aus 5 Yards taucht in die Endzone und es stand zu diesem Zeitpunkt 23:0. Dennis Storr macht ein 24:0 draus und der nächste verpatzte Snap und wieder der Ballbesitzwechsel. Diesmal ist es Nils Gärtner, der den Fumble recovered. Und ja, dann haben wir hier den langen Pass auf die Außenposition. Moussa Keita fängt den sicher und wieder sind die Ravens in der Red Zone. Und dann sehen wir ganz links außen da Alessandro Peduzzo, völlig frei. Der hätte eine Party mit 10 Gästen feiern können. So viel Platz hatte er. Lukas Wefelsieb trifft ihn und es ist der nächste Touchdown. Dann Max Emmerich, der Sack. Also der Mann hat heute ein Riesenspiel abgeliefert. Dann nächster kurzer Pass und Juju Minut geht richtig durch, gibt richtig Gas und geht für 6. Und es steht zu diesem Zeitpunkt 37:0. Und weiterhin die Defense der Ravens, messerscharf, Ball weggeschlagen von, na, Max Emmerich. Diesmal recovered von den Dortmundern, aber die Ravens holen sich den Ball zurück, denn Dortmund spielt den vierten Versuch erfolglos aus. Und wieder geht's auf Juju Minut, der in die Red Zone. Und ja, bei First and Goal ist es dann der Importer Kiva Wedge, der sich auf dem Boden durchsetzt und den nächsten Touchdown erzielt. Dann allerdings der erste Fehler hier, Misskommunikation zwischen Lukas Wefelsieb und Moussa Keita. Die waren auf unterschiedlichen Seiten des Playbooks, dadurch die Interception. Dann mal ein langer Pass der Gäste und der wird gefangen und da kann Nash Tinashegonese den Ball nicht rausschlagen, versucht es, aber der nächste schlechte Snap und wieder wird der Ball losgeschlagen und wieder ist es Max Emmerich, der ihn recovered. Nils Gärtner hatte ihn zuvor losgeschlagen und erneuter Ballbesitz für Krefeld kurz vor der Endzone. Ja, und das machen sie dann mit einem Screen und den braucht Moussa Keita gar nicht. Der geht einfach an den Blockern vorbei in die Endzone und dann der nächste Versuch der Gäste und was für eine Interception da von Nash. Im OBJ-Style fängt er den hinter dem eigenen Kopf und macht nochmal richtig Wiese. Kurz vor der Mittellinie wird er dann zu Fall gebracht. Und ja, die Ravens mit dem nächsten Ballbesitz. Den kriegt Lukas Wefelsieb. Nimmt den langen Pass. Aber der wird abgefangen. Dann wird da JT, Jonell Talbert, zum Verteidiger. Kann den Mann nur zu Boden bringen. Aber die Gäste, ja, geben das direkt wieder zurück, denn hier ist es JPD, Jan-Philipp Dötsch, der den Ball abfängt. Auch, ja, ein Pass, den man so eigentlich nicht werfen darf, aber er fängt den und die Ravens über Leo Volkov und dann der nächste Pass auf Akiva Wedge und der schaltet in den sechsten Gang und geht über links in die Endzone und der nächste Touchdown 58:0, 59:0 nach dem nächsten PAT vom übrigens perfekten Dennis Storm. Dann der nächste Punt und wieder Moussa Keita mit einem starken Return über die linke Seite, lässt er einen aussteigen, überpowert den zweiten, den dritten und bricht noch einen Tackle leicht und wird dann erst ins Ausgedrückt. Ja, und dann haben wir hier Lukas Wefelsieb. Da sieht es aus, als würde er Pause machen und dann schaltet er übergangslos in den nächsten Gang und geht durch für 6 Punkte und
macht das 65-0. Wieder Dennis Storm danach, perfekt. Und der nächste Sack, diesmal Khan Ari, fliegt da ungeblockt durch und lässt dem QB keine Chance. Und dann der nächste Pass, diesmal auf JT. Und auch der mit seinem ersten Touchdown für die Ravens hat dann noch einen Block von Alessandro Peduzzo und macht 6 Punkte. Und in dem Moment waren es dann 72, also man war schon bei den 70ern. Und dann Max Emmerich vielleicht mit seinem besten Play. Da kriegt er den tiefen Block, dreht sich fast einmal im Salto um, steht wieder auf und macht den Strip-Sack. Und ja, dann haben wir hier noch diese Situation. Da ist Akiva Wedge als QB aufgestellt, bricht hier ein Tackle, bricht da ein Tackle und geht dann für 6 Punkte aus 65 Yards mit der Play-Action. Gut verkauft von Leon Hoffmann. Und die Ravens sind bei 79-0. Und sie nehmen sogar noch die Two-Point-Conversion, probieren das mal aus und ja, gehen dann auf 81-0. Und kurz vor Schluss dann noch ein QB-Sack von Justin Kleckers, der hier das Ding endgültig beendet. 81-0 das Ergebnis. Nächste Woche geht es am Sonntag um 15 Uhr gegen die Aachen Vampires, die Ravens. Perfekt in die Saison gestartet.
So, jetzt sind wir drauf. Also sorry, es hat ein bisschen Verzögerung gegeben. Das Spiel ging ja schneller wieder los, als wir alle mit gerechnet hätten. Und hin und wieder möchte man dann auch mal noch einen Schluck trinken, beziehungsweise vielleicht auch das Gegenteil tun. Ja, den Return haben wir gerade so in der Totalen noch gesehen. Der Ravens war ganz okay. Und wir beginnen jetzt an der eigenen 31, also mit dem ersten Drive der zweiten Halbzeit. Jetzt wollen wir mal sehen, in der vergangenen Woche war der erste Drive nach der Halbzeit zu viel gewollt. Mhm. Jetzt schauen wir mal, wie es heute aussieht. Genau, also wie gesagt, jetzt wichtig eigentlich nach der zweiten Halbzeit, ruhiger Aufbau, genau, schön mit dem Run. Erstmal der Lauf über Leo Volkov, aber der bleibt ein bisschen hängen. Ja, gut. Bleibt hängen, ja, wobei eigentlich war er da mit dem Ellbogen auf dem Boden. Ich weiß nicht, für mich war das eher die Hand. Hätte man vielleicht auch noch ein Yard weiter vorne downen können, aber im Endeffekt, darauf kommt es jetzt auch nicht an. Aber guter Effort trotzdem nochmal, weiter zu arbeiten, weiter zu kämpfen, weiter die Füße zu bewegen. Genau, so sollte man es machen. Ne? Wie gesagt, nicht stehen bleiben. Solange der Schiri nicht pfeift, geht das Spiel weiter. Ganz normal. Wie gesagt, dann schauen wir mal, wie wir jetzt in die zweite Halbzeit starten. Ich hoffe, ein bisschen ruhiger. Strukturierter, ruhiger. Genau. Genau. Ja, also wir haben gleich noch ein Interview von der Cassie. Jetzt erstmal schöner Blockdown, dann direkt mal das tiefe Ding und fallen gelassen. Schade, Yard Rausch. War ein Schnäpschen unterworfen. Okay, also war ein Schnäpschen vielleicht unterworfen, da musste Yard Rausch dann runtergehen. Aber eigentlich gutes Play. Ja, ist aber das der erste, wo ich mir wirklich sage, okay, den kann man fangen. Klar, ein bisschen Trubel da gewesen. Ja, war viel Verkehr, war ein bisschen unterworfen. Kann man fangen, aber war nicht leicht. Also war kein Muss. Ja, nee. Ja gut, jetzt kommen wir natürlich wieder in so eine Situation, wo man sagt, okay, jetzt musst du fast werfen. Dritter um 9. Ja, wobei, wenn du eine Kiva Wedge hast, der 15 Yards pro Run macht. Und der ist super gefangen. Was? Oh nein, der ist getroffen. Fallen gelassen. Oh. Schade. Juju Minut, das sah erst aus, als hätte er den. Okay, also wir warten jetzt noch den Punt ab und dann gehen wir gleich zur Cassie. Die hat da unten einen Spieler. Ich kann jetzt nicht sehen, wer es ist. Ich glaube, Leon König. Nikolai König. Weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal sehen. Auf jeden Fall ist ein Schuh aus. Das würde für Nikolai passen. Aber er hat die Arme verschränkt. So. Dementsprechend erkennen wir die Nummer nicht. Mal der Punt ist sehr hoch. Schönes Ding. Sehr, sehr hoch. Und Lucky Bounce. Was ein Bounce. Oh, der kommt direkt vor die Endzone fast. Der geht bis an die 8, 10. 9, ja. Ja, schöner 9, Punt. Stimmt, 9. Also, super Punt und dann gehen wir jetzt mal zur Cassie. Cassie. So, ich habe mir den lieben Nico geschnappt, der sich leider im zweiten Quarter schon verletzt hat. Magst du einmal erzählen, was passiert ist? Wir hatten Option Play von Aachen über die linke Seite, über meine Seite. Und habe ich einen Tackle gemacht. Dann ist ein Spieler nachgeflogen, ich weiß nicht genau, wer es war, und hat mir dann oben die Zehen leider umgeknickt. An sich ist es nicht jetzt so schlimm, ich könnte auch wieder drauf, tut zwar weh, aber die Coach hat mir gesagt, lieber dann für die nächsten und die wichtigeren Spiele safe und ready sein, anstatt sich jetzt hier noch kaputt zu machen. Du fieberst hier ja schon die ganze Zeit mit. Du stehst ja jetzt kurz eine Weile neben mir und ich krieg das so mit, wie du alles irgendwie so kommentierst. Wie ärgerlich ist das, dass du jetzt so früh ausgeschieden bist? Das ist unglaublich ärgerlich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich dafür in den Hintern beiße, dass das jetzt passiert ist. Aber ich meine, da hat man keine Kontrolle drüber. Aber ich würde, glaube ich, gerade alles geben, um meinen Zeh wieder oder meine Zehen wieder in richtige Reihenfolge zu bringen und damit auf dem Feld zu stehen. Das wäre unglaublich. Aber die Jungs machen das schon. Ich habe eine mega gute Vertretung. Jetzt gerade eben ist der Benedikt Azuki drauf, die Nummer 20. Der macht einen mega guten Job. Vorher war der Dennis Storm auf dem Feld. Der hat auch eine super Coverage abgebaut. Wir kontrollieren die Receiver, läuft alles super. Und den Rest sagt das Scoreboard. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie zufrieden du mit der Leistung der Jungs an sich bist. Aber es hört sich ja schon mal sehr, sehr positiv an. Also, was glaubst du, wenn du ungefähr tippen müsstest, wie es heute ausgeht? Ich sag natürlich, dass Krefeld gewinnt. Ich will noch nicht sagen, wie hoch, aber wir versuchen natürlich den Score jetzt hochzutreiben und rotieren aber auch schon durch in den zweiten Linien und in den dritten Linien. Alles prima und die Jungs sind einfach super auf dem Feld und die machen alle einen super Job. Also das Level, das Leistungslevel ist so dicht beieinander, wirklich, das ist genial.
Und ich freue mich einfach, mir das jetzt angucken zu können. Also ich kann nur sagen, er strahlt wirklich sehr, sehr ehrlich. Und ich finde es total toll, wie du hier trotz Verletzungen noch die Jungs anfeuerst. Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Danke für den super tiefen Einblick und ich wünsche dir noch viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das ja, damit würde ich sagen, gehen wir auch zurück an die Jungs. Es wird nämlich schon wieder heiß hier und ich muss mich auch wieder mit dem Handy Richtung Endzone machen. Bis später. Genau, das also die Eindrücke vom Spielfeldrand. Und jetzt im dritten Versuch da, der Versuch mit dem Pass. Aber das war alles weit, weit weg von fangbar, was da geworfen wurde. Und dementsprechend die Ravens Defense mal wieder mit einem Three and Out. Und ja, die Offense diesmal auch mal Three and Out. Aber tatsächlich ein Lauf, der eigentlich vielleicht auch zwei, drei Yards hätte bringen können. Das ist okay, dass man da mal ein Yard macht im ersten. Dann zwei Pässe, die knapp waren, im Endeffekt dann fallen gelassen. Und dann eben mal der Punt und jetzt die Vampires mit dem Punt aus der eigenen Endzone. Der geht sehr, sehr hoch und Finger weg. Ja, hätte man vielleicht auch fangen können und einen Fair Catch draus machen können. Ja gut, aber gut, wenn man Glück hat, ne, also wie gesagt, bei Damien Sutt ist ein schlechten Bounce gehabt zum Glück. Ja. Gut, lieber einmal zu viel wegbleiben, haben wir vorhin gesehen. Naja, aber wie gesagt, zur Offense, ja gut, klar, das sind zwei unglückliche Plays, wo der, sag mal, fast gefangen ist, kann man fangen, im schlechten Fall fängt man den nicht, ne, gut, gerade beim Juju, ja. Ja, der kriegt 100 solche Bälle, 99 fängt er, den lässt er fallen. Gut, ja, ich glaube, das war tatsächlich so ein Fumble, so ein Ball fallen lassen beim auf den Boden aufschlagen. Genau. Er hat den eigentlich sicher gehabt in beiden Händen und schlägt dann halt mit der Schulter auf, mit dem Ellbogen auf den Boden auf. Und dann kann es halt mal passieren, dass der Ball rausrutscht. Sowas passiert. Das passiert auch ganz, ganz anderen Leuten, die 2 oder 3 Euro im Jahr mit Football verdienen. Und dementsprechend. Lauf über links wahrscheinlich. Alles oder gut. Play-Action durch die Mitte und Juju zeigt, dass er eigentlich sehr, sehr sichere Hände hat und holt das First Down. Ich glaube, der müsste gereicht haben. Für mich ein Yard über die Line to Gain. Oh, kriegt er einen sehr schlechten Spot. Ja, wie gesagt, wieder schönes Play. Also für mich sieht man, da steht er wieder auf Tight End Position und läuft da mit so einer. Also guck mal, der ist doch an der zweiten Linie. Ja. Der ist doch ein Yard schlechter Spot. Ja. Also, ich meine, sie geben ihm trotzdem das First Down. Ja gut, ist ein First Down. Also. Aber, naja, gut. Ja, also ich hatte hier eben Besuch, da hieß es, wir sollten die Schiedsrichter thematisieren. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen da auch fair sein und es ist, wie gesagt, auch relativ schwierig, da immer auch das Richtige zu sehen. Jetzt die Motion da von Akiva Wedge und der Lauf von Leon Hoffmann. Akiva mit einem riesen Block. Was ein Block da von Akiva Wedge und Leon Hoffmann. Holt das First Down und einiges mehr. Genau, ja, sehr, sehr guter Drive. Genau, da sieht man, ich glaube, einen Linebacker oder ein Lineman war es sogar, der da rauskommt. Und der bleibt dann tatsächlich, ne, sieht man hier, der Akiva geht jetzt raus, orientiert sich ein bisschen nach innen, wartet, dass der rauskommt, dann boom. Guck dir mal den Block der steht da von halt Akiva Wedge also, an. Ne? Schöner Keyblock. Hammer. Ja, wie gesagt, nochmal kurz zu den Schiedsrichtern so, gut, wir haben immer den Vorteil, A, wir haben eine schönere Position von hier oben und eine Zeitlupe. Und B, wir haben eine Zeitlupe, genau. Genau, und Leon Hoffmann hat 2 Rushes für 27 Yards, 13,5 Average. Stark. Auch ganz solide für relativ wenig Touches. So, was haben wir da? Und jetzt den Druck. Wieder Lukas weicht den Druck super geht aus selber. Und geht jetzt selber. Hier runter. Ja, also das will man überhaupt nicht sehen als Offense-Coordinator. Er wollte ins Ausgehen, glaube ich, und fängt sich dann noch ein, aber genau, aber wie gesagt, im schlechten Fall, wie gesagt, ein Quarterback neigt immer gerne dazu, den Ball, ich sag mal, nicht optimal zu protecten. Ja. Deshalb, sagt man, macht einen sogenannten Baseball-Slide mit den Füßen voraus und gibt das Play damit dann auf. Ja, ich glaube, er wollte irgendwie und dann irgendwie doch nicht, aber ich glaube, ich noch nicht ganz sicher. Aber, nichts kaputt gegangen. Ja, ich meine, so eine Situation ist natürlich immer riskant für Pferdekuss. Ne, ja. Er war relativ hoch, der Gegner relativ tief. Und wenn du dann halt den Schlag auf den Oberschenkel kriegst, das ist nichts Langfristiges, aber für das Spiel bist du raus. So, und Leon Hoffmann ist da, guter Lauf! Und das könnte sogar ein First Down sein. Ja, der war schon im Territory. Auf jeden Fall, wenn, dann ist es ganz, ganz knapp. Der Spot ist... Boah, wieder ein schlechter Spot. Dritter und ganz kurz. Inches.
Also sie spotten sehr konservativ. Er macht eigentlich noch einen langen Arm. Ah, war unten. Aber egal, ja. Ist ja auch wurscht. Also knapp. Ist jetzt ein Yard, da ist... Nicht mal, Inches. Meilenweit offenes Playbook. Man geht über die Shotgun. Ja gut, wenn wir unseren Andy Trepski noch hätten, wäre es sehr einfach. Einmal nach vorne fallen, genau. Fertig. Aber ich denke mal, ja genau. Und das ist der Lauf einmal. Durch ja, die Mitte. Easy. Leon Hoffmann, der macht viel mehr. Schöner Stiffarm noch. Da hat er der Nummer 14 der Gäste, Heiner Hubert, Freien Altenhofen. Ui. Freialtenhofen, so. Einen ordentlichen Stiffarm verpasst. Ja genau, es zeugt halt auch von einem guten Running Back. Wie gesagt, zum einen klar Birne runternehmen, aber in so einer Situation dann nochmal den Arm rauszudrücken. Solange der Ball protected ist, alles gut. Aber das ist jetzt eigentlich genau das, was wir ja auch gewünscht haben. Das ist so ein richtig schöner Drive jetzt. Genau. Ne? Mal einen dritten Versuch auch gehabt, den auch erfolgreich ausgespielt. Jetzt nochmal schöner Screen. Oh, und der ist Musa Keita völlig blank und der Touchdown! Also das müssen wir nochmal in einer Wiederholung sehen. Wunderschöner Drive. Der Akiva blockt zwei Mann. Gleichzeitig. Ja. Der blockt sozusagen den einen Spieler in den anderen rein und ja gut, dann hat der Musa halt ja gar keinen mehr da. So also, will man es im Optimalfall haben. So ähnlich wie vergangene Woche, da war es Isaiah, ja. Der mit seinem O-Liner den Quarterback gesackt hat. Ja. Jetzt erstmal der PAT. Guter Snap, guter Hold, guter Kick und damit, was, falsch? Daneben, links daneben? Oh. Oh. Sah für mich gut aus, aber war daneben. Okay. Schade. Da sieht man es, ne? Also jetzt gucken wir mal auf den Akiva hier unten rechts an der Ecke. Der nimmt den einen mit, haut den anderen rein. Ja. Sensationell. Ja. Sensationell. Nicht sehr smart gespielt tatsächlich auch, muss man dazu sagen. Von der Defense, aber wir wollen uns nicht beschweren. 40-0. Ja, und Musa Keita mit seinem zweiten Touchdown hat er dann so ein bisschen auch den Muff-Punt wieder gut gemacht. Ja. Und aber insgesamt für mich bisher der schönste, der strukturierteste Drive der Saison bisher. Auf jeden Fall. War schön anzusehen. Genau, da sieht man halt so ein bisschen auch die Flexibilität im Playbook und allgemein in der Offense vom Steffen. Sieht sehr gut aus. Dann Kickoff Krefeld. Ja, und erstaunlich oft gehen tatsächlich Ravens wirklich untouched in die Endzone. Also auch jetzt wieder Musa Keita. Ja, zeugt aber auch tatsächlich von einem guten Play-Design und B, dann einem starken Blocking. Ah, nee. Ja, und da dann der schöne Tackle da von Jonas Tees. Na, schön rausgetrieben. Wie gesagt, so ein sogenannter Schirm, den man dann so Richtung Out-of-Bounds Sideline macht. Und ja, gut, da war halt Endstation. Herr Jonas Tees, ich glaube eigentlich Wide Receiver, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bisher in der Saison noch nicht so richtig in Erscheinung getreten, was einfach an der starken Konkurrenz liegt. Aber das ist eben dann in so einem Team, dann musst du dich über die Special Teams auch so ein bisschen ins Team spielen. Und da hat er jetzt gerade mal einen guten Tackle hingesetzt. Genau, ist aber bestes Beispiel dafür, sich über Special Team ins Spiel zu spielen, ist der Klecki. Justin Klecker. Ja. Oh, der starker Tackle hier. Und da fliegt eine Flagge. Ja, wahrscheinlich ein Holding. Ja, genau, also beste Beispiel dafür ist der Justin Kleckers. Letztes vier Jahr Jahre nur Special Teams gemacht. Genau, also sehr viel Special Teams gespielt und dann so ein Second oder Third String in der Linebacker-Reihe gespielt und sich einfach durch die gute Leistung dann hochgespielt. Ja, anfangs ja sogar Running Back. Ja, sieht man, der kommt fast untouched durch, also macht einen einfachen Move. Isaiah Ward mit Speed, mit Kraft und dann einem ganz sicheren Tackle. Heute wirklich mit einer bärenstarken Leistung. Hier sehen wir nochmal diesen Drive gerade. Erst der Pass, dann der Lauf von Leon Hoffmann. Pass auf Juju Minut. Lauf von Leon Hoffmann. Nächster Lauf Leon Hoffmann durch die Mitte. Schöner Stiffarm da noch und dann
ein Lauf. Noch ein Lauf, genau. Und dann der Pass auf Musa Keita. Und der Riesenblock, da sehen wir es oben nochmal von Akiva Witch. Wo der Cornerback dahin wollte, irgendwie schwierig. Ja. Wer hat irgendwie gedacht, der Musa kommt da irgendwie ein bisschen reingelaufen. Aber na gut. Und dann mit dem Corner erstmal den Safety weggeblockt. Okay, da gab es offenbar ja, eine Strafe. Holding wahrscheinlich. Oh. False Start war die Strafe. Ja. Und jetzt ein Pass und der ist fallen gelassen. Aber ein Fehlstart ist ein Deadball Foul. Ja. Also. Ja, nicht Deadball Foul, der ist sofort abgepfiffen. Ja, genau. Es wird Deadball halt, Foul heißt ja eigentlich dann. Ja, aber genau. Also, das ist, nach dem Play. Das Spiel läuft einfach nicht. Ja. Ist bei ruhendem Ball abgepfiffen. Weil jetzt flog so wieder eine Flagge. Das, normalerweise geht das nur bei einer Illegal Formation oder bei einem Offside. Ja, Offside ist eigentlich das jetzt Einzige, wo dann wirklich komplett ausgespielt also wird. Ich verstehe nicht. Illegal Formation abgelehnt. Hä? Ja, aber jetzt wieder Fehlstart? Fehlstart, okay, Fallstart. Ja, aber ein Fallstart ist abgepfiffen. Der wird doch nicht abgelehnt. Hä? Aber wollen wir jetzt einen Fallstart ab? Egal. Also ich meine 10 Yard, egal, whatever. Eigentlich schon, ja, stimmt. Ja, also das Zeichen ist, boah, ich glaube gerade, ist das gleiche auch für illegale Formation? Ja, ich glaube auch, ne? Ich glaube schon, ich glaube, das gilt auch für euch. Wir haben halt leider relativ wenig, also mal kommt der Schiedsrichter mit voller Lautstärke durch, jetzt war ein guter Lauf. Und noch ein Block und jetzt ist er unterwegs, aber da sind eine Menge Ravens dabei und jetzt der Tackle im Endeffekt. Guter Run. Von Nash, glaube ich, wieder. Da waren ein paar gute Blocks in der Mitte, ein bisschen die Zuordnung nicht gepasst und dann hat er einen guten Speed. Mal rein. Also guter Lauf durch schöne die Mitte. Schöne Cutback Lane, also die Cutback Lane schön gelesen. Ein schöner Block da, dann noch ein guter Block. Ja. Und dann Nash und auch da wieder, was du letzte Woche gesagt hast, er nimmt trotzdem den Schlag auf den Ball im Flug. Also Nash ist ein unglaublich aggressiver Spieler. Der ist schnell, der gute Hände hat, gutes Tackling. Also wahnsinnig komplett. Zeugt aber auch von der Qualität, sag ich mal, gerade von einem Defensive-Backspieler im Tackle nochmal draufzuhauen und trotzdem den Mann unter Kontrolle zu haben. Ja. Das ist der Play-Action. Und jetzt da riesen Druck wieder und... Der war out of bounds. Der war out of bounds. Ja, der war nicht gefangen. Im Flug gefangen und dann kein Fuß mehr im Feld. Und damit zweiter Versuch und 10. Und ja, aber man hat da auch wieder gesehen beim Passspiel, da war richtig Druck wieder, der durchgekommen ist, der Quarterback auf der Flucht und ja, dann hat er eigentlich zwar den Pass noch ganz gut angebracht, aber der Receiver musste das halt im Sprung versuchen und ist dann out of bounds gelandet. Ja, da kam der Ramon mal durchgeflogen. Ja. Jetzt wieder ein Nächster Lauf. Wieder über die Joe Nummer 1. Joe Kaufmann, genau. Ja. Also aus so ein kleiner quirliger Running Back. Hat ein gutes Movement, wenn er mal Platz hat. Aber jetzt auch wieder schwieriger dritter Versuch, 7 Yards. Steht weit. Eigentlich, passt drauf. Ja. Weil mit so einem Big Play wie eben von Joe Kaufmann kann man nicht jedes Mal rechnen. Nee, also wie gesagt. Im Normalfall rechnest du im Run mit 3 bis 4 Yards, die du einkalkulierst. Stimmt, zwei Wide Receiver relativ nah. Und Hannes Well deutet den Blitz an. Jetzt kommt noch Justin Kleckers dazu. Und der ist intercepted von Justin Kleckers! Ganz stark. Also da hochgetippt von JPD, glaube ich. Nee, und dann, Azuki. Oder Azuki, Benedikt Azuki. Das ist eine 20, nicht die 28, sein. Stimmt. Ja. Genau, also die Interception, sag ich mal, geht ein bisschen auf beide. Also der Benedikt, sieht man jetzt, da kommt eine Slant-Route. Der Ball kommt nur genau in Richtung, bumm, kommt der Einschlag. Und Azuki. Der prallt einfach ab, der Ball, und der Justin reagiert dann. Und da feiert sich direkt. Benedikt Azuki zu Recht fast genauso sehr wie Justin Kleckers. Ganz stark. Schöne Teamleistung. Ja, und da hat man jetzt wieder gesehen, klar, man kriegt 1, 2 Plays, die funktionieren gut, aber dann kommt wieder die Zuordnung der Defense, funktioniert wieder und dementsprechend schneller Turnover. Ja. Wichtig. Ja, und die Glocke hat mal wieder geläutet.
Also wieder mal ein Big Play der Ravens. Oh, ist und Akiva. Jetzt Akiva Wedge mal wieder mit einem schönen Move da und hat das First Down. Sicher. Aber auch da wieder. Eigentlich war das ein Lauf für 5 Yards. Dann macht er nochmal den Sidestep. Ja. Bricht den Tackle. Ja, was man jetzt immer schon sehen kann, das ist immer so ein dieser Sidestep da, ne? Genau, wenn man Running Backs, also gute Running Backs sieht, die laufen in die Mitte und dann bewegen die sich, ich sag mal, so treppenartig nach außen, ja, so ein bisschen. Ja. Das ist wirklich so Stück nach vorne, Stück raus, Stück nach vorne, Stück raus, Stück nach vorne. Und genau so bewegt er sich sozusagen Richtung Sideline langsam, ja, und macht dann einfach das First Down ein. Im Normalfall, also viele hätten da jetzt den Kopf runtergenommen, wären in den Kontakt gegangen, hätten 2 Yards gemacht und jeder hätte gesagt, okay, lauf durch die Mitte, 2 Yards passt. Und er macht halt diesen Treppenmove. Ein Sidestep, hat 2 Leute liegen gelassen. Nächster Sidestep im Tackle, bricht den Tackle und holt nochmal die 3 Yards und das First Down. Also das ist halt echte Klasse. Und auch da wieder Akiva Wedge, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Wieder für ein First Down, ja. Fast wieder, ja. Ein Yard hat, glaube ich, gefehlt. Da sind ja schon plus 5, stehen ja fast schon immer drauf. Also ich hab's im ersten Testspiel schon gesagt, der Mann ist einfach ein Cheatcode auf 2 Beinen. Der hat Speed, der hat unglaubliche Cuts. Wenn der einen Stiffarm auspackt, dann fliegen die Leute im Prinzip wie bei Henry in der NFL, ja. Ja, genau. War, glaube ich, ja MVP in der französischen Liga, richtig? Ja. Und das ist eine der besten der Welt. Genau, jetzt sieht man noch warum. Ja. Nee, gerade, wie gesagt, einer der stärksten Ligen hier in Europa. Und da sieht man einfach die Qualität. Und wieder ist er drauf. Jetzt kommt wieder der Sweep Fake. Sweep Fake und wieder Akiva Wedge geht nochmal zurück und macht nochmal richtig Yards. Und geht an der 32, 33 ins Aus. Da sieht man schön, geht durch die Mitte, sieht, da ist alles zu, nimmt einen kleinen Bump-Off vom Linebacker mit, shiftet nochmal nach außen. Und das Interessante ist, er hatte das First Down, nimmt dann nochmal kurz 1 Yard Anlauf. Genau, sieht man jetzt, bumpt sich ein bisschen zurück. Und holt jetzt nochmal 6, 7, 8 Yards extra. Ne? Also genau. Ist einfach, bärenstark. Einfach gute Qualität, kann man nicht anders sagen. Chapeau. So, jetzt haben wir 1. und 10 an der Gegner 32. Also schon wieder klopft man so ein bisschen an die Red Zone an. Jetzt haben wir da 2 Wide Receiver links plus ein Tight End. Und Akiva Wedge hinten dran und jetzt wieder der Play Action. Oh, langes Ding. 1 gegen 1. Und oh, der ist 1-1 und das ist Justin. Quatsch, Tobert. Mein JT. Gott, Jonell Tobert heißt da. Und das ist der Touchdown für die Ravens. Oh, da gibt es aber stark noch. Stark gefangen, unter Kontakt. Aber es war nach einer PI. Defense PI. Genau. Defense Pass Interference sieht man. Guck mal, die Cheers haben jetzt auch schon einen Turm da. Ui. Also langsam wird es auch da immer. Spektakulärer. Und der Touchdown zählt auf jeden Fall. Ja. Also Jonell Tobert richtig gut auch gefangen, trotz Kontakt. Wie gesagt, die Flagge für Defense PI fiel und er fängt den trotzdem sicher. Also genau, der Pass selber, ist ja mal, war vielleicht, sagen wir, ein Meterchen unterworfen, 2. Weil der JT, der hat das tatsächlich schon so gute 1-2 Yards Average Ration, besser gesagt, auf sein Cornerback. Aber gut, da muss er halt noch ein Schrittchen zurückkommen. Aber gut, das holt den Fisch, das Ding einfach easy runter. Ist bärenstark gemacht von beiden. Und ja. Dann haben wir das 47-0. Da sieht man es vielleicht. Genau, da hat er Platz ohne Ende. Genau, da muss er halt noch einen Schritt mal zurücknehmen. Genau, also wenn der Lukas das Ding ganz hinten in die Ecke reindonnert, dann 2 Yards weiter wirft, dann wird es ganz entspannt. Aber das hat man auch schon gesehen. Sag mal, allein der körperliche Vorteil vom JT, der ist, glaube ich, gefühlt 2 Köpfe größer gewesen als sein Cornerback. Und, hat ein paar 10, Kilo mehr. 10, 15, 20 Kilo schwerer. Genau. Und dann prallt er ab wie von der Mauer. Ja, 47-0. Ja, und wir sind gerade mal im dritten Drive, glaube ich, oder vierten Drive der zweiten Halbzeit. Nee, nicht Interception, Jonell Tobert, Touchdown, aber ansonsten stimmt es. Oh! Und der ist mufft! Oh, der ist frei! Jetzt fliegen sie da rein und er holt ihn sich zurück. Ui, 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 ui. Boah, also, da kam, ich glaube, Nash auch wieder angeflogen. Ja, den hat er ganz komisch unterschätzt, vom Bein abgeprallt, glaube ich. Ne? Also sah ein bisschen ganz seltsam aus. Der ist so weit abgeprallt. Und jetzt
Schauen wir mal. Oh, oh, auf dem Fuß. Ja. Und da kommt Nash geflogen und ja, da war der Gegner Marvin Becker ein bisschen tiefer, darum ist Nash so ein bisschen drüber geflogen. Aber da merkst du, was das auch für ein Ballhawk ist, ne? Der ist sofort, hat er gesehen, ja, der Ball ist frei und dann hat er nochmal 2 km/h zugelegt. Genau. Wie gesagt, ich hab's am Anfang des Spiels gesagt, Special Teams könnten Knackpunkt sein. Und wieder der Lauf über Jo Kaufmann und da ist die halbe D-Line inklusive Linebacker da. Der Isaiah ist auch wieder mit am Start. Isaiah bringt ihn auch wieder zu Fall und dann finishen es 2 andere. Ja. Also Isaiah hat tatsächlich heute auch macht heute ein Mörderspiel. Eine gute Chance auf den MVP, würde ich sagen. Ja. Weil A macht ordentlich Druck, ist viel im Backfield, auch viel am Ballträger und am Quarterback. Ja, also ich sag mal, offensiv geht es eigentlich genau, zwischen Akiva Wedge und Lukas Wiffelsieb für mich. Weil der auch einen richtig guten Job macht mit viel Ruhe. Und defensiv ist auf jeden Fall Isaiah vorne mit dabei. Oh, da ist er wieder. Wieder. Und da. Ball ich glaube, der gut. War out of bounds. Ja, ich glaube, er war inbounds mit dem Knie drunter unten. Ja, ich denke auch. Ich denke, er sah ein bisschen aus, weil er auf den Knien im Ausstand. Ich denke, das Knie war drin noch. Gucken wir nochmal. Also es wird auf jeden Fall gegeben. Auch wieder viel, viel Druck durch Hannes Sell und Isaiah Ward. Ja, war das Knie auf der Linie. Nee, aber also. Okay, im Endeffekt. Genau. War mit Wiederholung wahrscheinlich nein. Knapper Call, genau. So knapp. Aber noch gut rausgespielt vom Quarterback. Ja, war eine gute Aktion. Und auch gut gefangen. Ja. Und auch da wieder Tackle for Loss. Nee, also bei 3. und 4 Joe Kaufmann in allen Ehren. Guter Running Back, aber Play Calling nicht gut. Also ich sag mal so, gerade bei so einem 3. und 4, okay, vielleicht sage ich, okay, ich nehme die Play-Action. Oder Play-Action, ja, genau. Vielleicht mal einen kurzen Screen oder einen Short-Yarded-Pass, einen Quick-Pass, irgendwie so eine kurze Slant-Route, schnelle Flat-Route, irgendwas, was schnell rausgeht. Gerade wenn die D-Line so viel Druck macht. Vielleicht erklärst du mal, was ist eine Slant-Route? Genau, eine Slant-Route ist einfach, es gibt Quick-Slant oder normalen Slant, das sind so 2-3 Yards geradeaus und dann wirklich in einem sehr kleinen Winkel nach innen, dass man so irgendwo Richtung Linebacker-Reihe reinkommt. Ja, so unter, so über 45 Grad, irgendwie so bei 60, 70 Grad teilweise, je nachdem wie eng man es spielt, geht es dann so in die Mitte. Ne? Oder eine Flat-Route, tatsächlich Dreck raus, auf 2-3-4 Yards tief. Im Optimalfall bei so einem 3. Down läuft man dann in der Regel so eine Route oder so eine Out-Route, wie man es nennt, auf die First-Down-Linie, dass wenn er den Ball hat und dann noch einen Hit kriegt, auf jeden Fall das First-Down hat. Ja. Aber ich sag mal, bei so einer dominanten Defensive-Line. Also das heißt, die Out-Route, der Receiver stellt sich quasi auf den Marker und wartet da auf den Ball. So in etwa, oder läuft meistens ein Yard drüber. Du hast vielleicht dann einen Receiver, der tief geht, der einfach auch zwei Verteidiger mitbindet. Zum Beispiel. Und der Rest, 2, 3, stellen sich dann im Prinzip auf die Linie und gucken, dass sie das erreichen. Oh, 4. Quarter. Jo. Ja, Seitenwechsel tatsächlich. Genau, also, oder man macht geht das jetzt sowas wie so eine Crossroute. Ne? Das ist irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall musst du ein bisschen kreativer rangehen. Genau, und halt schnell raus den Ball. Und jetzt also die Ravens mit dem nächsten Drive an der eigenen 34, glaube ich. War Niklas Kamps gerade auf dem Feld auch. Ja. Oh. Guckt aber gar nicht hin. Und Juju kriegt den Ball, und hat ihn gefangen, ist unterwegs und geht in die Endzone. Touchdown Ravens. Juju Minut. Was Ding wieder. Schönes Ding. Durch die Mitte. Perfekt geworfen wieder von Lukas Wiffelsieb. Und Juju macht den Touchdown. Ja, schönes Play. Also da geht er wirklich auf so eine 66 Yards. Ich weiß nicht, ob es eine Post oder so eine Seam Route war, wo er dann so leicht über die Mitte crossed.
Gut, der Lukas haut das Ding da so mit so einem schönen Zuckerpass direkt in die Arme rein. Perfekt, das Ding. Also muss auch keinen halben Schritt Tempo rausnehmen. Nee, genau. Und dann, gewinnt das einfach das Laufduell am Ende. So, Stormy. Oh, Snap viel zu hoch. Ah. Stormy nimmt auf, aber... Ah. Ja, ich glaube, der normalerweise ist ja auch der Nicky Tenwinkel, ja, ist ja der Long Snapper. Und der ist heute nicht da. Daher kann man sagen, okay. Ist wohl doch nicht im Urlaub, sondern hat eine leichte Schulterverletzung, habe ich jetzt gehört. Genau. Ja, wir hatten auch vorhin gehört, also es hieß erst, dass er eventuell noch in der zweiten Halbzeit reinkommen könnte. Ja, aber zu uns hier gab es die Information. Aber gut, selbst wenn es die Möglichkeit geben würde, wäre es Blödsinn. Sag ich mal, wie ähnlich wie beim Nikolai. Auch wenn er jetzt, sag ich mal, wieder spielen könnte, warum was riskieren bei einem Spiel, wo es, sag ich mal, das Ding so gut wie gegessen ist. Ne? Naja, wie gesagt, also er hätte nichts riskiert, er würde hier sitzen und mit uns kommentieren. Das war der. Ah, okay. Das war die Ansage. Aber Dann habe ich es falsch verstanden. Nee, das riskiert jetzt nichts, außer, keine Ahnung. Vielleicht, wenn er Quatsch erzählt, den guten Ruf. Ah. Nein, alles gut. Ich glaube, der Niki wird das auch super machen. Ist ja auch ein ganz pfiffiger, eloquenter Typ. Und auch schon lange, lange dabei. Ich weiß gar nicht, 4 Jahre bei den Ravens jetzt? Der kam auch, ich glaube sogar länger. Kamen die Jungs nicht auch? 18? Mitte 18? Kann auch sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ist auf jeden Fall ewig dabei und eigentlich... Oh, schöner Hit. Oh, stark. In jedem Jahr eigentlich Top-Receiver gewesen. Ja, starke Hände, gute Awareness. Also ja, schnell, ja, kräftig. Also ich erinnere mich an den Touchdown, wo war es in Dortmund, glaube ich, letztes Jahr, wo er den an der 5 fängt mit 2 Leuten an sich dran und das Ding noch in die Endzone wuchtet. Ja. Also ganz, ganz starker Receiver. Na, guter Block tatsächlich von der Nummer 97. Das Laurenz ist Laurenz Esser. Laurenz Corbinian Esser. So, starten wir an der 14. Oh, wieder die Bunch Formation hier unten. Dieses Dreieck, was man sieht, das nennt sich die sogenannte Bunch Formation. Ganz im Bild. Speed Option, ja. Und Feierabend. Bringt aber gar nichts. Schöner, tiefer Tackle da. Von Elias Yassai. Ja. Ja, da hat der Ramon schon wieder, das Fadenkreuz ausgepackt. ich kenne den Ramon ja jetzt auch schon ein bisschen, also sehr, sehr netter, sympathischer Typ. Ja. Auf dem Spielfeld, aber auch ganz fieser Typ. Auf dem Spielfeld ein echtes Tier. Aber dass ich ganz kurz geärgert habe, so, ach schade. Erinnere mich an einen Sack in der vergangenen Saison, wo er dann in den Quarterback reinrennt und den fast in die eigene Endzone schießt, nach 20 Yards Entfernung. Hast du nicht auch Aachen? Kann sein, ja. Ich glaube schon. Ich glaube, es war tatsächlich auch Aachen, ja. Das war schon... Und da fliegt wieder jemand durch. Und da passt die Interception. Oh. Wer war es denn da? Ich glaube, Alexander Sokolski, der da zu Fall kommt. AJ. Ich meine, es war die 10, ne? Oder ist die Benedikt Azuki die 20? Kann man jetzt ein bisschen. Habe ich jetzt nicht genau gesehen? Ja, doch, müsste die Nummer 10 sein. Die steht jetzt auch da. Ja. Also, Total Yards 429 zu 56. Das ist halt schon ein Wort. Das heißt, wahrscheinlich, wenn nicht wahnsinnig was passiert, werden wir auch dieses Spiel wieder über die 500 Total Yards kommen. Unfassbar. Ja, vor allem gerade, gut, sieht man halt im Ergebnis. Ne? Also. Oh. Wieder fliegen sie da durch. Ramon Franco war das, glaube ich, der da im Blitz. Yep. Und Tristan Nuber. 2 Blitzer. Ramon Franco und Tristan Nuber fliegen beide durch. Da ist geknallt. Die D-Line beschäftigt die O-Line ganz alleine und die beiden Blitzer da sieht man. Scherbeln durch. Und schön, einer hat. Oh. Der Ramon schlägt da ein. Ordentlicher Einschlag. Von Ramon und Tristan. Ja, ist halt sicher auch, zu. Ist auch als Running Back sehr unangenehm. Wenn da der Ramon ankommt, das ist schon so, hat schon so D-Zug-Charakter. Nicht schön. Ja, 4. und lang Punt. Guck mal, vielleicht sehen wir jetzt mal einen geilen Punt aus der eigenen Endzone.
hat auch immer so ein bisschen Potenzial für ein Safety, weil wenn es da einen Foul gibt, wenn der Ball in der eigenen Endzone ist. Oh, schlechter Punt. Aber der ist gar nicht gut. Ah, geh weg. Einfach weg. Einfach weg. Ja, Elias Yassai schiebt da auch den Gegner zur Seite. Ja. Und jetzt wieder starke Feldposition an der gegnerischen 31. Eben haben wir von der eigenen 36 in einem Play den Touchdown gehabt auf Juju. Mhm. Und das ist halt, das finde ich auch so beeindruckend bei Juju. Der macht unglaublich viele Yards after Catch. Ja, hier haben wir die Stats dazu. 4 von 5 Catches, 122 Yards, 30,5 Average, 2 Touchdowns. Ja, also auch das ist MVP-würdig. Ja, genau. Vor allem, wenn man sieht, die 122 Yards. Ich glaube, Yards after Catch davon bestimmt die Hälfte, locker. Und das zeugt halt schon von der Qualität von einem guten Wide Receiver beziehungsweise einem Tight End. Genau. Na, und ich erinnere mich an so seine Coming-out-Party, das war dieser Touchdown vergangenes Jahr in Münster, wo er auch dann von der eigenen 10, glaube ich, den Pass kriegt, so ungefähr an die eigene 30, mit einer Bewegung die beiden Safeties aussteigen lässt und Hartgas gibt und keiner kommt mehr ran. Der hat richtig Speed, der Junge, und hat dann auch die Kondition, das Ganze über 80 Yards aufrechtzuerhalten. Ja. Auch das ist ja durchaus nicht immer gegeben. Und also Juju hat eine unfassbare Entwicklung genommen in der vergangenen Saison und dieses Jahr vom Start weg absoluter Go-To-Guy. Auf jeden Fall. Und ist auch mit seiner Physis in der Lage, auch mal mit ein oder zwei Leuten an den Hacken hängen, noch mal ein paar Yards zu machen. Ich glaube, die Defense von Aachen hat ein bisschen umgestellt. Die spielen jetzt nicht mehr eine 3-4. Schöner Pass wieder raus da. Seat Rausch ist das, glaube ich, und der macht einen First Down. Wir hatten es ja Anfang der ersten Halbzeit gesehen, 3-4 gespielt. Ich sehe jetzt, die spielen, glaube ich, jetzt umgestellt auf eine 4-3 tatsächlich. Können wir mal schauen. Ja, tatsächlich mit 4 Defense-Line-Spielern jetzt. Wollen wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck auf die Line geben oder gegen den Lauf ein bisschen spielen. Ja, die Ravens O-Line auch schon sehr dominant, muss man wirklich sagen. Ganz stabil, nichts durchgekommen. Genau. Also ein, zwei Mal musste Lukas Wilfelsieb mit einem Sidestep irgendwie was machen, aber auch der hat dann die Ruhe und bringt trotzdem den Pass noch an. Er muss nur nicht einmal irgendwie unter Panik den Ball wegwerfen. Wir haben jetzt noch keine Situation gehabt, wo die Box, sag ich mal, komplett kollabiert ist. Wieder Play-Action und dann der schöne Pass auf JT. Dass mal einer vielleicht mal durchkommt, okay, den kann er dann aussteigen lassen, aber er hat dann tatsächlich auch die Ruhe zu sagen, okay, von der anderen Seite kommt wahrscheinlich keiner. Genau. Einfach, weil er seiner O-Line vertraut und weil er weiß, okay, die Jungs, die stehen da und die halten mir den Rücken frei. Ja. Das ist halt auch ganz wichtig für einen Quarterback, dass er so ein Vertrauen hat in seine Big Five da vorne, dass er einfach so ruhig dann spielen kann. Ja. Oder, Entschuldigung, nicht die Big Five, die Pfannkuchen-Manufaktur, genau. Grüße gehen raus. Und viel Liebe. So nennen sie sich bei Insta, die Pfannkuchen-Manufaktur. Da haben sie der passt ein bisschen zu hoch auf Seat Rausch. Ja, dem wollen sie jetzt gerne natürlich noch einen Touchdown geben gegen sein altes Team. Aber passt ein bisschen zu hoch. Und jetzt dritter Versuch und 5 in der Red Zone an der 11, an der 16. Ja gut, jetzt haben wir ein paar Optionen. Also ich persönlich würde sagen, okay, komm, wir gehen erstmal aufs First Down und holen uns 3 neue. Irgendwie mit einem kurzen Pass. Ja, oder du nimmst halt den tiefen Schuss, ne? Ja, wobei gut, dann müssen wir halt danach aufs Field Goal gehen. Vielleicht so eine kleine Play-Action. Ja. Oh. Und jetzt mal ein bisschen Druck da. Bleib ruhig und bring den noch an! Out of bounds, schade. Nee, war aber out of bounds. Schade. Auf Juju Minute. Aber der Stormy übrigens jetzt. Ja. Da kamen jetzt 2 Leute mal durch. Also kleine Erklärung übrigens noch zur Pfannkuchenmanufaktur. Man spricht, wenn man den D-Liner auf den Hintern setzt und quasi drauf liegt, spricht man vom Pancake, also vom Pfannkuchen. Und darum halt die Pfannkuchenmanufaktur, weil sie sagen, wir machen sie alle platt. So. Genau, alle mal gerne ein Like da lassen, müssen wir sie followen auf Insta. Da ist ganz, ganz viel Content geboten und viel Witziges. Jetzt der Snap. Oh, das ist schwierig, aber der ist gut. Ist gut. Schönes Ding. Der ist gut. Ja, und haben wir die
Stormy damit aus, ja, was war's? Aber die extra Punkte wieder ausgeglichen. Aus 36 Yards ungefähr. Zu 56-0. Also man nähert sich dem Ergebnis der Vorsaison an. Da waren es 62-0. Ja. Und ich meine, das ist wieder ein 50-Burger. Das, man verliert so ein bisschen, finde ich, bei den Ravens das Gespür dafür, wie viele Punkte das eigentlich sind. Ja. Ja, man ist so dran gewöhnt, solche Zahlen zu hören. Ja, normalerweise sagst du, ein hoher Sieg ist ein, weiß ich nicht, 30-10 oder so. Zum Beispiel, ja? Genau. Und hier hast du zu Nulls all over the place und dann 50-Burger, 60-Burger und letzte Woche 80, 81 halt. Ja. Das ist einfach ein unfassbares Wort, was diese Offense produziert, was die Ravens als Team produziert oder teilweise auch die Defense produziert. Ja. Letzte Woche Max Emmerich, diese Woche Jason Oshedin. Also auch die ist immer wieder mit Punkten dabei und bisher für die Saison 12 Punkte im Plus. Genau, also wie gesagt, es ist halt gerade, schlechter Kickoff. Gerade in der, wie gesagt, Defense ist das eine Ding, klar, die Null zu halten, ist das eine, aber zum anderen auch tatsächlich fast in jedem Offense-Drive mit Punkten da rauszugehen, ja, ist halt sehr, sehr beachtlich. Ich sag mal, in der Regel spricht man vielleicht von einem Three-Score-Game, wo man sagt, okay, man hat den Gegner dominiert, ja, aber wir reden ja hier schon von 8-Score. Ja. Da sind wir ja schon wenn du damit hinkommst. Jenseits von Gut und Böse. Aber ich habe ja noch die Hoffnung, dass wir dieses Jahr noch ein paar spannendere Spiele sehen. Also sagen wir mal so, 8x7 ist 56, ne? Ja. Da waren wir letzte Woche deutlich drüber. Ja, definitiv. So, der Jonas schwört unten nochmal seine Jungs ein. Ja. Aus der O-Line, der Steffen. Ja, also der Steffen sitzt, den habe ich gar nicht gesehen. JT ist gerade mal auf der Liege, wird ein bisschen behandelt. Am Knie offensichtlich, rechtes Knie. Wahrscheinlich da einen Schlag drauf gekriegt. Ja, gut. Passiert. Das passiert im Football, aber genau. Aber sieht nicht dramatisch aus. Nein, nein. Sieht alles gut aus. Ich gehe mal davon aus, so unten in der Offense, der Steffen wird den Jungs nochmal sagen, pass auf, wir probieren jetzt ein paar Sachen vielleicht mal aus. Einfach gucken wollen, wie funktioniert das einfach. Jetzt hat man im Prinzip ein bisschen Zeit, einfach mal irgendwas zu versuchen. Und ja, dass man einfach sagen kann, irgendwas, was wir noch nicht gespielt haben. Und jetzt Errol Tekindak kriegt mit Tempo den Ball übergeben, geht mit Tempo, mit fast in vollem Lauf in den Kontakt rein mit Torben Höffler und macht danach vielleicht ein halbes Yard, weil Torben wie eine Mauer da steht, zugreift. Hammer. Ja. Versucht dann noch den Stiffarm und Torben sagt, aber nicht mit mir, Kollege. Also nee, auch ganz, ganz stabil und damit 2.10, weil es genau in der Line of Scrimmage gestoppt war. Ja, genau, also wie gesagt, der Ramon hat ja vorm Spiel gesagt, so ein bisschen, ja. Und jetzt der schlechte Snap und der ist frei und den holt er sich zurück. Da zwei Ravens behindern sich so ein bisschen gegenseitig, als Isaiah Ward und Max Emmerich. Ja, genau, also der Ramon hat ja vorm Spiel gesagt, ja, da kommt nichts über die Mitte. Andererseits, man sieht es teilweise auch in den Plays auch von Aachen. Es ist nicht so, dass die Plays nach außen hin designt sind, sondern es ist einfach der Ramon einfach zu. Und der Torben zum Beispiel, ja, die machen halt die Löcher schnell Christian zu. Huber. Dementsprechend, ja, da musst du halt dann rausscramblen, ja, als Running Back. Ja, und überhaupt erstmal die D-Line. Ne? Ja, genau, einfach, also das kommt ja noch dazu. Das ist ja mal das Erste, ne? Da hast du dann vorne Isaiah Ward, du hast Jan Köhler, der vielleicht heute nicht so unglaublich in Erscheinung tritt wie in den Testspielen, aber der macht einfach auch wahnsinnig was nicht. Du hast den Kai-Patrick May, ja, du hast Khan Ari, also das sind ja auch richtig, richtig starke D-Liner einfach, die nicht nur, ja, viel Druck machen, jetzt kommt wieder da Max Emmerich durchgeflogen. Ich habe mich schon gewundert, warum die Jungs so schnell durchkommen. Ja, aber im Screen vielleicht also, 2 Yards gemacht. Die Offense-Line lässt die Defense-Liner super durch, ja. Ende. Genau. Was halt ein bisschen fehlt, ist, ne, die lassen die Jungs super durch, aber dann und jetzt irgendwie jetzt blocken sie halt mit nicht. Zwei Mann
Also der Torben geht einfach an zwei Offense-Linern vorbei. Ja. Anstatt, also, sag ich mal, normalerweise muss er direkt sterben. Genau. Übertrieben gesagt. Her, der müsste nochmal so eine eingeschenkt bekommen. Ja, vor allen Dingen, die müssen ja Tempo aufnehmen. Die standen ja dann. Wenn die Tempo aufnehmen mit 150 Kilo, dann kriegst du die auch nicht so schnell gestoppt. Genau. Ne, wenn es gut funktioniert, hat man ein bisschen auch letzte Woche gesehen bei dem kurzen Screen hier direkt vor der Endzone. Ja. Ja. Da läuft Musa dann einfach mal links vorbei, genau. Setzt den Blinker. Genau. Ignoriert sein Screen, aber. Genau, das. Wie gesagt, das Ding heißt ja Screen, weil ein Schutzschirm davor. Genau, weil es halt so eine Art Schirm ist. Und wieder sofort zugegriffen, das ist Jan Köhler. Ne, weil die Offensive Line ja so einen sogenannten Schirm bildet vor dem Ballträger dann. Ja. Aber gut, es sah eher aus ein bisschen wie so ein Sieb, was da vor dem hergelaufen ist. Vor allen Dingen, das war jetzt dieser Screen, das war einfach ohne Überzeugung. Ich meine, da fliegt Jan Köhler durch und richtig Verlust da. Guck mal, wo das First Down wäre. Ui. Vierte und, warte mal, 25, 30, 10, 27. 27 sind es, aber ist egal. Ui. Oh, schlechter Snap. Oh, das ist jetzt Safety drauf. Und der pantet dann noch weg. Finger weg. Oh. Das war jetzt viel gewollt von AJ. Ja. Und dann macht JPD da alles, aber gut noch vom Panther rausgebracht, muss ich sagen. Also eigentlich war das schon fast sicher ein Safety. Ja. Da waren sie tatsächlich, ich weiß nicht, wer ist da durchgekommen, der Jan Köhler und hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Noch, ich glaube, 84. Ja, die beiden Jungs. Oh, schön eingeschlagen. Ja. Jan Köhler. Und Quatsch, ach, hier. Ach, hier sind wir. Sebastian Beiß. Ja, wieder eine gute Feldposition an der 25. Also ich sag mal, mit ein bisschen Pech kriegt Jan Köhler da sogar noch einen Roughing the Kicker. Weil ja, nee. Aber ja, wie gesagt, bei einem Fumble. Nein, das Problem ist, er ist im Tempo, er kann überhaupt nicht stoppen, die Physik ist dagegen. Aber trotzdem haben wir selbst in der NFL solche Flaggen gesehen. Ja, wie gesagt, wenn er den. Also, ich find's goldrichtig, das nicht zu werfen. Akiva auf Quarterback, gerade gesehen. Jetzt gerade Flagge da. Haben wir wieder zwei Flaggen. Und wieder Akiva, der geht selber. Und bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt. Ordentlich Wiese. Also entweder wieder. Die zeigen schon wieder. Vielleicht hört man jetzt mal, was er sagt. Schauen wir mal. False Start Offense. Es gibt keinen Fallstart-Offense im laufenden Spiel. Da müsst ihr abpfeifen. Ich schaue gerade mal rechts rüber, weil der Bolle sitzt hier. Der ist ja so ein guter Schiedsrichter. Der weiß bestimmt, ob das Zeichen für Fallstart auch Illegal Formation ist. Ist das gleiche Zeichen? Ja, ja, er sagt gerade, ja, ist es. Wir wissen noch nicht, ob es dann eine Illegal Formation ist. Normalerweise ja. Also aber wird die nicht auch sofort abgepfiffen? Nee, ich glaube nicht. Eine illegale Formation wird nicht sofort abgepfiffen. Nicht sofort abgepfiffen, okay. Aber ein False Start wird in der Regel sofort abgepfiffen. Eine Auszeit. Verbleibende Spielzeit 1 Minute 56. Also, jetzt hat man gehört. Warning. Ja, also hin und wieder hört man ihn dann doch. 2-Minute Warning, also 1,56 noch auf der Uhr. Die Ravens mit Ballbesitz an der gegnerischen 30. Das heißt, man hat jetzt durchaus die Chance, hier nochmal 60 draus zu machen. Lässt ihr mal den Akiva jetzt auch mal werfen. Das wird auch mal schön. Ja. Akiva läuft wieder selber. Und mit dem Option geht er zum First Down und ins Aus. Ist sehr ekelig. Das ist unfassbar. Der nimmt den Ball nicht unter 12 Yards in die Hand. Ja, aber das ist unglaublich. Das Ding ist halt auch. Selbst wenn man weiß, okay, da hinten steht der schnellste Mann, der wird wahrscheinlich laufen. Ja, okay. Und der macht es halt trotzdem. Ja, der macht es halt trotzdem, genau. Wahrscheinlich kannst du denen die Spielzüge auch gescriptet schicken und ich könnte es trotzdem nicht verhindern, weil der einfach so stark ist, so das gut die Beine bewegt, Auszeit, Krefeld. Gut, das ist ein Timeout. Also er hat immer die Beine in Bewegung. Er hat einen tiefen Schwerpunkt, er hat wahnsinnig Power, kann eben dann auch ein, zwei Tackles mal brechen, dreht sich raus, es ist wie so ein Aal, den du mit den bloßen Händen fangen willst. Genau, also, der ist halt
klein, kompakt, quirlig, haben wir schon öfter mal gesagt, er hat viel Kraft, ist schnell, er ist halt einfach fertig. Ne? So, sag mal, wenn man jetzt sich so den Stereotypen des guten Running Backs anschaut, ja, ist halt er. Ne? So, ja. Er hat halt die ganzen Attitudes, die man halt braucht, um erfolgreich als Running Back zu sein. Ja. Und dazu hat er auch noch gute Hände und kann werfen. Absolut. Ja, und die Fans sehen jetzt da vor sich wieder die Inspire Dancers, die auch eine richtig gute Show machen. So. Also das komplette Football-Paket hier in der Grotenburg mit richtig starken Ravens. So, wird wahrscheinlich die letzte Angriffsserie sein von Krefeld. Ja. Wobei, das haben wir letzte Woche auch gedacht. Und dann gab es noch ein Interception. Oh, Berg als Center? Dennis Berg als Center. Boah, das hat lange her. Oh. Und der Pass da auf, ich glaube, Niklas Kamps ist das, ne? Ich weiß gar nicht, hat der Adu... Ja, Niklas Kamps. Der Adu Blass sich verletzt, oder? Probieren Sie mal was aus. Der Konstantin Blass, also Adu. Ja, ja. Kurz gesagt, der ist da. Adu heute, ist der ja, da? Der ist ja, die ganze stimmt, Zeit da. Also. Ja. Deswegen aber der Dennis Berg jetzt mal als Center. Ja, den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Na, ich hatte eben auch mal irgendwo in einer Situation, ich weiß gar nicht, irgendjemand anders als Center gesehen, hatte ich mich schon gewundert, ob Adu da ist. Der Dennis hat früher mal Center gespielt, ist zwar 10 Jahre her, aber kann er noch. Ja, vielleicht müsste der Adu auch irgendwie terminlich... Und jetzt Leon Hoffmann, schöner Cutter! Oh, und... Kurz vorher gestoppt. Holt 5 Yards ungefähr, vielleicht 6. Ah doch, der Adu, der steht da unten, sehe ich gerade, an der Tribüne unten. Ja, da vorne direkt am Ausgang. Ja, Auszeit Krefeld, zweite mit Auszeit. Cookie. Genau, also wie gesagt, da wird es wahrscheinlich ein bisschen durchrotiert, ein bisschen Backup spielen lassen. Ja. Genau, lass einfach mal den zweiten Center ein bisschen Spielpraxis nochmal zusätzlich nehmen. Ja, übrigens bei Dennis Berg haben wir ja in der vergangenen Woche schon angesprochen, eigentlich mittlerweile D-Liner, hat sich jetzt bereit erklärt, in der O-Line zu spielen. Der Mann, der alles macht. Der Mann, der alles macht, genau. Genauso wie Kai Patrick May, der zwar grundsätzlich in der D-Line bleibt, aber gesagt hat, ich nehme eine O-Line-Nummer, damit ich O-Line spielen kann. Da sehen wir sie. Genau, da haben Adu wir die schönen Jungs. Der Anführer der Pfannkuchenmanufaktur. Ja. Der Chefkoch. Ja, herrlich. So, der jetzt Lehrer. Dritter Versuch und 5. An der 10. Was machst du da? Willst du laufen? Willst du passen? Was willst du spielen? Schwierig. Schön Screen. Also wenn ich den Akiva auf dem Platz hätte, eine Option. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, da vielleicht genau eine Trips auf eine Seite, eventuell eine Option, einfach nur fürs First Down nochmal zu gehen. Ja, Trips haben wir, wenn genau. Wenn man Glück hat, kommt man durch. Die Line ist stark, die Runner sind stark, die da hinten drin stehen. Aber vielleicht nimmt er auch einen Schuss oder einen kurzen Pass nach außen. Ah, da geht's selber. Oh, der Chip. Oh, nee, da hätte er selber Oh, da war ein bisschen Abstimmungsprobleme. Der Pitch war nicht gut. Ja, der Pitch nicht gut. Das war ein Rückwärtspass oder ein Lateral Pass, wie es heißt. Ja. Das ist zur Seite und damit ist es dann kein Incomplete Pass. Das ist nur bei einem Vorwärtspass, genau. Sondern ein Fumble. Und wenn Leon Hoffmann den hätte aufnehmen können, hätte er auch weiterlaufen dürfen. Ja, da war irgendwie nicht genug. Aber der Ball springt dann eben komisch. Da sehen wir es. Springt hoch, springt wieder runter und kommt nicht hin. Und da kommen eben 3 Aachener. Ja, ja. Genau. War gut. Vielleicht ein bisschen zu wenig Abstimmung. Zu wenig miteinander trainiert an sich die beiden Jungs in der Kombination. Und dann gibt es da ein bisschen Abstimmungsprobleme. Das muss man schon ein bisschen einstudiert haben. Aber gut. Okay, also wir werden gelobt. Mehrfach haben wir jetzt gerade übermittelt bekommen. Also nochmals vielen, vielen Dank dafür. Und ja, schön zu hören. Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank. Was ist da los jetzt? Weiß nicht. Kann sein, dass Aachen jetzt abkniet. Krefeld hat 2 Auszeiten genommen. Ja. Also Aachen kniet ab. Ja, ja. Tatsächlich, Dortmund hat das in der vergangenen Woche erlebt. Man hat dann selber nochmal gespielt. Und im Endeffekt gab es dann doch nochmal den Touchdown für Krefeld nach der Interception. Und jetzt sagt Dortmund, okay, also 56 reichen uns. Ja, genau. Und vielleicht, bevor sich da einer verletzt oder so, spielt es zu Ende.
Vielen Dank nochmal an die Zuschauer für die lieben Grüße und danke, danke. Ja. Hören wir gerne. Absolut. Und wir haben hier ein richtig schönes Spiel aus Ravens Sicht gesehen. Für die Aachener, ja, ich sag mal, im Endeffekt, man hat ein paar Fehler gemacht, ein paar Fehler zu viel, aber eigentlich über weite Strecken auch gar nicht so übel, gerade in der Defense. Ich sag mal, so ein paar Dinge, wie beispielsweise eben dieser Screen. Ne? Dann muss ich als O-Liner natürlich mit Autorität durchgehen. Wenn das mein Job ist, dann falzt sich alles nieder, was kommt. Ich bin da als Elefantenherde eingestellt. Ja, genau. Und nicht als Sightseeing. Ne? Ja, ist ja, ja so. Genau. Ja. Wie gesagt, ich darf also, da nicht stehen. Wie gesagt, grundsätzlich muss ich sagen, Aachen war definitiv stärker als Dortmund letzte Woche. Auf jeden Fall. Aber da hat man jetzt heute hat man tatsächlich gesehen, wie gut die Qualität der Spieler an sich ist. Zum einen. Der Ravens. Der Ravens. Und zum anderen natürlich auch sowohl vom Navi als auch vom Steffen. Sehr, sehr gutes Playcalling, gut gescoutet. Und dementsprechend hatte Aachen auch einfach keine Chance, überhaupt irgendwie die Kontrolle über das Spiel zu haben. Wie viel macht eigentlich in so einer Situation, in so einem Spiel, wie es heute läuft, das Scouting aus tatsächlich? Eine Menge. Also das Scouting macht immer sehr viel aus. Wir hatten in der Vergangenheit immer den Vorteil, dass unsere Coaches und unsere Analysten immer einen sehr, 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 sehr guten Job gemacht haben. Und wie gesagt, damals hatten wir noch den Florian Penz als Defense Coordinator. Der war so, ich sag mal, der Statistik-Guru. Ja. Also ich weiß, der hat sich teilweise stundenlang abends noch hingesetzt für irgendwelche Statistiken. Heute, ein absoluter Football-Verrückter. Genau, heute. Falls er zuguckt, liebe Grüße auch an Flo. Lange, lange Jahre hier, DC. Genau, liebe Grüße, genau. Heute, ich weiß nicht, wer es genau alles macht, wer wie welche Aufgaben da übernimmt, aber es wird sich nicht grundsätzlich verändert haben. Also ich weiß, dass die Jungs tatsächlich richtige Scouting-Berichte kriegen, wo dann wirklich drinsteht, okay, welcher Spieler bei dem Gegner ist ein Keyplayer? Wie verhält sich der und der Spieler? Was wird gespielt oft prozentual bei diesen Aufstellungen? Gehen die nach links, gehen die nach rechts, gehen die durch die Mitte, wird geworfen und so weiter und so weiter. Und das wird so tief etabliert, dass man dann einfach teilweise vorher schon weiß, was der Gegner spielt. Ja, und jetzt lasse ich dich tatsächlich mal als Feuertaufe hier ein bisschen alleine. Jawohl. Du kannst jetzt noch ein bisschen was erzählen. Und ich mache mir jetzt auf den Weg nach unten und hole mir Interviewpartner. Und ja, bis gleich. Alles klar. So. Ja, dann genießen wir ein bisschen die Show noch. Ah, schöne Bilder. Wie man sieht, also die Tribüne ist definitiv voller als letzte Woche noch bei dem Bombenwetter. Also für alle die beim nächsten Heimspiel die Chance haben, ist am 27., wenn ich mich nicht irre, gegen das Mönchengladbach Wolfpack. Und wir haben noch ein paar Plätze frei, also kommt vorbei, macht die Bude voll. Für alle anderen könnt ihr natürlich gerne wieder einschalten. Da freuen wir uns auch drauf. Ich persönlich werde leider nicht da sein, weil ich da meinen wohlverdienten Urlaub habe. Aber der Sven und der Alex, die begleiten euch da gerne durch das Spiel. Es werden die Jungs ja noch schön hart gefeiert. So muss es sein. Schön. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich ja hier gleich noch einen neben mich. Ein bisschen zum Quatschen. Vielleicht kommt der Bolle gleich noch mal rüber. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Und hier sieht man noch mal schöne Bilder von den Zuschauern. Und der Bolle sitzt, glaube ich, an der Kamera. Der fährt hier schön rüber. Hier sieht man noch mal die Tertena-Crew. Ne, also, was man halt zusammen Spiel macht. Ne, man berät sich ein bisschen, spricht ein bisschen, wählt die MVPs aus. Heute wird es tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen, wer da MVP wird. Also für mich persönlich. Der Isaiah Ward ist einer, der da ganz groß in der Defense für mich aufgeblitzt hat heute.
In der Offense wird es tatsächlich ein wenig schwieriger für mich zu sagen, wer da MVP ist. Akiva eventuell. Der Lukas hat auch ein Bombenspiel gemacht. Ach, hier sieht man unser weißes Ballett nochmal. Und ja, dann hoffen wir mal. Der Sven, der holt sich gleich nochmal einen Interviewpartner oder zwei. Ja, wen hat er da? Das ist wahrscheinlich den Kai gleich nochmal. So. Wie weit ist denn der Sven? Ich muss gerade selber mal rüberschauen. Die Jungs lassen sich jetzt gerade unten noch ein bisschen hart feiern von den Zuschauern. Auch verdient. Ja, Akiva war natürlich auch wieder herausragend. Ne? Ja. Also der Junge ist einfach Gold wert.
die Yards after Catch, die der macht, die sind einfach genial. Ja, okay, der Defense geht wohl an den Isaiah. Wie ich dachte, ja. Genau, das war ganz klar schon mein Tipp. Ja, definitiv. Gerade, also der Junge war so oft im Backfield und das als Nose-Tackle. Ja. Ja, jeder, der ein bisschen Football mal gespielt hat, weiß, wie oft ein Nose-Tackle in der Regel ins Backfield kommt. Eigentlich ja, ich hab letzte Woche noch mit dem Center von Dortmund gesprochen und der sagte einfach, dass in dem Moment, wo er den sich nur bewegt, hat er schon ins Maul gekriegt. Ja. Von Isaiah. Also das war schon geil. Ja. Da und das, diese Snaps, die dann halt der Center von Dortmund gemacht hat, die dann über den Quarterback gegangen sind, das war auch ein Punkt, dass er halt eben Druck hatte. Ne? Und das macht er gut. Team der MVP Quarterback. Für den Lukas, ja, unterschreibe ich auch. Ja, wenig Fehler gemacht. Ja, wie gesagt, der Lukas ist echt, der strahlt eine gute Ruhe aus, tatsächlich. Ja, das stimmt. Macht Spaß. Ja, das stimmt, also, ja. Wie gesagt, selbst wenn er mal ein bisschen struggelt, oder nicht struggelt, ist der falsche Ausdruck, wenn er ein bisschen Trouble hinkriegt, macht mal einen kurzen Step zur Seite, guckt nochmal in Ruhe. Weißt du, wie alt er ist? Tatsächlich nicht genau. Also, alt sieht er jetzt nicht aus und dafür muss ich sagen, hat er wirklich eine gute Ruhe, was ein Quarterback auch braucht, um einfach eine Offense anzuführen, dass er der Leader ist und dass die Jungs hinterherlaufen und das habe ich das Gefühl. Also von außen sieht es auf jeden Fall so aus. Ja. Ja, genauso muss es sein. Ne? Beim Andreas Trepski war es ja damals genau, ja, der genau. Ist auf den Platz gekommen, hat gesagt Kuchen und alle wussten, okay, jetzt geht's los. Ja? Genau. Wie gesagt, ich habe ich vorhin zum Sven schon gesagt, weil ich einmal das Einzige, was ich gerne mal sehen würde, also das heißt gerne in Anführungszeichen, ist, wenn da mal richtig Pressure kommt und er sagt, okay, ich werfe das Ding jetzt und dann fresse ich den Hit. Na, haben wir noch nicht gehabt. Nee, haben wir noch nicht gehabt. Aber das ist halt auch so ein Ding, was so ein Quarterback auszahlt, sag ich mal, oder auszeichnet, wenn er dann wirklich sagt, okay, ich fresse mal einen Hit. Dafür, dass wir ein paar Punkte holen. Ne? So, ja, bis jetzt hat er immer noch die Zeit gehabt, dann auszuweichen, um dann den Pass anzubringen. Aber was ist, wenn er wirklich mal den Schuss hat und dann wirklich frisst, wie du sagst? Genau. Aber ich glaube, da werden wir uns hier alle anschauen und lachen oder grinsen. Ne? Dino mittendrin. Ja, unser kleiner Italiener. So, gucken wir mal, ob das. Alessandro Peduzzo war heute nicht mit dabei, ne? mit seiner Verletzung. Der hat, ich finde, dieses Jahr einen Riesenschritt gemacht, hat sich unter Kontrolle gekriegt, ja. Auch was das Catchen angeht. Hätte ich gerne mehr gesehen. Aber jetzt geht's das nächste Heimspiel gegen Mönchengladbach. Am 27. Und hast du das Datum? 27.5. Ja? Ja. Ja. Also das wird, hoffe ich, ein richtig spannendes Spiel, auch für die Zuschauer. Statistik. Oh, schön, da war 56-0. 465 Das ist 35 schon Yards, 276 Pass-Yards vom Lukas. Boah. 189 Rush-Yards. Penalties haben sich auch verbessert. Oh ja, oh ja. 65 Yards, muss dazu sagen, 30 davon, ich glaube, im ersten Drive. Ja. Ne, also einmal die Unsportsman. Ja, ich hatte ganz kurz auch mit Kai nach dem letzten Spiel gesprochen und der sagte, das ist die erste Schraube, wo dran gedreht wird. Was genau hatten wir, 120 Yards oder ja, irgendwie genau, sowas? Ja, da waren war viel dumme Fouls. Genau, auch, viel dumme Fouls. Wie gesagt, davon waren jetzt, wie gesagt, eine unsportliche, dann gab es eine, was war es, ich glaube, eine Pass Interference war es, glaube ich. Ja, eine OPI, ne? Genau. Offense Pass Interference gab es, glaube ich. Genau, da sind wir schon mal bei 30 und dann, ja gut, ein paar, gab es ein, zwei Offsides. Damit kann man echt leben, aber 19 First Downs zu 4 spricht Bände, ne? Genau. 4 Turnovers, also da, stark. Das ist 4 Turnovers von Aachen, habe ich gerade gesehen, ne? Achso, ich glaube, da war die Statistik ein bisschen verdreht. Also eigentlich muss man es umdrehen, die Turnover verkehrt rum, genau. Dieser eine Turnover von Aachen, das war der jetzt gerade ganz zum Schluss war. Wo es da ein bisschen Verständigungsprobleme gab bei dem Pitch. Ja. Was mir auch noch aufgefallen ist, dass Lukas halt eben nicht auch blind irgendwo in eine Doppeldeckung geschmissen hat oder so, ne, was er gegen Dortmund noch gemacht hat, sondern jetzt wirklich auch gesagt hat, okay, entweder der kommt oder ich schmeiß ihn weg oder ich lass mich tackeln, aber dieses einfach wegwerfen hat er nicht mehr gemacht, ist auch gut, sehr, sehr gut.
Genau. Also wie gesagt, guck mal, wenn ich da sehe, wer da noch alles rumläuft, wer noch gar nicht einsatzbereit ist. Ne? Ja. Also das ist Wahnsinn. Oh, da winkt jemand. So, genau, wir sehen gerade, der Sven, der hat gerade einen Interviewpartner, den Isaiah. Also ja, dann würde ich mal sagen, wir beide verabscheuen uns Tschüss. Jetzt schon mal. Ja, wir hoffen dann bis zum nächsten Mal und wir geben dann mal ab an den Sven und bis dann. Tschüss. So, bei mir jetzt Isaiah Ward, wie wir es schon im Stream so ein bisschen angesprochen hatten, Glenn und ich, heute mit einer überragenden Leistung, Hitman, Defense und ja, Isaiah, starkes Spiel von dir, was bedeutet dir dieser Titel Hitman Defense? You had a great game today, what does that title of Hitman Defense mean to you? It means to me that my team can knows that I'm accountable. I hold myself to the standard that they hold themselves to. And really for the award, I couldn't really do it without them. So for me to make those tackles and have a great game like I did, the back half had to do what they do. The linebackers had to do the job that they did. So really, I really owe all that to them. Like, they should really be getting all the credit, not me, because they did a hell of a job. They did a good job back there. Yeah. So for me able to get those tackles, and also to my defensive line teammates, they also handled their own, so I was able to do what I did. But ja, also man hat ja gerade so ein bisschen gemerkt, der Flachs in der D-Line blüht. Jan Köhler und Kai-Patrick May haben sich sehr kritisch angehört, was er hier sagt. Und er sagt, ja, es waren eigentlich die Jungs neben mir, die das alles möglich gemacht haben. Ich versuche halt das zu tun, was ich kann. Und ja, sie haben das für mich eben ermöglicht, die Räume geöffnet, und im Endeffekt versuche ich einfach mein Bestes zu geben fürs Team, und das ist heute ganz gut gelungen, und er freut sich eben natürlich über diesen Titel Hitman Defense. Ja, insgesamt, du hattest heute vor allen Dingen so häufig Bull Rush, wo du einfach durchgegangen bist, wo du mit Kraft die niedergemacht hast. Wie ist so eine Situation für dich? You had a lot of Bull Rush today, where you just blew through your opponent or took your opponent with you, sort of. How is such a situation for you to just take your O-liner with you? To be honest with this, almost every D-line's dream to like just manhandle the opponent from them and just take them with them. It's just like, I don't know, it feels like almost like a pride thing. Like you're not stronger than me. Like you know what I'm saying? So it's almost like it's a dream for that to happen, and like for me to be able to put myself to that standard, and like I'm able to do that. It's an amazing feeling. It's a feeling that like every D-line wishes that like he could have all the time. Ja, er sagt, das ist genau das, was ein D-Liner natürlich haben will. Es ist so dieses Mann gegen Mann, und ich bin stärker als du, und ich nehme diesen O-Liner halt einfach mit auf die Reise. Und das ist genau das Ziel, was man als D-Liner hat, und es macht ihn wahnsinnig stolz, und es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, das so zu erleben. Jetzt haben wir zwei Spiele, zwei hohe Siege, 81-0, 62-0, nicht 56-0, so, 62 war letztes Jahr. Was erwartest du jetzt für die weitere Saison? We had two games now, two big blowout wins, 81 and 56-0. What do you expect for the rest of the season for the team? I like to be confident. I like to be confident in us, and I would say I wouldn't expect anything less. Whichever opponents that come up on the schedule, I expect us to dominate every game just like we did before. That's just how confident I am in this team. Like, we have a great squad. The offense is better. It's like, in my beliefs, I think that they're the best offense in this league, and one of the best offenses in Germany. The defense we have on this squad is amazing. Probably one of the best ones I've been on. All around, it doesn't matter what category, defensive line, linebackers, DB, I think we got a top five defense in Germany. So I would hold us to a high standard and be like, this is the team that should get everything done. And so with these two blowout wins, I would hope it doesn't get to us, and we like, you know, Brett, like, you know, something, but it, like, you know, we should feel good about it, but at the same time, always be wanting to get the work in and get better. So, but I think this squad has something to do something very special. Ja, also er hat jetzt wirklich hier hohe Standards aufgerufen. Er sagt, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet. Das ist das, was ich in unserem Team sehe. Für mich haben wir eine Top 5 Defense in Deutschland, hat er tatsächlich so gesagt. Die Offense ist top notch und eine der besten, die zumindest hier so rumläuft. Und er sagt, wir können in diesem Team was wirklich Besonderes erreichen. Wir sind eine richtig tolle Truppe.
Und ja, es macht einfach richtig Spaß, in diesem Team zu spielen. Ja, Isaiah, thank you very much for your time. Thank and you, celebrate Dan. The win and have a good party tonight. And yeah, see you. Okay, thanks. So, und dann wollen wir mal zum nächsten kommen. Wer möchte? Juju? Oh, beide zusammen. Okay. Gut, willst du dazukommen, Cassie? Cassie, willst du dazukommen oder nicht? Ja, komm. So, Cassie kommt mit dazu. Und ja, dann fangen wir mal an. Juju, Hitman Offense. Bei dir ist es irgendwie immer so, du kriegst den Pass und man denkt, ja, das sind jetzt gute 15 Yards. Ja, und dann schaltest du den Nachbrenner zu und es sind 35 oder so, war sogar der Touchdown aus, keine Ahnung, 60 oder was es war. Diese Yards after Catch, wie machst du das immer? Also wie kriegst du das jedes Mal hin? Es ist jetzt eine schwierige Frage, aber so will ich halt einfach. Das ist einfach in meinem System. Also das kann ich nicht anders sagen. Anderes kann ich nicht sagen. Wie gesagt, da schalte ich halt in den nächsten Gang und dann ist halt vorbei. Die wollen mich nicht mehr anfassen und dann, ja. Ja, Lukas, wir wissen das. Du weißt, du passt auf den Juju und im Normalfall kommt da noch was hinten dran. Was ist das dann für ein Gefühl für dich? Ja, ein Gefühl von Sicherheit. Ich kann mich halt darauf vertrauen, darauf verlassen, dass der Juju immer da ist, da wo er sein muss. Und alleine dadurch, dass er halt jedes Mal seinen Job wirklich sehr, sehr gut erfüllt, eröffnet er sich selber die Fenster, wird dementsprechend halt auch oft angeworfen und dann alles andere ist natürlich seine körperliche Überlegenheit, die halt alles andere überrennt. Ne? Macht Spaß. Du selbst bist ja jetzt auch noch jung, ich glaube 22, richtig? Ja. Dementsprechend eigentlich ja noch nicht so unglaublich erfahren. Trotzdem, auch wenn mal ein bisschen Druck durchkommt, also im Normalfall ist es dann einer, der vielleicht mal durchkommt, du machst einen Sidestep, lässt ihn ins Leere laufen und hast trotzdem die Ruhe für den Pass und bringst ihn im Normalfall auch an. Wo nimmst du diese Ruhe her in deinen jungen Jahren? Also, das ist mein Job. So, ich versuche mich selber immer am kritischsten zu beobachten. Guck mir natürlich die Sachen an. Ist mir auch schon passiert, dass ich natürlich halt daneben steppe oder einen abkriege oder wie auch immer. Aber das gehört halt dazu. Und das ist ganz klar meine Berufsbeschreibung. Und da muss ich auch in der Lage sein, dann nachher die Ruhe zu bewahren. Also wenn das so rüberkommt, dann gibt mir das ein gutes Gefühl, dass ich vielleicht die eine oder andere Sache gut gemacht habe. Also. Das kommt es auf jeden Fall. Und wir hatten dich auch für, ob jetzt Plakette oder Medaille, für die Sachen auf jeden Fall auf dem Zettel. Eigentlich haben wir gesagt, Akiva wäre auch noch in der Verlosung. Ich glaube, den kann man da durchaus auch noch nennen in der Gruppe. Der Mann ist, haben wir schon mehrfach gesagt, ein Cheatcode auf zwei Beinen. Wie ist denn das für dich? Du siehst hinten den Lukas, also jetzt beispielsweise der eine Touchdown durch die Mitte. Der Ball kommt genau auf Marke. Du musst nicht ein halbes km/h runternehmen. Wie fühlt sich das an, so ein QB hinter dir zu haben? Das ist halt einfach die perfekte Connection. Also wir haben damals angefangen in der U19 in Düsseldorf und hier machen wir halt weiter. Und man merkt halt einfach, die Connection wird besser, wird stärker und die ist halt on point. Ja, Cassie, möchtest du mal? Ja, ich darf auch noch ein bisschen ein paar Fragen stellen. Ich fand das heute auch wieder sehr crazy, wie eigentlich in den ersten paar Minuten direkt die Interception von Nash gefangen wurde und das Spiel ging an euch. Wie geht ihr eigentlich damit um? Ihr kommt hier an, seid ihr direkt auf Zack und wisst, okay, wenn jetzt unsere Defense drauf geht, dann dürfen wir eigentlich eh gleich schon den Ball übernehmen? Also, wir wissen auf jeden Fall, dass wir eine sehr, sehr gute Defense im Rücken haben, können uns da auch sehr drauf verlassen, versuchen uns natürlich nicht zu sehr drauf zu verlassen, sondern uns auf unseren Ding zu konzentrieren und das zu machen. Und ja, das heißt halt einfach nur für uns an der Sideline allseits bereit und sobald der Call kommt, gehen wir auf den Platz und dann ist Game Mode. Und da bin ich auch echt froh heute auf die Jungs, bin stolz auf die Jungs, wie das immer umgesetzt wurde. Sobald da ein Momentumwechsel war, waren wir halt da, sind auf den Platz gegangen. Klar sind hier und da noch mal ein paar Sachen passiert, die vielleicht nicht so gewollt sind, aber wir verbessern uns, wir sind auf einem guten Weg. Ja, ich habe dir auch gerade schon gesagt, dass ich selber überhaupt einmal nicht mitbekommen habe, als du dann selber gelaufen bist, dass ihr den Ball gar nicht übergeben habt. So schnell kam ich mit der Kamera nämlich gar nicht hinterher. Aber ich habe jetzt auch eine gar nicht so sehr technische Frage. Und zwar, was machst du eigentlich mit deiner Stimme? Ich höre immer zwischendurch dieses richtig, richtig tiefe Ready. Guckte dann zweimal, kommt es wirklich von Lukas? Ja, es geht ja nur. Hast du da irgendwie besondere Stimmcare, die du zu Hause betreibst?
Nee, es ist wie andere ihre Singstimme haben, habe ich halt vielleicht meine Platzstimme und nach dem dritten Mal bin ich sowieso schon heiser und dann kann ich dem auch gar nicht mehr entgegenwirken. Ja. Ja gut, aber es kommt auf jeden Fall sehr gut an. Vielleicht noch eine Frage. Du hast ja in Düsseldorf auch mal in der GFL dann gespielt. Jetzt hatte ich eben Isaiah hier, habe den gefragt, was ist mit dem Team möglich? Und er sagt, wir haben in seinen Augen eine Top 5 Defense in Deutschland. Du trainierst gegen die Jungs. Würdest du das so unterschreiben? Also diesen hohen Standard? Also ich meine, dass die gut ist, ist keine Frage, aber Top 5 ist schon ein Wort. Also Top 5 ist ein Wort. Ich kann ich nicht so gut beurteilen, weil man muss es dagegen sehen. Natürlich sind wir unglaublich, unglaublich dominant in dieser Liga. Das Spiel, also jetzt Back-to-Back, nur kein Score. Auch in den Testspielen, wo wir gegen GFL 2 Solingen gespielt haben, nur ein Score bekommen. Ist es eine verdammt, verdammt gute Defense. Und also großartig widersprechen würde ich dem Isaiah da jetzt nicht. Das ist doch mal ein Statement auch. Wie siehst du es? Ja, ich kann auch nur Lukas recht geben. Wie gesagt, man hat gesehen gegen Solingen, auf jeden Fall gegen GFL 2-Team, dass wir auf jeden Fall die Leistung abrufen können. Das ist auf jeden Fall nicht so weit weggeholt. Ja, also viel Selbstvertrauen bei den Ravens. Hast du noch eine Frage? Nein, ich habe keine mehr. Ich glaube, wir dürfen die Jungs entlassen. Genau, ja. Die Jungs dürfen feiern gehen. Ja, heute Abend geht's, haben wir gerade gehört, in den Hut-Up-Club vom Aldo. Und dann ist zum Event von Aldo, der Club gehört ihm nicht. Oder, ja, Event vom Aldo, ja, zum Event vom Aldo, aber der macht da sehr viel im Hut-Up-Club so. Genau. Und dementsprechend, ja, wer Bock hat, kann ja vielleicht auch mal vorbeikommen, können wir dem Aldo auch noch ein paar Leute hier werben. Euch vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir jetzt noch den Dino gleich im Gespräch. Kleinen Moment. Dino. Ciao. Dino. Tschüss. Danke. Danke dir. Vielleicht sehen wir uns ja. Ich hatte auch sorry, ich hab dich nicht so. So, dann kommen wir zwischen uns. So, ja, Dino, du hast mir gerade gesagt, ich möchte gleich auch noch ins Interview, weil ich möchte noch ein bisschen was sagen. Dann würde ich sagen, tu das doch erstmal. Ja, gerne. Also grundsätzlich für mich, ich möchte mich erstmal bei den zahlreichen Fans bedanken heute. Ich glaube, wir haben alle heute gesehen, wie unser Sport hier in Krefeld angenommen wird. Dafür will ich einfach ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Es macht mich unwahrscheinlich stolz, was wir bis hierhin erreicht haben. Und ja, wenn ich dann tatsächlich an den Spieltagen oder wie heute dann auf die Tribüne schaue und die Tribüne ist voll, dann macht es mich sehr demütig. Und das war für mich einfach wichtig, heute mal im Interview zu sagen, in Richtung Fans, danke, danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr so wahnsinnig laut seid. Wir waren ja heute das erste Mal auf der Heimseite und ich glaube, ihr habt es im Stream oben auch gehört. Philippe, unser zweiter Vorsitzender, war zwischendurch mal auf der Tribüne und sagte, du hörst dein eigenes Wort da oben, nicht so laut ist es. Ne? Also, genau, okay. Aber schon Wahnsinn, was unsere Fans da leisten. Und ja, ich wollte mal ein großes Dankeschön sagen. Und ja, dann kommen wir jetzt zum sportlichen Teil. Gehe ich vorne raus, gebe dir das Mikro erstmal wieder. Danach genau. Ist auch ganz stolz und platt vom Spiel. Der ist hier nämlich mit. Ich nehme aus, ich nehme mal hier raus. Komm. Du bist jetzt mitten im Live im Fernsehen bist du jetzt. Möchtest du was sagen? Hallo zur Mama oder so? Er hat noch ein paar Jahre, bis er dann hier am Mikro bei uns stehen darf. Also erstmal kann ich da nur zustimmen. Es war eine mega Stimmung, direkt hinter der Teamzone die ganzen Fans zu haben. Hat es denn, um jetzt aufs Sportliche zurückzukommen, sich aufs Sportliche ausgewirkt? Ja, definitiv. Also ich als Außenstehender jetzt nicht aktiv. Nee, nicht aktiv. Schatz, Papa ist im Interview. Also ich als Außenstehender, der jetzt nicht aktiv auf dem Feld war, selbst mich hat es gecasht an der Sideline. Wahnsinnig, was da an Energie runterkommt. Also jetzt ist unser 12. Mann und ich glaube auch Aachen hat heute gemerkt, wie wahnsinnig laut unsere Fans waren. Und es waren zahlreiche Fallstarts dabei. Ich glaube einfach tatsächlich, dass die auch von unseren Fans produziert wurden. Also da ist eine Energie, die transportiert wird, die ist schon beeindruckend. Hast du denn in der Teamzone an sich auch Unruhe gemerkt unter den Coaches oder würdest du auch sagen, aber das hast du eigentlich auch schon gesagt, dass es eher transportiert hat und die einzelnen Spieler vielleicht auch noch mehr motiviert hat, einen Schritt schneller zu laufen?
Nein, also die Coaches haben ihr Team wahnsinnig gut im Griff. Ja, also das muss man sagen, sehr, sehr hohe Sideline-Disziplin, die hier vorherrscht. Kein Vergleich zu den letzten Jahren, ohne dass es jetzt negativ, also bitte nicht negativ empfangen, sondern es ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Ja, auch in den letzten Jahren gab es eine hohe Disziplin, aber in diesem Jahr merkt man nochmal ganz deutlich, wie stark die Unit-Coaches involviert sind in dieses Sideline-Coaching und als einfach auch die Units bei ihren Coaches sind und dementsprechend auch eine wahnsinnige Ruhe herrscht. Also die Sideline, die ist trotz dieser Lautstärke sehr, sehr diszipliniert. Jetzt haben wir ja, bis Lukas auch gerade schon im Interview gesagt hat, eine sehr starke Defense, haben eigentlich zu null gespielt, bis auf ein paar kleine Fehler. Bist du zufrieden mit deinem Recruiting für dieses Jahr? Lehnst du dich entspannt zurück jetzt und genießt die Show? Ja, also, grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, ja. Also man lobt sich nicht gerne selber, aber ich glaube, dass ich dieses Jahr ein gutes Team zusammen rekrutiert habe. Das darf ich, glaube ich, stolz sagen. Ob sie Imports waren jetzt mit Akiva, Isaiah und JT, wahnsinnig tolle Menschen auf und neben dem Feld. Für mich ist Akiva nach wie vor einer der besten Running Backs hier in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Das kann man durchaus sagen. Ich glaube, wir haben immer noch nicht alles von ihm gesehen. Der hat noch viel, viel mehr im Tank. Bewusst von unserem OC auch so gewählt. Er will das Step-by-Step bei den Mannschaften aufbauen. Wir wollen nicht in jedem Spiel zu viel zeigen. Das hat er ganz klar auch so kommuniziert. Aber gerade auch die nationalen Talente. Also ich glaube einfach, wir haben in diesem Jahr, das habe ich vor dem Spiel noch zu unserem Headcoach gesagt, ein Team, was ganz, ganz, ganz wenig Schwachstellen hat und da gibt es keine Units, die rausstechen. Wir haben eine wahnsinnig homogene Masse, wahnsinnig homogenes Team und schon beeindruckend. Da bin ich stolz drauf. Sehr schön. Was wir fanden, Len und ich dann im Stream, in der vergangenen Woche war es sicherlich ein hoher Sieg, aber wenn man die Statistik anguckt, wir hatten 40 eigene Plays. Das heißt, es war im Prinzip First Down, Touchdown. Es war nur Big Plays all over the place. Heute gab es sicherlich auch Big Plays, aber es gab auch viele so strukturierte Drives. Für mich heute eigentlich sogar das bessere Spiel als letzte Woche, wo man halt auch einfach gut die Fehler des Gegners ausgenutzt hat. Heute einfach ein strukturiertes, gutes, gerade in der Offense, starkes Spiel, oder? Ja, definitiv. Also man hat heute nochmal deutlich gesehen, dass das Team einen draufgesetzt hat. Also ganz, ganz unabhängig vom Score. Der ist ganz zweitrangig dabei. Wenn man einfach mal das Team betrachtet in der Leistung, Special Teams, was mir heute tatsächlich nicht so gut gefiel, da ist Luft nach oben. Aber das passiert eben mal. Ja, das gehört eben auch dazu. Da müssen wir dann arbeiten. Aber gerade die Defense und die Offense gefielen mir heute in diesem Spiel sehr, sehr gut. Deutlich besser als im letzten Spiel. Warum? Wenn du einen stärkeren Gegner hast oder eine bessere Defense vor dir stehen hast, eine bessere Offense vor dir stehen hast, dann musst du viel mehr agieren. Du musst eben auch adjusten und das haben unsere Coaches eben heute auch in Veränderung gezeigt. Wir haben im dritten, vierten Quarter zahlreiche Backups drauf gehabt, im vierten Quarter fast nur noch Backups drauf gehabt und auch die haben performt und das ist genau das, was das Team dieses Jahr ausmacht, dass eben auch die zweite und dritte Reihe eine wahnsinnige Leistung auf den Turf bringt. Ja, wir hatten heute tatsächlich dann auch die Situation, ein Young Mistake, Musa Keita versucht den Ball aufzunehmen nach dem Punt, lässt ihn dann fallen, Ballbesitz für den Gegner. Junger Spieler, passiert halt mal, wird er daraus lernen, wird er mit Sicherheit in dieser Saison nicht mehr machen, wird er sich sicherlich auch noch ein bisschen was zu anhören, gar keine Frage. Danach aber dann die Defense, 3 Tackles for Loss und den Gegner mal ganz kurz von der, weiß ich nicht, eigenen 18 oder 20 komplett aus Field Goal Territory getrieben. Das ist halt dann auch Teamgeist, ne? Genau das ist dieses Jahr unsere größte Stärke. Wir sind ein Team, wir sind mehr ein Team. Wir haben nicht nur in der Qualität das beste Team, was die Ravens jemals hatten, sondern wir sind auch vom Teamgefüge das stärkste Team, was wir je hatten. Die erste Saison ist immer was ganz Besonderes in jedem Verein. Aber selbst das übertrumpft dieses Team. Also es ist einfach, man hat gesehen, der Musa kam zur Sideline und sofort haben den alle getröstet und haben gesagt, hey, Kopf hoch, alles easy, nichts passiert, wir gehen jetzt da raus, wir holen den Ball zurück. Und das ist genau das, was wir hier sehen wollen. Musa ist mit der Offense wieder rausgegangen, hat einen Touchdown gefangen. Ja, also genau, also das sind genau die Antworten, die wir eben geben wollen. Ob es in der Defense oder in der Offense ist, es ist ein Team, das ist ein Teamgefüge, was wahnsinnig harmoniert. Genau wie der Headcoach immer wieder betont, wir haben in dem Sinne keine Starter, sondern hier hat jeder seine Playtime verdient. Der eine mehr, der andere weniger, das wird im Training entschieden. Also Teamharmonie, wirklich ein wahnsinnig hohes Level. Dafür haben die Coaches einfach im Winter wirklich sehr, sehr hart gearbeitet. Ja, jetzt wollen wir uns also noch anschauen, wie das in der Saison weitergeht. Der Start auf jeden Fall mehr als gelungen und die Ravens laufen vorne weg. Eine Rolle, in der man sich sehr, sehr wohlfühlt, die man kennt. Und ja, schauen wir mal auf die nächsten Spiele. Dir auf jeden Fall vielen Dank auch fürs Interview und dann euch, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, das war's jetzt auch mit Interviews. Ja, wir bereiten jetzt die Highlights vor. Die werden mit Sicherheit auch in relativ kurzer Zeit dann verfügbar sein.
Und dann freuen wir uns auf das nächste Spiel. Ich weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wann wir den nächsten Stream haben. Hast du es gerade im Kopf? Nee, müsste ich. Genau. Zu Hause gegen Gladbach ist also das nächste Heimspiel. Ich weiß, wie gesagt, gerade das Datum nicht. Ist aber auch egal. Ihr werdet es ausreichend auf allen unseren Social-Media-Plattformen erfahren. Und noch einmal der Appell, wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und gerne auch das Abo unter YouTube und vielleicht auch auf Facebook, Insta und wo wir sonst so aktiv sind. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Abend, einen schönen Tanz in den Mai und einen tollen Feiertag morgen bei bestem Wetter. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.